Bin ich ja mal gespannt. Ausgelassene Frames, lul. Lul. Bin ich an, yo. Fabrice ist der Erste im Stream, Irrmann. Hallo Fabrice, du warst der Allererste, du warst der Allererste. Mein Gott, wartet mal. Leute, Illegaler ist jetzt schon online. Ich habe gesehen, es gibt garantierte Premier League Tots Packs. Perfekt. Ja, kommt rein. Nee, das ist ein bisschen homo, Digga. Freunde, Edigana ist jetzt schon online. Ich habe gesehen, es gibt garantierte Tots Packs. Ja, wahrscheinlich ziehe ich dich, Digga. Wahrscheinlich ziehe ich dich. Kommt rein. I really appreciate it. That's thanks, man. So. Who Juju mit einem Sub. Dankeschön, herzlich willkommen in der Edi Army. Und Jason auch mit einem Sub. I really appreciate it, man. Danke für die Subs, Freunde. Ich mach kurz eine Instagram-Story. Wo bin ich hier? Perfekt. Link kopieren. Zack. Hab das Prime Icon Pack. So, Ultimate Team Kader Update. Ja, mach das Update, Digga. Mach das Update. Wir sind online mit garantierten Tots Packs. Tots Packs. Und neuem Team Ala. Ich benötige Hilfe. Ich benötige Help. Bitte helfen Sie mir. Ich benötige Help. Wir sind online. Ich benötige Help. Zack. Link reinkloppen. Einsetzen. Warum bist du jetzt schon online? Wir sind früher online gegangen, Freunde. Ich war früher als gedacht zu Hause. Und ich habe gesehen, dass es diese Packs gibt. Und da dachte ich mir, bevor ihr ganzen Arschkinder die schon alle aufmacht, komme ich ein bisschen früher online. Ich werde es auch machen übrigens. Ich denke, ich werde es auch machen, weil man kann eigentlich nur krasse Sachen draus ziehen. Was ist denn das hier? Achso, von meinem... Achso. Wie teuer ist denn der Belay-Chat? Noch ein neues Mitglied. Sebastian mit einem Sub-Hatch bekommen der Ediami. Ich habe Maris bekommen, Digga. Maris ist krass. Mehr Likes als Zuschauer, was redest du, wie viele Likes haben wir denn? Dembele muss ich schnell verkaufen. Boah, ich gucke einfach nach, wie teuer der ist, Hilfe. Falls der Stream abkackt, ihr wisst es, ich bekomme, Freunde, Ende der Woche kriege ich meinen neuen PC. Einen richtig guten PC sogar, ich kann euch den mal nachher zeigen. Das heißt, ab nächster Woche habe ich diese ganzen Störungen nicht mehr. Wen wollte ich nachgucken? Ah, Dembele. Dembele, ich brauche auch eure Freunde, heute habe ich richtig Bock auf den Stream. Es gibt Packs. Ich brauche ein neues Team, was ich baue, und der kostet nur noch 47.000. Was ist das? Was? Obwohl, ich gebe den einfach ab in der SBC, lol. Ich gebe den einfach in der SBC ab. Ich bin früher Vogel fängt den Wurm. Perfekt. Und dann endlich die neue Cam. Ja, ich habe auch eine neue Cam. Die wird dann raufgeballert. Hab Robertson bekommen. Freunde, es gibt in meinen Augen nur zwei Karten, die echt bitter wären. Das wären die beiden Torhüter. Alisson und der andere. Der Rest kann man irgendwie noch spielen. Ich bin gespannt. Das ist der erste Stream nach 30-0, ja? Wir werden auch ein neues Team bauen, Freunde. Ich kann euch mal zeigen, was ich vorhabe, okay? Was ich so gebaut habe, als ich vorhin mal Langeweile hatte. Wo ist es? Ich glaube, es war das hier. Ja. Das wollte ich so bauen. Also die Abwehr, Freunde, wenn ich die Abwehr hinbekommen sollte, das wäre so brutal. Ich will mir Hullet holen mit den Coins, die ich machen werde. Es kommt halt übertrieben drauf an, wenn ich in Rot ziehe, ne? Wenn es... Aber Hullet, ich hätte schon Bock auf Hullet, Mann. Hullet ist, Freunde, Hullet ist Hullet. Ich brauche ihn. Wie viele Subs dazugekommen sind? Ja, wir sind fast 900 wieder, glaube ich. Morgen Hullet im Elverset. Ja, wir ziehen Hullet im Totspack. Abgehoben seit 3-0. Ja. Hallo, hallo. Ja. Warte mal. Wenn ihr wollt, Freunde, könnt ihr mich auch einladen.
Dann werden wir die Packs aufmachen. H96 Rubinho. Wir gehen einfach mal rein, Digga. Obwohl, ihr müsst die so nennen, wie ihr abgeschlossen habt, Freunde. Gerne alle ein Like auf den Stream da lassen. Wie viel kostet das Team? Ich muss noch gucken. Ich muss gucken, was ich halt ziehe. Wir können jetzt mal auf Verdacht bauen. Ich denke, Freunde, dass ich so circa, weiß nicht, 5, 6 Millionen aus dem Ever Pack machen werde. Und damit werde ich bauen. Mit dem Pack. Mit so 11, ja, mit so 5, 6 Millionen. Ich werde das Tots Pack auch gleich machen. Ganz herzlichen, ja, wahrscheinlich. Vielen Dank für die ganzen Likes, für die ganzen Subs. Meinst du, Hundet lohnt sich für den Preis? Ich glaube schon, Calvin. Auf der 6 schon. Offensiv, ich glaube, ich werde irgendwas Gutes morgen in Rot ziehen. Es kommt halt drauf an, was ich so in Rot ziehe, ne? Was geht, du Eierkopf? Nichts. Meinung zu Vardy. Ich weiß noch, Freunde, ich habe die noch nicht gespielt, alle, aber der hat ganz böse Werte. Rote Picks. Ey, wenn ich Richarlison in Rot, Digga, Richarlison in Rot wär's. Freunde, bitte schon Shareplay anmachen. Ich warte hier noch 5 Sekunden. Nimm Phillips. Ja, Phillips, aber wie soll ich Phillips einbauen, Freunde? Wie baue ich bitte Phillips ein? Das ist so gut wie unmöglich, Phillips einzubauen. Ich würde doch gerne De Bruyne spielen. Aber, Der wird teuer. Also, ich bin gespannt, was ich morgen ziehe, wie gesagt. Wie geht's denn Jürgen? Den geht's sehr gut, Digga. Richarlison? Digga, Richarlison ist der allerechte, Freunde. Ohne Witz, das ist mit die beste Karte, die ich bis jetzt gespielt habe. Hola, hola Ata. Icon plus Strong Link. Perfekt. Wie soll ich denn bitte Phillips linken? Ich zeige euch gleich mal, Ich zeige euch mal, was ich vorhabe zu bauen. Hier haben wir den ersten Kollegen, der das hier abgibt. Wie toll ist das überhaupt? Junge, er gibt Cristiano Ronaldo ab. Hör auf, ey. Wenn du Cristiano Ronaldo abgibst, dann lösche ich dich aus meiner Freundesliste. Erstbesitzer untauschbar. Digga, du kannst doch nicht Cristiano Ronaldo abgeben. Der ist ja noch loser als ich. Ach so. Er hat keine Coins mehr. Er spielt ihn nicht. Ach, du machst Messi. Spenden lese ich vor. Iwang mit 2 Euro, Saudi ist bei den Rewards mit dabei, nur so. Aber nicht in den 3er-Packs oder 11er-Packs. Nils Eierkopf mit 2 Euro. Ohne Spaß, bist der unterhaltsamste Streamer. Deine Streams kann man sich immer geben. Einfach anders irre, dass du nicht in den Rachen... Was? Dass du EA nicht in den Rachen schmeißt. Appreciate that. Thanks, man. Leon mit 2 Euro. Moin, du Eierkopf. Moin, Leon. Danke für 2 Euro. Digga, der hat die krassesten Spieler an Trade gezogen. Hilfe. Okay, du kannst mir gerne das ganze Team zeigen, aber wir müssen weitermachen. Also, Freunde, wenn ihr nicht das Pack schon habt oder so, dann bitte mich nicht einladen. Also ich gebe hier noch hier so 10 Sekunden, aber es warten sehr viele und der Stream muss vorangehen. Ich muss mir noch mein Team bauen und so. Und letzte Woche hat es richtig Bock gemacht, fand ich. Ich habe ja dieses Team, was ihr mir vorgeschlagen habt, damit habe ich das ja geschafft, dieses 30-0. Und deswegen wir werden so viele Coins wieder zur Verfügung haben, um das zu verbessern. Ich bin gespannt, was ihr alle so ziehen werdet. Stellt euch mal vor, ich ziehe so ein... Digga, so ein Gomez. Gomez, Richarlison, es gibt so viele Karten, die ich ziehe, die mir was bringen würden. Oh. Ich mache Auge auf das Pack. Hört auf, Auge zu legen. Falls der Stream abkackt, einfach Dings da. Einfach refreshen. Ich krieg nächste Woche meinen neuen PC, Freunde. Nächste Woche bekomme ich meinen neuen PC. Er hat's gemacht. Mal gucken. Holland. Nicht Brasilien. Mares, Digga. Mares, da würde ich mich so drüber freuen über Mares. Ich mach das Pack jetzt, Chat. Ich werde das jetzt machen. Mares ist krass. Mares ist richtig gut. Freunde, viele Pros sagen, dass der so, so krass ist. Viele sagen, dass Mares richtig gut ist. Mares ist stark. Ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht, was die meisten so ziehen. Das war das erste Pack, was wir aufgemacht haben. Digga, ich bin jetzt gehypt. Ich will jetzt auch mein Pack aufmachen. Wie teuer ist es denn? Also, einen Tots habe ich und 88 Teambewertung wird hart. CR7, ja, CR7 abgeben war lost. Gebe ich euch recht. Ja.
Aber der hat halt, fragt mich nicht. Fragt mich nicht. Ich weiß, dass der TR7 abgegeben hat. Was soll ich dazu sagen? Hab Auber bekommen, das ist krass. Auber stark. Ich weiß, Wave Gang. Nächste Woche ist alles super. Ab nächster Woche ist alles supi. Achso. What did I Twitch Prime pick? Salam alaikum, alaikum salam. Adama, Rashford, Richarlison. Richarlison. Digga, Richarlison würde ich so mit Kusshand nehmen. Hallo, hallo, hallo. Chat, ich sehe gerade, ich bin ungefähr eine halbe Sekunde asynchron. Oder ein bisschen weniger. Ich könnte kurz offline gehen und das einstellen. Dann ist es nicht, das ist immer noch asynchron, aber nicht so doll. Soll ich es kurz machen oder soll ich drauf scheißen? Eins in den Chat kurz offline gehen und machen, zwei in den Chat für einfach so lassen. Ich weiß nicht, vielleicht wird es auch besser. Ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Also stört euch das so doll? Eins in den Chat für offline gehen, zwei in den Chat für egal. Ich bin ungefähr 0,2 Sekunden. Ach egal, wir lassen es dann so. Wir lassen es so, Freunde. Okay, wir lassen es dann so. Ab nächste Woche, ich kann euch den mal zeigen, meinem neuen PC, wenn es euch juckt. Mein Partner? Ich bekomme einen zugeschickt sogar. Wartet mal, ich zeige ihn euch. Ich werde einen zugeschickt bekommen. Ehrenmänner, dass sie mir den schicken. Also ich bezahle den sogar nicht mal. Der soll richtig gut sein und der kommt sogar Ende der Woche an auf Ehrenbruderbasis. Ich kenne mich nicht so aus mit PCs, aber der soll übertrieben gut sein. Das ist der. Ich kenne mich da halt gar nicht aus, Prozessor und so, aber das soll anscheinend übertrieben krass alles sein. Außer, glaube ich, Arbeit, nee, irgendwas davon war nicht so gut, aber der soll, das wird da. Den bekomme ich am Freitag wahrscheinlich, Freitag oder Samstag. Ehre, Freunde. Von Medion, Ehrenmänner, dass sie mir den überhaupt schicken, so kurzfristig. Ich habe letzte Woche denen gesagt, also mein Management gesagt, ich brauche einen neuen PC, der kackt immer ab bei mir. Und die haben mir jetzt, also die haben das mir jetzt organisiert und Medion Ehrenmänner, dass sie mir das sofort schicken. Ich kenne mich ja gar nicht aus, ne, was da gut ist und so, vielleicht kennt ihr euch da aus. Der sieht auf jeden Fall ganz schön geil aus. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall geht's ab nächster Woche dann voran. Da muss ich mir die ganze Scheiße nicht mehr geben mit diesen Abgekacke und so. Der ist fresh, sieht gut aus. Ja, ich kenne mich aber nicht aus, ob der gut ist. Platz 99, doch, ich wurde wirklich 99. Freunde. Wir wurden 99. Guckt euch die Scheiße an. Der ist einfach krank. Wirklich, so ein Biest, das PC. Was ist denn daran gut? Ich habe keine Ahnung, Digga. Mach das Pack, mach ich gleich. Welche Friseur gehst du? Bei mir da. Also was jetzt bei mir, der ist in Neukölln. Der PC ist lost, ja. 32 GB wäre bei dir besser. Ja, aber Freunde, ich krieg den umsonst. Ich bekomme den umsonst, das ist gut. Prozessor zu wild, i9. Der ist schnell, Ehre. Also wenn da bei mir irgendwas abkackt, Digga, dann kriege ich einen Anfall. Grafikkarte ist gut, PS4 ist besser als PC. Ja, Digga, ich stream doch nicht über PS4. Ich bin doch nicht lost. Warte mal jetzt, wir machen jetzt diese SPC, Mann. Ich hasse meinen PC so krass. Genau deswegen, Chat. Genau deswegen hole ich mir einen neuen. Ich hab's euch gerade gesagt, Digga. Ihr müsst refreshen. Es ist so deprimierend. Das ist so krass deprimierend. Ja, es geht wieder, aber das verliert immer die Verbindung, weil mit der so schwach ist der PC.
Früher hat das nicht funktioniert, war das nicht so krass, keine Ahnung, was passiert ist. Überlastung oder so, der ist halt, das ist wie ein Auto, Freunde, wo keine Ausstattung drin ist. Wie ein Auto ohne Ausstattung. Einfach F5 drücken, einfach refreshen. Ich habe euch gesagt, dass das passieren wird. Kann sogar sein, dass es nochmal passieren wird. Einfach neu, ich bleibe online bis 1 Uhr oder so. Einfach am Start bleiben. Mein Gott, ist mir schon wieder heiß wegen der Aktion gerade. Was wollte ich jetzt machen? Ah ja, Scorebuilder-Challenge, lul. Wo ist denn das Pack? Unter Druck, lul. Premier Team, hier. Premier League Team of the Season garantiert. Tausche ein Team of the Season so far. Das ist es, oder? 4-3-3, ja. Team of the Season so far mindestens ein. Was ist denn so far, Digga? Kann ich denn Belay da hinstellen? Oh, was ist so far? Lost, ganz normaler Tots, achso. Also ich merke irgendwie, heute bin ich nochmal loster, noch eine Stufe lostig an Lostigkeit als sonst irgendwie. Weiß auch nicht warum. Nachher gibt's auch Real Talks und könnt Fragen stellen wie jeden Mittwoch. Und was werden wir noch machen? Ach ja, wir werden mein Team neu bauen, Freunde. Ihr könnt euch mal so überlegen schon mal, was ich so mache. Ich denke, ich habe 6 Millionen ungefähr. Das würde nicht reichen hier, nicht mal annähernd, aber ich bin auch gespannt, was ich in Rot ziehe. Also ich rechne nicht mit Hullet, um erst, also Van Dijk nicht, aber wenn du Van Dijk, ich zieh jetzt Van Dijk, Digga. Ich werde ihn jetzt ziehen. Meine Fresse. Ich believe. Noch nie hat EA mir irgendwas gegönnt. Achso, okay, doch. Optimus Prime Icon, aber hat auch nur 1 Million gekostet, EA Sports Vancouver Canada. Hat auch nur 1 Million gekostet. Ich glaube, Chemie 70 wird kritisch. Mit 88 Teambewertung, Hilfe. So lost, dass ich so krass hohe abgegeben habe, die letzten Male. Ja, ja, okay, hatet mich nicht. Ich brauche Ramos nicht. De Bruyne, ja, De Bruyne wäre auch geil. Thiago brauche ich auch nicht. Warte, ich werd De Bruyne ziehen, ihr habt recht. Wartet. Ter Stegen brauche ich auch nicht. Okay, das kriegen wir easy hin. 93, die Frage ist, ich will halt nichts ausgeben, ne? Ich will Ramos nicht behalten. Femi mit 10 Euro, du lost gerade, du regst komplett auf. Junge, hört auf, ich brauche Ramos nicht. Chillt mal, chillt mal. Noch lacht ihr. Guck mal, ich habe nämlich keine Spieler, Digga. Okocha geben wir safe ab. Okocha geben wir safe ab. Guck mal, jetzt kommen 84er. Was soll ich denn machen, Chat? Ich bin voll lost. Ich glaube, ich muss mir ein paar Karten kaufen einfach. Schade, Illegaler. Okay, wartet, chillt. Okocha ist ein guter Call. Real Talk. So. Hier. Thiago gibt einen super Link. Zur Party. Das hier ist clever. Ich will nur mal gucken, ob das rein von der Bewertung, wie nah ich rankomme. Perfekt. Nicht mal annähernd. Oh. Du machst morgen sowieso Fettmünzen? Ja. Okay, Ramos ist lost. Ich gehe mit. Ramos ist lost. Ramos lost. Gehe ich mit. Okay, dann sag, Digga, was kann ich machen? Was kann ich machen? Günstige Spieler. Sergio Busquets, Piquet, Courtois. Freunde, falls der Chat abkackt, einfach wieder refreshen. Ich habe Angst, dass es gleich wieder passiert. Aber es wird passieren. Ich weiß es. Ich habe es in der Pisse. Umtiti? Ich werde nicht so viele Coins aufgeben, Mann. Ich bin bei sowas voll der Geier. So bei SBCs. Umtiti. Piqué. Piqué wird aber teuer, Digga. Piqué wird teuer. Die sind bestimmt alle übertrieben teuer, oder, Chat? Marcelo? Okay, wartet, chillt. Habe ich hier eventuell was? Piqué als LF? Gibt's nicht? Schade. Ich werde jetzt Van Dijk draus ziehen. Van Dijk, Digga. Kennt. Otter Bill Jr. Thiago. Keins. Kovacic. Ich will nur mal gucken, was ich so alles brauche. Was ich so bräuchte.
Pjanic, mach Neymar rein. Neymar ist eine gute Idee. Neymar ist eine richtig gute Idee. Parejo? Okay, wartet mal. Parejo? Okay, und hier. Hier brauche ich aber auch irgendjemanden, der ein bisschen hochgeratet ist, glaube ich. Oh. 87 reicht nicht. Wen gibt es denn Rechtsverteidiger, Chat? Carvajal. Was hat Carvajal für eine Wertung? Carvajal. Wie wird der Arsch geschrieben? Wie wird Carvajal geschrieben? Ach so. Wo ist der? Da ist er. Daniel. Och. Ey! So, los, Hilfe. Ich lese gleich alles vor, Chat. 85. Okay, so machen wir es. Ist, glaube ich, auch nicht so teuer, oder? Das ist eine gute Idee, das so zu machen. Ich lese kurz alle Follows vor. Realzone, YouTube, Lustern, Floppy Bear, Blutsport, BMX, Rusi, Interception, Flusi, Femi. Ach, habe ich schon vorgelesen. Danke für die ganzen Follows, Freunde. Gerne alle ein Like auf dem Stream da lassen für den Support. Okay, so werden wir es bauen, Digga. Ich kaufe mir Palermo auf Ehre. 20.000 sieht mir nach einem stabilen Preis aus. Jetzt weiß ich auch, warum ich keine Coins habe. Genau wegen so einer Scheiße hier. Piqué, 50.000. Wie teuer, wie Chat ist? Ja, genau, wie Chat. 52.000 nimmt man mit. Ihr wollt ja auch nicht so lange warten, oder? Ich bin da sehr ungeduldig. Parejo. Der heißt Parejo, Digga. Was soll ich erzählen? Umtiti. 35.000 ist ja wie geschenkt. 35.000 ist ja wie geschenkt, Digga. Okay, weiter geht's. Und jetzt hier Kamachal nochmal. Da habe ich auch, ich habe da glaube ich ein gutes Händchen für. Ich glaube, ich hole die ganzen Spieler hier für einen echt guten Preis auch. Ich glaube hier 24,5. Guck mal, da war einer schneller. Ja, 24,5 ist es. Guter Preis. Okay, Chat. EA Sports Vancouver Canada, gönnt mir. Van Dijk, irgendwas, Digga, was ich spielen kann. Ramos kann ich ja gar nicht spielen. Hier, wie heißt der? Richarlison, wollte ich sagen. Richarlison, irgendwas Gechilltes. Untauschbar. Okay, nicht so schlimm. Ich sag euch jetzt genau, wen ich brauche, okay? EA Sports Vancouver Canada. Zum Shop, zu den SPCs. Bring mich hin. Nicht zum Shop, Digga. Oh, jetzt muss ich wieder Footbin aufmachen. Soyuncu wäre lost. Wo ist Footbin? Premier League, Tots. Wo ist das? Meine Fresse. Wo kann ich das nachgucken? Kann man einen Link reinchecken von den Mods? Ich bin so lost bei sowas. Hier, das ist... Nee, das ist es nicht. Premier League, Tots. Ich möchte gerne das komplette Tots sehen. Kann ich? Hier. Okay. Also, in Englisch bitte. Guckt hin. Wir haben jetzt das Pack. Ich würde alles nehmen, wirklich. Ich würde alles nehmen, außer ihn und ihn. Sonst würde ich alle haben. Henderson wäre auch nicht so geil. Early. Also, die beiden Hendersons brauche ich nicht. Soyuncu wäre auch nicht so cool. Und Alisson. Sonst würde ich alles spielen. Alles. Absolut Ehre wäre Van Dijk. Ich würde auch Arnold, Digga, Arnold wäre auch so geil. Arnold, Mahrez, Vardy wäre auch geil. Ey, da gibt es so viele geile. Hilfe. Kovacic wäre auch lost. Wan-Bissaka würde ich nehmen. Ich würde Wan-Bissaka nehmen, Bruder. Würde ich mir einstecken, den Mann. Ich würde Wan-Bissaka spielen, hundertprozentig. Bitte keinen Scheiß machen, EA Sports Vancouver Canada. Alle nochmal ein Like auf den Stream da lassen. Follow da lassen, Freunde. Wir werden das Pack jetzt aufmachen, falls der Stream offline geht oder für eine Sekunde laggt. Einfach refreshen. Das liegt daran, weil ich einen Kack-PC habe. Aber ich bekomme Ende der Woche 9. Chatpack, lasst mich in Ruhe, Digga. Ihr verarscht mich so oder so. Save Alisson. Alle, die Auge legen, ihr seid Arschgesichter. Ich hab's schon mal gesagt. Alle, die Auge legen, eure Schwester oder Mutter soll euch beim Jürgen Würgen erwischen. Danach machen wir weiter eure Packs auf. Und ich brauche noch eure Hilfe für mein Team, Digga. Also wirklich, wenn ich jetzt Van Dijk ziehe, zeige ich für eine Sekunde meinen Pullermann. Ich hab's gesagt.
Wer mich jetzt verarscht, wir machen Chatback. Wer mich verarscht, ist ein Wichser. Real Talk, Digga. Wer mich verarscht, ist ein richtiges Arschgesicht. Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk. Ich sehe schon kommen, ey. Du hast Van Dijk. 4000 Likes auf dem Stream. Macht mal hier auf Ehre die 7K voll. 12.000 Zuschauer, 7K voll machen. Und Buller in die Hand nehmen und Stream liken. Followen, meine ich, meine Fresse. Nachher gibt's auch noch ein Gewinnspiel. Nachher wird es ein paar Gewinnspiele geben. Richarlison wäre so geil, Digga. Richarlison wäre so Ehre. Nicht Henderson. Nicht Henderson, EA Sports. Ich gucke im Chat. Nicht Henderson. Nicht Henderson. Kein Henderson. Kein Sujuchumi, Sujuk. Kein. Wen gibt's da noch, Digga? Alisson wäre auch lost. Ich sag euch ehrlich, Alisson wäre lost. Alisson wäre auch richtig lost. Junge, De Bruyne wäre so schmacko. Henderson, nö, oder? Mahrez! Wirklich Mahrez? Ehre! Das ist so ehrenhaft, Chance. So ehrenhaft. Weil den wollte ich so oder so testen. Oh, ist das wichtig. Ich wollte mir nämlich entweder Sant Maximinin holen oder Mahrez. Scheiße, vielleicht wäre sogar Maximinin. Scheiße, besser gewesen. Aber Mahrez? Chat, wer glaubt ihr ist besser? Sant Maximinin oder Mahrez? Aber Mahrez 99 Ausdauer. Jo, genau. 99 Beweglichkeit. 95 Abschluss. 96 Fernschüsse. 98 Antritt. Das ist lecker. Eins in den Chat für Mahrez, zwei in den Chat für Maximinin. Boah, wichtig. Ich hatte voll Angst, dass ich irgendjemand Lostes ziehe. Aber Mahrez ist wichtig, Freunde. Guck mal, den kannst du jetzt schon mal hier hinstellen und dann spare ich schon mal 1 Million. Irre. So macht man Coins. Sag noch einer, ich kann nicht traden. Wahrscheinlich traden. Hat krass was mit Trading zu tun, du Arschloch. Morgen in Rot, Mahrez wäre lost, ne? Egal, dann muss ich ja Mahrez nicht nehmen, dann kann ich jemand anderen nehmen. Aber Mahrez ist stabil. Ich bin zufrieden, EA Sports. Mahrez besser, glaube ich. Ja, ich glaube auch, dass Mahrez besser ist. 99 Ausdauer. Aber so ein Van Dijk wäre es gewesen. Oder Gomez. Gomez wäre noch besser, weil ich... Achso, kann ich ja gar nicht ziehen, lul. Ich glaube nämlich, Freunde, dass ganz oft Arnold morgen in Rot angezeigt wird und Robertson. Ich glaube, die beiden werden morgen öfter in Rot angezeigt. Und die werde ich auch safe nehmen. Dann will ich mir wirklich... Ihr könnt mir mal helfen, okay? Chat. Help me. Also, nochmal an alle. Ich glaube, dass ich morgen... Was krieg ich überhaupt für Rewards? Wie viele Picks bekomme ich? 5 Picks, maybe? Ich weiß es gar nicht. Boni anzeigen. Ich kriege ein 11er Tots Pack, 200k Picks und 4 Picks. Ich bekomme 4 Picks. Lol, okay. 4 Picks, das heißt. Im schlechtesten Fall, Chat, mache ich. Rullet ist scheiße, Digga. Niemals ist Rullet scheiße. Bau WL-Team, ja, möchte ich ja machen. Das Problem ist, ich weiß ganz schwer, wie viele Coins ich nur zur Verfügung habe. Guckt euch das an, okay? Im schlechtesten Fall mache ich Stand jetzt, glaube ich. Kann mir einer ausrechnen, wie viel ich mache? Einer aus dem Chat? Wie viel mache ich im schlechtesten Fall? Ich glaube, ich mache im schlechtesten Fall mit meinem Elber Tots Pack, glaube ich, 3,5 Millionen. Ich bin mir nicht genau sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Rullet ist nicht gut. Freunde, glaubt mir, Rullet ist eine Maschine. Glaubt mir. Vertraut mir einfach. Rullet und Vieira auf der 6 ist es. 4 Millionen. Der ist teurer als. Also wer ist denn teurer? De Bruyne oder Rullet? Es kommt halt, guck mal, wenn ich jetzt De Bruyne in Rot ziehe, dann kann ich schon mal komplett anders bauen. Naja, wahrscheinlich ziehe ich De Bruyne in Rot. 3,5, ne? Zwischen 3,5 und 4 Millionen, glaube ich auch. De Bruyne Chat kostet Stand jetzt. Boah, ich hätte so Bock auf den. Aber ich glaube, ich würde ihn auf der 10 spielen, ne? Ich würde ihn gar nicht auf der 6 spielen. Wo ist der Arsch? Hier. Ja, aber wie teuer ist De Bruyne? 5 Millionen kostet De Bruyne. Was redet ihr? Spenden lese ich vor, Freunde. Danke für die ganzen Follows. Kevin mit 2 Euro. Abgehoben, nicht mal Spenden vorgelesen. Lul. Doch, habe ich, Kevin.
Levi mit 2 Euro. Bro, öffnest du auch für andere? Ja, von anderen öffne ich auch gleich die Packs. Ich muss nur noch herausfinden, was ich baue für die nächste WL. Kevin nochmal mit 2 Euro. Ist Keins gut? Und wenn ja, wo soll ich ihn spielen? Keins ist eine absolute Maschine, mein Freund. Ich würde ihn, wenn ich du wäre, auf der 10 spielen. Keins, Freunde, Preis-Leistung 10 von 10. Der kostet nur 80.000 oder so. Niki mit 2 Euro. Bruder, besser YouTuber, feier dich. Kannst du Sani grüßen? Sani, ich grüße dich, mein Freund. 4 Millionen. Also, De Bruyne... Ja, natürlich ist De Bruyne Allrounder, lol. Aber wo soll man... Guck mal, ganz ehrlich, ich zeige euch jetzt mein Traumteam. Glaube ich, Stand jetzt. Und dann hier halt einfach, weiß ich nicht. Alisson. Alisson werde ich morgen in Rot ziehen. Ich wette mein linkes Ei drauf, dass ich morgen Alisson in Rot haben werde. Der wird so oft angezeigt. Das wäre es, Chat. Und dann würde ich 4-2-3-1 so hier spielen. So würde ich dann zocken. So schmacko, ey. Das würde so schmecken. Das wird kritisch mit den Coins, ja, wird's auch. Aber guck mal, ich will euch eins erklären. Wenn ich einen von denen in Rot ziehe und ein bisschen Glück im Elfer Inform Pack habe, dann kann ich mir das sogar kaufen. Ich muss Van Dijk oder De Bruyne in Rot ziehen. Werde ich aber safe nicht, ohne Sinn, dass ich mir da Hoffnung mache. Also, man macht sich immer Hoffnung, aber man wird so oder so keinen ziehen. Worauf ich auch Bock hätte, dann würde ich halt Hullet sparen, ist, aber den zu linken, dafür brauchst du, weiß ich nicht, das zu linken ist so gut wie unmöglich. Und zwar hier Phillips. Wie, Chat, linkt man bitte Phillips? Du hast noch Son? Nee, Son habe ich, habe ich noch Son? Lol. Ich habe noch Son. Oh, der ist wieder gestiegen. Ich habe noch Son. Nee, nicht mit White, Digga. Mit Ferdinand würde man das hinbekommen, ne? Ja. Aber Ferdinand zu dem Zeitpunkt... I really appreciate that, man. I really think so. Wie linkt man Phillips? Subs, zwei neue Subs. Ivan mit einem Sub und Armin mit einem Asso-Sub sogar. Herzlich willkommen in der Eli Army, mein Freund. White. 451 mit zwei Icons, lol, stimmt. Ah, stimmt. 451 mit zwei Icons, ja. Aber wer ist die zweite Icon? Das Ding ist, es kommt am Freitag spanische Liga wahrscheinlich raus und dann wird man so oder so schon wieder komplett anders bauen. Mares war gut, Digga, Mares war gut. Das funktioniert nicht mit zwei Icons. Ja, doch, mit Rullet würde es gehen, aber nee, das geht nicht. Naja, schon, aber... Da muss ich Rullet auf der 10 spielen, darauf habe ich auch keinen Bock. Ich glaube, Phillips, Freunde, auf der 6 ist ganz, ganz krank. Phillips auf der 6 ist es, glaube ich. Mit zwei Icons, wer ist aber die zweite Icon? Wer ist die zweite Icon? Ich brauche jemanden, die zweite Icon muss jemand sein, der 10er spielt. Ne, der Stürmer spielt. Eusebio eigentlich, ne? Aber voll teuer. Eusebe. Cruyff, Digga. Cruyff wäre geil, ja, Mann. Nee. Also Eusebe oder Cruyff? Wie teuer ist denn der hier? Oh mein Gott, was? 8 Millionen? Hilfe. Ich dachte, der wäre 5 Millionen oder so. Cruyff, ey. Cruyff wäre geil. Cruyff wäre richtig geil. Aber der spielt sich, glaube ich, wie so ein kleiner Schuljunge. Den kann man immer so wegschubsen und so. Was ist denn mit denen hier? Johann. 82 Ausdauer ist halt lost. Schusskraft 84 ist auch lost. Ich weiß nicht, ob der für die 10 reicht, Mann. Chat.
Pelé, Digga, bevor ich mir noch einmal Pelé hole, lass ich mir ins Gesicht spucken. 4,7 Millionen, ihr habt einen Rat ab. War die Tots? Na, ich brauche. Ah ja, doch, war die Tots würde gehen. Was hat er denn für Werte? Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das ist gar nicht mein Spielertyp, glaube ich, Jamie. 75 Fernschüsse, alles klar. Ich wette, sowas sieht man morgen oft in Rot. So ein Jamie Vardy wird man übertrieben oft in Rot ziehen. Butragueno, Nedved, Dalgish Baby, Cruyff, R10. Ah. Digga, wahrscheinlich kann ich mir Ronaldinho leisten. Aber Ronaldinho würde ich mir sogar holen. Weil als ob das sowas voll Überraschendes wäre. Ja, wahrscheinlich würdest du dir Ronaldinho holen, aber der kostet 10 Millionen oder so. Ich schwör's euch, aber jetzt mal 8 Millionen. Mit einem bisschen Packluck. Ohne Witz, Freunde. Wenn du morgen ein bisschen Packluck im Elva Inform Pack hast, dann kannst du dir das leisten. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Dann holst du dir hier nicht Van Dijk, sondern irgendwas anderes und dann kannst du es dir theoretisch leisten. Weil ich wette, du ziehst Robertson und Dings dann rot. Da bin ich mir so krass sicher, dass ich die morgen in Rot ziehe. Van Dijk würde ich mir safe holen. Van Dijk würde ich mir 100% holen. Nedved, Rashford, Stoikov. Ich habe von ganz vielen gehört, dass ich mache halt gerade diese Filme für Philips, ne? Aber der soll halt richtig böse sein. Philips soll richtig böse sein. Philips und Vieira auf der 6 würde auch gut passen. Schusskraft 99, Abschluss 85, das funktioniert. Kurzer Pass 99, langer Pass 99. Das ist so gut, Freunde. Und hier dann, ich brauche einen Zehner. Ich brauche einen Zehner oder ein. Also Richarlison spielt bei mir auf der 10. Ich brauche einen Stürmer am besten. Wie teuer ist denn R9? Eigentlich Eusebio, ne? Ronaldinho Baby 900k, ja, aber das ist doch nicht so gut. Euse kostet. Der ist immer noch so teuer, Mann. Ich war übertrieben. Also, Freunde, Eusebio, absolute Maschine. Ich sage euch so, wie es ist. Aber der kostet so viel. Und dann habe ich wieder nur einen 5-Sterne-Skiller da vorne. Oha, der ist günstiger geworden. 4 Millionen. Eusebel. Alter, der kostet nur noch 3 Millionen, Chat. Eusebio kostet nur noch 3 Millionen. Aber Tots kann ich nicht machen. Nedved, nee, glaub mir, da ist er hier besser. Eusebio im Sturm, das geht kaum besser. Richie Sturm, KDB 10. Geht ja nicht, wegen Philips. Ich muss ja Philips linken. Ich muss ja Philips linken. Ich brauche hier eine Ikone oder einen Engländer. Maris auf den Außen ist eine Bank, glaube ich. Der soll auch richtig krass sein. Philippe Anderson ist auch. Ich glaube, Son werde ich verkaufen. Gehe ich mal stark davon aus. Außer ich habe halt. Ey, das ist so schwer. Ich schwör's euch, diese ganzen Karten. Dalgisch. Dalgisch, Chat? Guck mal, wenn ich aber schon die Coins habe. Also ich hole mir 100%ig Van Dijk. Wie teuer ist Van Dijk? 99er Van Dijk kostet. Tots ist, glaube ich, ein bisschen günstiger als der. 3 Millionen. Habe ich nicht noch Mukiele? Ich glaube, ich habe noch Mukiele irgendwo. Lol, ich habe noch Mukiele. Ich habe noch ein paar Coins, Mann. Guck mal, wenn ich die beiden verkaufe, habe ich 2,5 Millionen. Mehr. Rashford 5,5. R9 wäre halt da witzig, ne? R9 würde ich auch, auf den hätte ich auch mal wieder Bock, ey. Auf den dicken. Aber der ist zu teuer. Dann hätte ich 2 5-Sterne-Skiller vorne. 6 Millionen, ey. Das ist zu viel. R9 ist zu viel. Spenden lese ich gleich vor. Danke für die ganzen Follows. Danke auch für 13.000 Zuschauer. Spiel Gavinho Tots. Ihr habt es nicht verstanden, Freunde, dass ich hier
Ich hätte auch Bock auf De Bruyne, ey. Ich stelle kurz mal die Spenden vor. Malte mit 1 Euro. Hello, my friend. Tonali und Zambrotta als Kombination oder Philips Toll. Nee, Digga. Tonali und Zambrotta ist momentan viel zu schlecht. Nico mit 2 Euro. KK Prime. Moments, du Eierkopf. Nee. KK auch nicht so. Raffaello mit 1 Euro. War dein Gegner an der WL? Southampton. Schönen Stream noch. Ehre, Southampton. Maskui mit einem Sub. Raffaello wieder mit 1 Euro. War dein Gegner? Achso, dankeschön. Amit Hellmann mit einem Sub und Ivan Simo mit einem Sub. Danke an die ganzen Follows, Freunde. Lasst gerne alle ein Like auf den Stream da. Maskut mit 10 Euro hat Prime Moments aus Silvio gezogen. Verkaufen oder behalten? Ich würde den behalten. Prime Moments aus Silvio, Digga? Was ist denn das für eine komische Frage? Das ist wahrscheinlich die beste Karte im Spiel. Also, ich sage euch ehrlich, ganz real talk jetzt. Diese Spieler hier, Richarlison auf der 10. Guckt euch die Statistik mit Richarlison an, was ich diese WM mit denen angestellt habe. Er war so gut, Digga. Richarlison war so krass. Aber ich glaube, irgendwann, Freunde, werden noch bessere Karten kommen. Guck mal, ich wette mit euch, das hier wäre auch, boah, De Bruyne auf der 10. 99 Schusskraft, 99 Fernschüsse, 92 Abschluss. Aber er schießt so oder so nicht von außen. Von daher ist es so oder so scheißegal. Richarlison, guck mal, Richarlison auf der 10, Eusebio im Sturm, Phillips und Vieira auf der 6, Mahrez außen, Philippe Anderson außen und diese Abwehr ist die beste Abwehr im ganzen Game. Also egal was passiert, ich werde mir diese Abwehr holen und offensiv muss ich dann gucken. Wenn die Coins nicht reichen, werde ich höchstwahrscheinlich hier Dalge schon, aber die werden safe reichen, glaube ich, die Coins. Guck mal, ich bin frech, ich sage, ich ziehe Arnold und Robertson morgen in Rot. Das ist schon nicht mal, das wäre nicht mal so gut, die beiden in Rot, also von den Picks her. Van Dijk zahle ich 3 Millionen. Ich gehe davon aus, ich mache morgen 5 Millionen mit meinem Pack. 6 sogar, nee, 5. Okay, 5 Millionen. 5 Millionen mache ich mit meinem Pack. Wenn ich ihn hole, habe ich noch 2 Millionen. Wenn ich Son verkaufe und ihn hier, habe ich 4 Millionen. Er kostet 3 und er kostet 1. Ich wette mit euch, ich kann das Team leisten. Das wäre geil, Digga. Van Dijk kostet 2,5 sogar. Oh, 2,5 nur? Lul. Okay, Freunde, wisst ihr was? Wir machen mal ein paar Packs von euch auf. Ladet mich ein, EliasN97, und wir wissen, was ihr so zieht. Und ihr müsst die Party so nennen, wie ihr abgeschlossen habt. Nachher wird es noch ein Gewinnspiel geben. Oder wir machen das sogar jetzt, das Gewinnspiel. Währenddessen machen wir hier ein paar Packs auf. Vielleicht gehen wir nachher nochmal aufs Team ein. Ich bleib länger online heute, Freunde. Oh, jetzt sind es schon wieder zu viele Einladungen. Meine Fresse. Warte mal, Nightbot. Falls der Stream offline geht, ihr wisst, kurz refreshen den Stream. Hashtag Lost in den Chat, Freunde. Like auf den Stream da lassen, YouTube-Kanal abonnieren und mir auf Instagram folgen. Auf Insta EliasN97, dann seid ihr in der Auslosung dabei. Perfekt. Morgen, Freunde, morgen wird ein ganz, ganz legendärer Stream. Morgen wird es, glaube ich, der krasseste Stream überhaupt. Siebenmal haben wir die Top 100 Rewards, inklusive meine Top 100 Rewards. Inklusive meine Top 100 Rewards. Da werden morgen so viele Coins gemacht. Hilfe! Freunde, man kann so viel Coins morgen machen. Alleine die Player Picks. Also, man kann keine saudi-arabischen Spieler morgen ziehen, das geht nicht. Also, nur in den Picks, nicht in den Dreier-Packs oder in den Elfer. Auf jeden Fall war das letzte Woche so. Und letztes Jahr war es auch so. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass es diese Woche auch wieder so sein wird. Also, Freunde, Gewinnspiel am Start. Ihr könnt eine PSN oder Xbox-Card gewinnen. Einfach Hashtag Lost in den Chat, YouTube-Kanal abonnieren und mir auf Instagram folgen. Währenddessen machen wir ein paar Packs auf. Einfach EliasN97 einladen. Also wir machen diese Tots-Packs auf, für die, die es nicht mitbekommen haben. Es gibt ein Pack, da kriegst du einen garantierten Tots-Spieler aus der Premier League. Ich habe da gerade Mahrez gezogen. Sogar stabil. Mahrez ist stabil. Besser als Arnold oder so. Ich habe Rashford gezogen. Ja, Digga, Rashford ist auch geil. Rashford ist auch Bombe. Mich fuckt es immer ab, dass wenn so viele Leute einladen, das immer so rumspackt und dann, ja perfekt, so wir sind drin. Dann mach mal dein Pack auf, mein Freund, lass knacken, aber nicht alle 16 Packs.
Übrigens, kleiner Trick 17, Tipp von mir, macht morgen eure 100 K-Packs auch auf und wartet nicht bis Freitag, weil Freitag, es wird kein besseres Team of the Season mehr kommen als die Premier League. Digga, die ganzen Spenden, Alter. Eldon mit 5 Euro bekomme ich bei einem Gold 3 Picks Saudi-Spieler, ja. In den roten Picks, Freunde, da bekommt ihr die saudi-arabischen Spieler. Nur in den 3er und 11er Inform-Packs bekommt, also Tots-Packs bekommt ihr die nicht. Lukas mit 1 Euro, würde De Bruyne auf der 6 spielen, ist zu unbeweglich auf der 10. Ja, aber De Bruyne auf der 6, Digga, 6 Millionen ist so krass teuer, 6 Millionen, 4 Millionen für einen 6er, es tut so weh. Markus mit 2 Euro, wie würdest du Sydney und John beschreiben? Beide sind komplett hängen geblieben. Laure mit einem Follow, kein Plan, Döner mit einem Follow. Warte mal, jetzt geht's ja erstmal mit dem Pack los, Freunde. England? Theo, oh Gott. Ja, das ist halt das ist das Schlechteste, was ihr ziehen könnt. Henderson Torwart, Freunde. Henderson Torwart ist das Schlechteste, was ihr ziehen könnt. Boah, das tut weh. Das tut natürlich wirklich weh, ey. Das ist das aber behalt ihn nicht abstoßen, weil nächste Woche wird es wieder so ein Tots-Pack geben und man muss bestimmt jetzt immer die Tots abgeben dafür. Deswegen behaltet das Ding. Nee, ich mach DC habe ich nicht mit Zit unter der Woche, weil dann kann ich nicht mit dem Chat, ich kann nicht jedes Mal DC mit ihm. Also ich bin immer Donnerstag und Mittwoch alleine, weil sonst, Digga, kann ich nicht so auf den Chat eingehen, das ist ein bisschen lost. Soll ja auch ein bisschen was Besonderes bleiben, in der Weekend League können wir das immer gerne machen. Ist gerade ein Gewinnspiel am Start. Premier League Tots. Wenn ihr wollt, Freunde, ladet mich ein. Machen wir das auf. Und falls der Stream offline geht, dieses verkackte, mein verkackter Drecks-PC kriegt es nicht gebacken. Was für rote Picks und arabische Spieler? Na, doch, ist wirklich so. Diese Woche konntest du auch Community und zweite englische Liga oder was ist da war ziehen. Das ist immer so. In den Picks kannst du immer auch. Ihr werdet es ja morgen sehen. Aber soll ich euch was sagen, Freunde? Es werden so, also die arabischen Spieler oder was da released wurde, ist nicht mal schlecht. Da kann man so krasse Spieler auch teilweise ziehen. Hashtag Lost, Freunde, YouTube-Kanal von mir abonnieren und meinen Instagram-Kanal abonnieren. Ihr bekommt den Code über Instagram. Es geht mir immer so auf die Klöten, das immer 40 Mal zu wiederholen, aber ich muss, Digga. Weil da immer neue Leute reinkommen. Hier kommen wir nicht rein. Avocado Ali. Avocado Ali, Digga. Avocado. Oh, es geht wieder. Morgen um 11 Uhr geht der Stream online. Morgen 11 Uhr. Wir warten noch 2-3 Minuten mit dem Gewinnspiel. Dann lösen wir auf. Könnt eine PSN oder Xbox-Karte gewinnen. Die ausgewählte Party existiert nicht mehr. Ehre. Achso, ich bin drin. Ja. Lul. Ich muss hier gleich mal ein Fenster aufmachen. Hier sind schon wieder 45 Grad drin bei mir. Ohne Witz, Freunde, irgendwann werde ich mir eine Wohnung holen. Da werde ich mir so ein geiles Gaming-Zimmer ballern. Richarlison gezogen. Freunde, Richarlison, dann könnt ihr euch da 40 Jahre drauf einwirken. Das ist das Beste, was ihr ziehen könnt, gefühlt. Ich meine es wirklich, wirklich ernst. Wie Richarlison am Wochenende gespielt hat, das war die beste Karte, die ich je gespielt habe in FIFA 20. Vielleicht lag es daran, dass ich immer Glück hatte mit dem Gameplay. Aber ich fand wirklich, die Karte war so gut, ey. So eine krasse Kaufempfehlung von mir. Hilfe. Warte ganz kurz mit dem Pack. Ich mache hier kurz ein Fenster auf, ey. Ist so warm hier drin, ne? Perfekt. Was machst du auf, Freunde? Es gibt diese, ach, Digga, ich brauch's dir lange nicht mehr sagen. Es gibt diese scheiß garantierten Premier League Packs. Da kann man jetzt einen Van Dijk rausziehen, wie ihr jetzt sehen werdet. Ich hab Maris gezogen. 1 Million Coins gespart. Den wollte ich mir so oder so holen. Maris oder San Maximinin. Nur nicht England. Ja. Henderson. Der hat gute Werte, aber
keine Ahnung, ist voll schwer zu sagen, wie der sich spielen lässt. Henderson ist schwer, Freunde. Henderson ist gar nicht so easy. Guck mal, der hat zwar, das ist es nämlich, der hat 80 Beweglichkeit und 81 Balance. Und mit wem habe ich denn drüber geredet, Digga? Irgendein Profi meinte, dass er sich scheiße spielen lässt. Der hat halt geile Ingame-Stats und so, aber dieses 80 Beweglichkeit, Freunde, das ist es nicht. 9-inch Ausdauer, der kann bestimmt, ja, keine Ahnung. Also ich würde mich nicht so freuen, sage ich euch early. Sage ich euch early. Wir machen aber weiter, Spenden lese ich gleich vor. Ey, das ist zu viel, Mann, hier. Mein Gott. Niklas mit 1 Euro, wie heißen die LEDs im Hintergrund? Das sind Nano-Leaves, die heißen Nano-Leaves. Nico mit 2 Euro, Klopapier, Ehre. Dakuna mit 2 Euro, was sagst du zu Kalu-Aktion? Freunde, egal alles, was ich dazu sage, das war dumm von ihm, Punkt. Noah Mushegera mit 1 Euro, war komplett lost von ihm. Ja, habe ich vorgelesen. Nico Heinrich mit 10 Euro. Servus, wollte mal fragen, ob du den Meckel Cup kennst. Kannst du uns grüßen, Fabian und Nico? Fabian und Nico, ich grüße euch beide. Nee, ich kenne den Cup nicht. Meckel Cup, was ist das? FIFA King, wir losen mal das Gewinnspiel aus, Freunde. Ich will mal ein bisschen wieder meinen Chat sehen, lul. Oh oh. Irgendwie habe ich das Gefühl, hä? Okay, alle jetzt eine Minute, habt ihr Zeit, Freunde, nochmal alle reinschreiben, das hat die gerade rumgebackt. Eine Minute, wir lösen auf in einer Minute. Hashtag lost in den Chat. Ich muss das neu laden, lol. Hashtag lost in den Chat, Like auf den Stream da lassen, YouTube-Kanal abonnieren und mir auf Instagram folgen. Eine Minute, danach möchte ich wieder den Chat sehen. Mein Gott, ich bekomme diese ganzen Codes von VGO, um die eigentlich für Content zu benutzen, fürs Pack-Opening. Aber da ich nichts mehr in das Spiel stecke... Du hast aber 2000 FIFA-Points. Habe ich aufgeladen wegen dem Food Draft, ihr Arschgesichter. Mein Gott, letzte Woche. Deswegen verlose ich meine ganzen Codes. Deswegen gibt es so oft Gewinnspiele bei mir. Ich bin noch nicht mal annähernd fertig mit meinen Gewinnspielen. Das ist so krass. Ich könnte jeden Stream 3-4 Gewinnspiele machen. Das würde nicht mal... Ja, perfekt. Genau so habe ich es gut erklärt, auf jeden Fall. So, eine Minute ist vorbei, Freunde. 10, 9, 8... Noch nicht aufmachen, mein Freund. Man sieht den Pack noch nicht. Nicht aufmachen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gewonnen hat Chris XD. Chris XD, danke für dein... ja, wahrscheinlich danke, Digga. Schreib deinen Instagram-Namen in den Chat. Chris XD, Insta-Namen in den Chat reinschreiben. Ich kontaktiere dich nach dem Stream. Du hast 1,5 Minuten Zeit. 1,5 Minuten. So, und jetzt machen wir hier das nächste Pack auf. Gewinnspiel zu Ende, Freunde. Premier League, Digga. Da gibt es so gute Sachen, die man ziehen kann. Van Dijk, De Bruyne, selbst so ein Vardy, Aubameyang, Son, Aguero. Das sind so krasse Karten, Digga. Hilfe, das wird so krass morgen. Ich bin so gespannt, was die meisten Leute morgen ziehen werden. Auch so, Freunde, die Goldspieler unter euch. Ihr müsstet so gehypt sein. Ihr könnt da morgen abreißen in diesem Pack, in diesen Picks, ne? Was man morgen alles ziehen kann, sowas habe ich noch nicht gesehen. So ein krasses Premier League Team gab es noch nie. Ich sage euch so, wie es ist. Bis jetzt haben wir 3 von diesen Packs aufgemacht. Alle waren Schmutz. Obwohl, meins war gut, Mahrez. Mahrez, Henderson und Henderson. Der Torwart und der ZM. Nicht England, alles außer England. Jamie Vardy. Ach so. Jamie Vardy mal kurz geschenkt bekommen, ist stark, Digga. Konstanter Gold 3 Spieler. Glaub mir, das wird gut. Das ist richtig gut. Hab Gold 3, bin der Glücklichste. Ja, Elite, das ist natürlich noch. Wenn man in Elite kommt, ist stark. Gewinnspiel ist zu Ende, Freunde. Nachher machen wir wahrscheinlich noch eins. Danke für 14.000 Zuschauer. Vardy schmeckt. Vardy schmeckt, Digga. Oder, Chat? Überleg, ohne Witz, macht das Pack. Es ist nicht teuer. Also man hat so viel Müll rumliegen im Verein. Man bezahlt höchstwahrscheinlich, keine Ahnung, 40, 50, 60, 70k oder so. Ich habe gerade jede Zahl auf der ganzen Welt gesagt. Aber
Macht das, das ist wirklich eine Empfehlung, weil vor allen Dingen, selbst wenn ihr hier Schmutz zieht, ihr könnt diesen Schmutzspieler eintauschen nächste Woche. Das wird es jeden Mittwoch, glaube ich, jetzt geben, dieses Pack. 99 Abschluss, Digga, diese Farben, die, davon kriege ich Kopfschmerzen. Ausdauer 94. Beweglichkeit 90, Balance 94. Ich bin gespannt, wie der, also ich kann mir vorstellen, dass er sehr gut ist, aber ist halt nicht so mein Spielertyp, Digga. Ist nicht so mein Spielertyp, aber wir machen weiter. Wir machen weiter. Nachher mache ich noch ein anderes Team, da könnt ihr mir mal komplett helfen. Ich habe ungefähr so 11 Millionen zur Verfügung, schätze ich mal. Obwohl mehr, Digga. 15 Millionen jetzt. Oh, das Pack wird morgen so schmecken. Das Pack wird so schmecken morgen, Hilfe. Pierre mit einem Sub. Dankeschön für deinen Sub. Spende nichts Neues reinkommen. Avocado Ali hat einen Sub da. Er hat einen Follow da gelassen. Avocado Ali, Ehrenmann. Jeder, der gestern im Twitch-Stream dabei war, weiß, was Avocado Ali für ein Ehrenmann ist. Entschuldigen, Uli, könnten Sie mir bitte eventuell eure Nippel zeigen? Yes, I can, you can, I can. When you want, I can do this. Nico mit 3 Euro ist unter der Top 10 in Deutschland Fußballturnier. Kannst gerne mal Google nachschauen und Mecke Cup. Kenne ich nicht, mein Freund, aber danke für die Info. Johann, weiter mit einem Sub. Dankeschön, Johann, für deinen Sub. Weiter geht's hier mit den Packs, Freunde. Versprecher, Ausrufezeichen, Versprecher, da seht ihr, wie oft ich mich versprochen habe. Erzählt mal wieder nachher eine Story. Ja, wird nachher, Freunde, nachher kommt wieder Real Talk auch. Ganz entspannt, der Stream hat gerade erst angefangen. Perfekt. Ich mache mal hier weg, Freunde, weil ich habe, damit, falls hier irgendjemand mich verarschen will und in Fortnite drin ist und dann irgendwie 90s Flex. Deswegen gehe ich immer nicht hier rein. You understand? Habe ich gewonnen, nee. Der Gewinner hat reingeschrieben. Chris. Wie geht's, Blueface? Blueface geht's gut, Digga. Blueface geht's sehr gut. Skip Meister mit einem Sub. Herzlich willkommen in der Illy Army. 10.000 Likes. Haben wir schon 10.000 Likes, Digga? Nach einer Stunde 10.000 Likes. Und da, sind wir doch gerade aus. I really appreciate it. Ne, wir haben 9.500. Und da, sind wir doch gerade aus. Entschuldigen Sie, haben Sie schon Wapschischi? Tut mir leid, wenn ich glotze. Schöne Königsberger Klöpse. Hey, was geht? Haben Sie Hacksteak oder Chili con Carne? Hey, ich will eine Hackfahne. Hier im Blanke Nilse. Wer kennt das Lied? Eins in den Chat. That, man. I really think so. Eins in den Chat, wenn ihr das Lied kennt. Digga, die ganzen Subs, was geht hier ab, Mann? Skippo-Meister mit einem Sub. Ich habe heute Skippo gespielt. Varak mit einem Sub. Dankeschön für die Subs, Freunde. Und Pierre mit einem VIP-Sub sogar gewesen. Tut mir leid, wenn ich glotze. Schöne Königsberger Klöpse. Falls der Stream kurz offline geht, einfach refreshen. Mein PC ist lost. Ich bekomme nächste Woche einen neuen. Da jetzt hier mehrere am Start, ich kann euch sogar zeigen, was ich für einen PC bekomme. Für die neuen nochmal unter euch. Weil ich habe gar keine Ahnung von PCs. Die meisten haben geschrieben, dass der übertrieben gut ist, der PC. Aber so vom Prozessor und weiß ich nicht was, habe ich halt gar keine Ahnung. I really appreciate that, man. I really think so. Den bekomme ich Ende der Woche hier. Perfekt. Da sieht halt, ich feiere das, dass der so cool aussieht. Die sieht aus wie bei diesen ganz großen Streamern. Million Eraser 870057 Intel Core i9-9900K Windows 10 Home RTX 2008 Super 1 TV perfekt. Den bekomme ich gesponsert, Freunde, Ehrenmänner. Die haben, also ich habe bei meiner Agentur gesagt, dass ich Probleme habe mit dem Stream. Und die haben sich dann drum gekümmert. Und Medion, die Ehrenmänner, schicken mir den jetzt Ende der Woche. Das hat nicht mal eine Woche gedauert. Ja, perfekt. Ich kenne mich halt gar nicht aus mit Prozessor, aber wenn dann jetzt immer noch mein Stream immer abkackt, dann liegt es an meiner Internetverbindung. Dann liegt es an meiner Internetverbindung. Dann sehen wir den Eierkopf auch endlich ordentlich. Ja, ich habe nämlich auch eine richtige Cam, Digga. Ich habe eine gute Cam seit 2 Wochen, kann ich aber nicht anschließen, weil mein PC zu schlecht ist. Sony 6400 mit auch einem starken Objektiv anscheinend. Ich kenne mich mit sowas halt null aus. Zeig mir dein Team gleich. Wir machen hier noch ein paar Packs auf. Ich finde es interessant. Ihr, denke ich auch, was man da so zieht. Also ich empfehle jeden von euch, die Packs aufzumachen. Oder zu machen einfach. Da gibt es nichts Negatives. Florian mit einem Sub. Digga, Max mit einem Sub.
get on my level mit einem VIP-Sub. Dankeschön für den VIP-Sub. Zeig mal deine Seiten. Und da, Timaru Kana. Auf Käuf hätte ich auch Bock wieder, muss ich sagen. Aber ich hätte nur Bock auf den Optimus Prime abgehoben. Auf abgehobener Basis. Hätte ich wirklich nur Bock auf den Optimus Prime. Video mit Erne war geil. Ja, das hat. Mit Erne, Freunde, macht's immer Bock aufzunehmen. Habt ihr das Video schon mit Erne geguckt? Lasst da mal Support da, Digga. Er hat einen Gold-Bundesliga-Booster. Alles klar, ich weiß nicht mal, was das für ein Pack ist und das Premier League-Ding. Alles. England, Digga, Holland wäre so lecker. Holland oder koreanisch oder weiß ich nicht, Digga, Brasilien, maybe? You can. Maybe? Not England? Yes, England. Not EV? Oh, Vardy again. Vardy, aber ich glaube, das ist gar nicht so krass, Vardy, Digga. Antworte mal. Digga, das ist nicht so einfach für mich alles zu lesen, selbst bei den VIPs. Mies gut, ja, vorhin wurde Vardy auch gezogen. 800k schmeckt natürlich. 800 oder 900k, wie teuer der halt ist, schmeckt auf jeden Fall. Lorian, Musa, beide mit einem Follow. Daniel Weber mit 2 Euro, hasse Skippo. Freundin will das immer. Ja, meine auch. Ich habe heute sogar mit ihr gespielt. Skippo, Digga, und hier. Backgammon. Timbo, der Bimbo mit 1 Euro, haben 60k für das Pack gezahlt und Alisson bekommen. Lul, win or lose. Na, ja, geht, Digga, für 60k, da ist es nicht so schlimm. Außerdem, falls sich Alisson wird höchstwahrscheinlich mit der beste Torwart im Spiel sein. Und wenn es dich so krass stört, dann kannst du halt, der Turmspringer, Lul. Dann kannst du halt, den wieder abgeben nächste Woche. Jede Woche wird es halt jetzt sowas geben. BVK mit einem Follow, Berkan. Luki, Jamal, Manuel, Marco, Erik, alle mit einem Follow auf den YouTube-Kanal. Danke für den Support, Freunde. Wir haben 211.000 Follower. Nico Heinrich mit 2 Euro, das Turnier macht mein Vater. Wäre nice, wenn du das im Stream anguckst. Schön mit T-Shirt zu gucken. Nee, Digga, das mache ich nicht. Lollipop mit einem Follow. Dankeschön, Lollipop. Kannst du mir 150k geben, ja? Weil du so nett fragst. Entschuldigen Sie. Oh. Brentian Berisha mit 20 Euro per VGO. Grüß bitte Dardo Milano. Mach bitte weiter so aus der Schweiz. Grüße aus der Schweiz. Dankeschön. Dardi Lonano, ich grüße dich. Freunde, Ausrufezeichen VGO. Da könnt ihr, falls ihr euch PSN-Karten kaufen wollt. Ich, guck mal, ich bin der schlechteste Partner der Welt eigentlich. Ich empfehle euch keine, nicht mehr in das Spiel reinzustecken. Sage ich euch ehrlich, ich verkaufe mich auch für niemanden. Ich empfehle niemandem mehr, in das Spiel zu stecken, weil das Spiel einfach schlecht ist. Aber falls ihr euch VGO-Karten kaufen oder PSN-Karten kaufen wollt, dann macht es mit meinem Code, ELIKAPPA, dann unterstützt ihr mich damit, extrem sogar. Also falls ihr euch PSN-Karten kaufen wollt, benutzt mein Code, ELIKAPPA, ehrenhaft. Bei VGO halt. Was hat Koray der Knecht geschrieben? Wie heißt deine Frisur, Fasson? I really appreciate that, man. Really Baba Partner, die sind wirklich geil. Also, VGO, voll entspannt, Freunde. Der Chef von, also was heißt der CEO, der halt es da leitet oder der halt für uns zuständig ist, sitzt. Zeig mal das Team. Ich kann euch kurz das Team zeigen, was ich mir bauen will. Danach machen wir kurz weiter, 1-2 Minuten. Die sind richtig entspannt drauf. Hey, ich muss hier ein bisschen hochschrauben. Das ist ein Road to Glory? Das ist ein Road to Glory Account, ja. Er geht... Was? Er geht auf mich, Amka, hat nicht mal was getan. Was hast du geschrieben, du Knecht? Hast du schon das Pack gemacht? Ich habe Mares gezogen. Mares ist, glaube ich, bis jetzt der Beste. Ja, Freunde, das ist für mich... Guck mal, ich habe momentan Tots Son. Ich verkaufe den hundertprozentig. Die Frage ist, wann ist er am teuersten? Soll ich den jetzt verkaufen? Oder wann? Ich glaube nämlich, der wird morgen Abend teurer, wenn alle halt sich... Das war mit Gomez genauso, Digga.
Gomez wurde so teuer, weil sich alle den Typen für die Weekend League geholt haben. Jetzt habe ich vergessen, was ich gefragt habe. Morgen. Donnerstagabend. Morgen, ne? Morgen ist besser. Nach den Rewards. Ja, ja. Oder Freitag, Digga. Stimmt, Freitag. Freitag wird der am teuersten sein. Aber ich brauche halt die Coins vorher schon. Lol. Der hat heute Morgen... Ne, gestern, Freunde, hat der 1,5 gekostet. Guck, der kostet jetzt... Son kostet jetzt... 1,9 oder so wieder. Ist krass, wie das immer hochgeht. 1,8. 1,8 ist auch schon... Ich habe den für 2,1 geholt und dachte, ich hätte den Move des Jahrtausends gemacht. Son war richtig gut. Also war ich habe ein bisschen mehr erhofft, aber er war letztendlich war er sehr gut, muss man sagen. Ich habe irgendwie in der Pisse, dass ich den morgen in Rot ziehe. Ich ziehe ganze Tots morgen. Ich sag zu jedem, ich ziehe den in Rot. Ey, so ein Van Dijk in Rot wäre so geil. I really appreciate that, so ein man. Van Dijk. Also, wenn ich keinen von der Abwehrreihe in Rot bekomme, dann zeige ich die an. Dann zeige ich die an. Ronaldinho wäre so geil. Ronaldinho wäre so schmacko, aber das ist zu teuer. Hätte ich richtig Bock auf Ronaldinho. Ronaldinho hätte ich richtig Bock, Chat. Robertson Rot wäre gut, ja. Ich glaube, die bekommst du safe. Also Real Talk, Chat. Bei den roten Picks morgen wäre das nicht mal so gut, wenn du Robertson und Arnold bekommst. Die sind halt gut spielbar, aber die sind nicht so krass halt. Da wäre so ein Aubameyang oder so. Das würde halt klatschen. So ein Aubameyang. Philips will ich unbedingt eine Weekend League spielen, weil alle von denen schwärmen. Den kannst du aber halt nur linken mit den englischen IV da, aber auf den habe ich keinen Bock. Und wenn du das nicht machst, dann halt mit einer zweiten Ikone oder halt Vardy Tots, aber Vardy Tots habe ich auch nicht so viel Lust. Deswegen ist hier gerade Ronaldinho, Cruyff und Eusebio die Reiter. Aber Cruyff ist auch so teuer. Ich würde mir halt nur den hier holen. Nur den Optimus. Wegen der Ausdauer. Der hat halt 86 Ausdauer. Der andere hat 82 Ausdauer. Das ist lost. Schusskraft 90. Der andere hat Schusskraft 84. Der ist so viel, Freunde, der ist so viel besser als der andere. Dalgisch, ja. Dalgisch wäre auch eine Option, klar. Dalgisch wäre natürlich auch eine Option. Wobei, da ist Eusebio safe besser als Dalgisch. Also, oder, ey, man spart, Freunde, soll ich euch mal das Beispiel geben, wenn ich morgen Van Dijk in Rot ziehe, okay, real talk jetzt, wenn ich morgen Van Dijk in Rot ziehe, dann spare ich einfach mal fast 3 Millionen und wenn ich Son verkaufe und Mukiele verkaufe, Mukiele habe ich auch, habe ich nämlich 2 Millionen, so, und ich mache, glaube ich, so 5 Millionen morgen mit diesem 11er Inform Pack, wenn ich nicht mal so viel Glück habe. Wenn ich 5 Millionen wäre, okay. Wenn ich Glück habe, mache ich 7 Millionen oder so. Und dann kannst du dir, Digga, dann habe ich 9 Millionen zur Verfügung für zwei Positionen. 9 Millionen. Da kannst du dir auch R9 oder so, also R9, wie teuer ist ein R9 Prime? Das kann, so ein Kaliber kann man sich dann holen. Das ist heftig. Matheus Pereira, ja, Digga, wahrscheinlich kaufe ich den. Glaube ich aber nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich den morgen ziehe, aber trotzdem. Einfach mal wirr gedacht. Wirr gedacht. Boah, Digga, den im Sturm. Das wäre so ein Schmacko-Team. Worauf ich auch Bock hätte, aber da hatet mich irgendwie der Chat, aber das ist auch ein bisschen teuer. Aber ich glaube auch, Philips ist es halt wert, Schuss, Preis-Leistung, ist glaube ich Philipp. Ich hätte auch Bock, Freunde, Hullet ist ein Game-Changer vom Allerfeinsten, glaubt mir. Wenn du Hullet und Vieira auf der 6 hast, ist es die halbe Miete, aber das ist halt sehr teuer und der kostet halt 4 Millionen. Dann kannst du halt anders bauen, dann könntest du hier theoretisch, weiß ich nicht. Ja, aber weird, also mein Gedanke, wovon ich sehr stark ausgehe, ist, dass wir so hier bauen werden. Oh, wie teuer ist dieser Eusebio?
Eusebio kannst du halt, der kann auch durchspielen. Eusebio ist die Karte, Digga, auf die kann man sich immer verlassen. 5 Millionen, Alter, wow. Aber es ist krass, wie günstig die alle geworden sind. Guck mal, der Eusebio, ich fand den so gut, diesen Eusebio. Der kostet 3 Millionen nur noch. Ich habe da kaum Unterschied gespürt zu den anderen. Ich denke, wir werden so hier spielen. Da bin ich mir relativ sicher sogar. 90%, also rein von den Coins auch. Er kostet 3 Millionen, er kostet 4 Millionen. Die beiden werde ich in Rot ziehen auf abgehoben. Er kostet 1 Million, das heißt 4, 8, 8 Millionen. Ich habe hier 2 Millionen. Ich muss morgen aus dem Pack 6 Millionen machen. Und ich glaube, das kriege ich sogar gebacken. Ich glaube, 6 Millionen kriege ich hin. Schlecht, wenn du die 11 schlechtesten Spieler ziehst, Freunde, die 11 schlechtesten, dann machst du 4 Millionen. Die 11 günstig oder 3,7 oder so. I really appreciate wenn du, that, wenn du nur so, wenn du so einen Aubameyang drin hast, dann machst du schon mal 5 Millionen. Und wenn du einen Aubameyang und einen Son drin hast, machst du 7 Millionen. Wisst ihr? Also Aubameyang und Son und die 9 schlechtesten, machst du einfach mal 6,5 Millionen oder so. Das ist unglaublich. Doch, das ist wirklich so. Ich schwör's euch, das ist so. Guckt nach, wie teuer die alle sind. Du ziehst Saudi-Arabien. Nein, Freunde, die zieht man nicht in dem Elfer-Packs. Also, es war letztes Jahr so. Letztes Jahr war es so und letzte Woche war es auch nicht so. Deswegen gehst du zu 95% ziehst du die morgen auch nicht. Philips im Sturm. Ja, wahrscheinlich spiele ich Philips im Sturm, Digga. Ingame spiele ich so hier. Philips im Sturm. Ingame werde ich so hier spielen. Philippe Andersson, so ein stabiler Außenspieler. Ich glaube, Maris macht es auch. Was mich halt stört, ist, dass ich nur einen 5-Sterne-Skill da vorne habe. Das ist halt ein bisschen bitter. Aber ich meine, das habe ich ja diese WL auch hinbekommen. Aber es macht nicht so viel Spaß auf jeden Fall. Aber hier, das wäre schon geil, Mann. Das Team wäre so krass. Das wäre so krass. Das ist voll krass, dass wir da so überlegen können, dass wir. Ich weiß noch vor 2 Wochen, was wir uns für Team bauen mussten. 2 5-Sterne-Skiller, wen denn noch? Nö. Nur ihn hier. Maris hat 5 Sterne. Gescheitzen hat 4. Philippe Andersson hat 4. Eusebio hat 4. Vorne habe ich nur einen. Das ist die beste Abwehr im Spiel. Ich lege da meine beiden Klöten für ins Feuer. Das ist die beste Abwehr im Spiel. Spenden lese ich vor. Hübi TV mit einem Euro. Femi Du China mit einem Sub. Dankeschön für den Sub. Paul Gründer mit einem Sub. Hübi TV mit 2 Euro mal wieder eine Spende für den besten Ehrenmann. Dankeschön für 2 Euro. Batti Maxi mit einem Sub. Danke für den Sub. Das war's. Freunde, lasst alle gerne ein Like auf dem Stream da, ein Follow. Fragt mich private Fragen, ich beantworte alles, auch wenn es nicht so einfach ist hier mit 14.000 Zuschauern. Sobald ich eine Frage lese, beantworte ich sie. Ladet mich ein, wir machen im Hintergrund gechillt Packs auf. Fragt, was ihr wollt, ich antworte auf alles. Honey da, achso. Falscher Alisson, ja. Der Tots. Einfach irgendein. Richarlison, Stürmer oder ZOM? ZOM. Meinung zu Schwule. Digga, ich hab gegen niemanden was. Ich hab nichts gegen Schwule, ich hab nichts gegen Lesben, ich hab nichts gegen dicke Leute, gegen dünne Leute. Ich hab gegen niemanden was. Solange die mich nicht dumm anmachen. Wenn jemand nett zu mir ist, bin ich nett zu dem. Das empfehle ich jedem von euch da draußen. Seid genauso zu jemandem, wie er zu euch ist. Meinung, persönliche Meinung. Aber so Leute wegen ihren Äußerlichen zu haten oder wegen ihrer Religion oder wegen, weiß nicht, Digga, wegen, worauf sie halt, wo sie ihr Ding gern reinschieben, Digga, das kann euch ja eigentlich scheißegal sein. Solange es niemanden stört. Wisst ihr? Solange das niemanden juckt, ist alles super. Wie heißt du? Das ist eine super Frage, Digga. Kennst du Visca Barca? Ja, kenn ich. Ach ja, habt ihr morgen Schule, Digga? Jetzt mal, ehrliche Frage. Eins in den Chat, wenn ihr morgen wirklich Schule habt, wenn ihr zur Schule gehen müsst. Also nicht online. Oh, schon wieder England. Nur England, Henderson schon wieder. Eins in den Chat, wenn ihr morgen Schule habt, aber auch wirklich dahin müsst. Oder ob ihr Online-Schule habt.
2 für Online-Unterricht, 1 für halt normal. Oh mein Gott, Mika, lol. Online-Schule um 7:45 Uhr. 2. Ja, okay, weil voll viele haben anscheinend Schule morgen. Habe ich irgendwo gelesen. In Österreich nicht? Ehre. Erstmal Jürgen würgen. Auf Henderson? Tut es, mein Freund. Aber Henderson ist nicht so gut. Erstmal Jürgen würgen. Henderson ist nicht so gut. Danke für dein Pack. Vielen lieben Dank for your pack, man. I really appreciate it. 3 für gar nichts. 3 für nichts. Ja, 3, wenn ihr gar keine Schule habt. 3, wenn ihr gar nichts habt von beiden. Als ob manche auch gar nicht sowas haben. Lol. Okay. Ich dachte, die meisten haben wieder Schule. Komisch. Abi, ja, stimmt. Abi hat Schule. Stimmt. Ich glaube, die Abiturienten müssen hin. Abiturienten, glaube ich. Ich will nichts Falsches sagen. Ich bin mir da ganz sicher. Habt ihr gehört, was Angelo heute gesagt hat? Angelo meinte, Freunde, irgendwo in NRW, glaube ich, machen die Fitnessstudios wieder auf. Ab dem 11.05. Das ist geil. Aber in Berlin weiß ich es nicht. Fitnessstudios machen einfach in 5 Tagen wieder auf, Junge. Das ist so krass. In Berlin aber nicht. Und so Fußball, also Freizeithallen und sowas, macht alles wieder auf. Müsst ihr mal gucken. Bulli, stimmt. Bulli am 15. Bulli am 15. Aber Geisterspiele, ich bin gespannt, wie das sein wird. NRW Ehre. NRW. NW. Realschule 9. und 10. Klasse, Lul. Achso. Nächste Woche Bulli. Nächste Woche Bulli, ja. Aber ich weiß gar nicht, mit was für ein Spieltag. Wird es dann einfach ganz normal? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich glaube sogar, Deutschland ist die erste Liga, die wieder den Spielbetrieb fortsetzt, ne? Das ist krass. Hätte ich nicht gedacht. Ghost Ahmed Abe. Kannst du bitte Shareplayer machen? Angelo. Digga, Angelo hat mir gefallen, was er heute gesagt hat. Das hat mir echt gefallen. Schalke Dortmund. Schalke Dortmund und Hertha Union, oder? Nee. Ich weiß es gar nicht. Schalke Dortmund als Obchat. Warte mal, ich guck mal nach, ob schon bei Ergebnisse, also bei Dings da drin ist. Das wäre ja krank. Quoten wieder typical. Typical Hit, Digga. Typical hat Party gefeiert. Die machen heute Homeparty. Typical macht heute Homeparty. Was als Angelo verkündet hat, dass es weitergeht. Nö, starkes Internet, Digga, mein PC ist so schlecht, ey. Hier lädt nichts, soll ich euch zeigen, wie das auch... Ja, hier jetzt. Bundesliga, hier. Verlegt, 33. Spieltag wäre heute. Digga, heute wäre der 33... Nee. 33. Spieltag wäre... Nee, ist noch nicht drin. Es wäre einfach der 33. Spieltag. Wie schlimm, ey. Krass. Es wäre Europameisterschaft in 2 oder 3 Monaten. Ey, wenn ich daran denke. 6 Totspacks, Digga, guckt euch mal die Kollegen hier an. Die haben richtig was vor, aber 6 ist zu viel. Die müssen mich einzeln einladen. Es wäre einfach Europa League. 13.000 Zuschauer und 2.000 Likes. Nee, ich glaube nicht, dass wir 2.000 Likes haben. Ihr müsst es immer aktualisieren. Ich weiß nicht, wie viele Likes wir haben. Es wäre einfach Europa League, Freunde. So lost, Hilfe. Du wirst 100% Varan Tots holen. Geht, Digga. Mit Gomez, early jetzt war Gomez Tots. Es geht, in meinen Augen geht's gar nicht besser. Nur Van Dijk Tots. Und Van Dijk Tots fand ich schon brutal. Van Dijk und Gomez Tots geht nicht besser. Allein, weil du das auch so gut linken kannst mit Arnold und Robertson. Europa League. Europameisterschaft, nicht Europa League. Europameisterschaft, Mann, ihr Hater. Europameisterschaft, meine ich. Ey, das wäre so geil im Sommer, Europameisterschaft. Fuck, dieser verkackte Drecksvirus, Alter, wirklich. Wenn der eine Person wäre, ich würde den so anspucken. Wow. Was wird denn hier, was passiert hier gerade? Ah, perfekt. So lost, ey. Wir wurden so hochgenommen, alle Freunde. Wir wurden so rasiert, alle. Gegen den Strich, aber. Wirklich.
Bitte nicht England. Oho, Richarlison. Digga, du musst dem Mann jetzt auf Instagram folgen dafür. Richarlison. Leute, die mein Stream am Wochenende geguckt haben, wissen, dass ich diesem... Ich habe Gefühle für ihn. We talk. Ich habe Gefühle und er heißt Richarlison. Er heißt nicht Richarlison. Ich nenne ihn Richarlison. Das ist ein Ehrenmann. Der mag das. Ihr müsst ihn Richarlison nennen. Richarlison, Freunde, ist so krass. Er ist wirklich die beste Karte, die ich hier gespielt habe. 11.000 Likes, kranke Fanbase. Digga, meine Community ist die allerschlimmste. Also ihr seid so gestört. Meine Community ist so krank. Immer wenn ich mit anderen Leuten aufnehme, die so viel mehr Reichweite haben als ich, sagen die, Digga, dein Video wird mehr Likes haben als unser Video, weil deine Community einfach gestört ist. Die liken alles. Digga, mein Kommentar unter Blueface Foto hatte 4000 Likes oder so. Ihr seid so krank. Aber nach Kainz. Nee, ich würde sogar sagen, Richarlison ist besser als Kainz. Richarlison ist der größte Ehrenmann. Real talk. Er ist so gut, Freunde. Ihr müsst ihn aber auch richtig spielen. Ihr müsst ihn auf der 10 spielen. Neymar First Owner, yes. Wirst du später Kinder haben? Ja. Hab gerade Van Dijk gezogen. Van Dijk wäre absolut Bombe. Warst du wirklich mit Blueface, ja? Habt ihr doch gesehen. Habt ihr doch gesehen, Chat, dass ich das bin. Hat er gerade nicht gesagt. Doch, ich sag dir ehrlich, ich finde, ich habe mehr Gefühle für Richarlison als für Kainz. Es hört sich schlimm an. Kainz war meine erste Liebe, aber Kainz hat mich nicht so... Er war meine erste Liebe, aber es hat nicht gepasst, die Umstände. Vielleicht im nächsten Leben. Aber Richarlison habe ich mich... Freunde, er hat mir den Erfolg gebracht. Ich schwör's euch, ich habe nur wegen ihn 30-0 geholt. Ich habe nur wegen Richarlison 30-0 geholt. Danke auch für die ganzen Insta-Follower, Freunde. Lasst hier gerne ein Follow da, steht ein bisschen was vor. Eli Geller, wie findest du Ural? Sehr gut. Konstantin WGR mit einem... Eli Geller, wie findest du Ural? Haut einen Sub bei Insta raus, irre. Konstantin, Eli Geller, wie findest du Ural? Findet's anscheinend wirklich, der möchte meine Meinung dazu haben. Richarlison, best card? Yes, is of course. Lucien, Tim, Konstantin, Dion, Hannes, Dion. Der jetzt ist wieder dieser Insta-Bug. Official, Aidin... Alle mit einem Sub-Ehrenmänner. Marconi Kolovic. Wahrscheinlich richtig ausgesprochen. Wir sind drinnen. No homo. Wir sind drinnen. Falls mein Stream kurz abkackt, einfach refreshen. Ich sag's immer wieder zur Dings da, zur Sicherheit. Es kann gut sein, dass er wieder abkackt, wenn mein PC lost ist. Aber ich bekomme nächste Woche 9. Das habe ich jetzt zum 14. Mal gesagt. Die Leute, die in der ersten Sekunde schon eingeschaltet haben, gehen ich wahrscheinlich auf den Sack. Und oha, Digga, wie schnell ich... Habt ihr gerade den 16er gehört? Das war so ein 16er. Was ist das hier? Oh, nö. Obwohl, der soll nicht mal so schlecht sein, aber man kann halt, der ist halt nicht teuer, so lohnt sich nicht so gut. Aber der soll sogar gut sein. Bevor mich jetzt wieder alle türkischen Zuschauer mich hier rasieren. Refreshen. Ja. Der soll nicht schlecht, der Spieler soll gut sein in-game, aber das ist halt, du hättest was Besseres ziehen können, allein wegen dem Preis her. Aber keins hätte Pelé Moments im Sack. Das stimmt, Luca. Kainz hatte Pelé im Rucksack. Vielleicht hätte ich Kainz mit diesem Team gespielt. Kann sein, dass ich 31-0 geholt hätte. Folge Richarlison auf Insta. Werde ich nachher machen. Werde ich, glaube ich, wirklich nachher machen. Philippe Andersson in Rot. Achso. Gut, wir machen weiter. EA ist so lost. Die machen diesen Mittwoch, bringen die das. Und letzten Mittwoch haben die es nicht gedroppt. Da sieht man mal, Digga, das ist einfach... Wer war im Totsback? Bei mir war Maris. Ich habe Maris gezogen. Leute, Meinung zu Kalou, weil ich das die ganze Zeit lese. Was soll ich denn dazu sagen? Das war komplett lost von ihm. Schlecht von ihm gemacht. Schlecht. Dumme Aktion gewesen. Punkt. Hertha hat Konsequenzen gezogen. So, mehr kann man dazu nicht sagen. Ronny mit einem Euro, ich wette nicht. Und Minus mit einem Follow. Chris Reinhardt mit einem Follow. Musti mit einem Euro, Eli will gleich beten. Kannst du schnell bei mir reinkommen für Totspacks? Boah. Digga, du kannst auch nachdem du gebetet hast, mich weiter einladen. Ich bin noch ein bisschen online, Freunde, auf jeden Fall. Noch so 2 Stunden oder so. Gavi mit einem Euro. Wir werden noch nachher auch Real Talks und so, ganz entspannt. HübiTV mit einem Euro. Femi mit einem Sub. Danke für die ganzen Subs, danke für die ganzen Likes. Vielleicht knacken wir ja 15.000 Likes auf den Stream. Achso.
Wir haben seit 13.000 Zuschauer, Alter, was ist denn los mit euch? Perfekt. 12.000, das schaffen wir, denke ich sogar. 12.000 Likes haben wir schon. Und da, Zimmer, du kannst. Guck mal jetzt hier, ein Van Dijk möchte ich heute ziehen, Chat. Ein Van Dijk, so schwer ist es nicht. Soll ich mit meinem Puller aufmachen? Oder wir machen mit meinem rechten Hodensack auf. Mit meinem rechten Ei. Ich habe ja gar keinen, ich habe ja nur einen Sack, lol. So. Mal gucken. Nicht England. Oh. Digga, ihr habt recht. Ihr habt recht. Ihr habt recht, Digga. Das Nackenkissen ist es. Mein Sack ist verflucht. Mein Sack, Alter. Schade, Henderson. Boah, das ist natürlich schade. Belastend, Digga. Henderson, da muss ich richtig los. Den werden wir morgen so oft in Rot sehen. Oder in den Dreier-Ding. In den Dreier-Pack. Aber jetzt habe ich ein Nackenkissen an. Jetzt kann es eigentlich nur gut werden. Kommt Freitag Bulli-Team. Angeblich kommt La Liga-Team. Ich weiß nicht, ob der Chat da mehr weiß. Chat, kommt Freitag Bulli oder La Liga-Team? Really Flop the God mit einem Sub-Ehre. Danke für den Sub. Das liegt daran, dass Eli keinen Puller hat. Das kann auch sein. Ich hab das schon... Dings da. Jo, genau. Ich hab das schon gesagt mit Kalu. Er sagt, ich ignoriere das. Ich hab das jetzt schon zweimal gesagt. Chat, macht mal einen Befehl. Ausrufezeichen Kalu. Mein Gott, ey. Was soll ich dazu sagen? Bulli, Bulli, La Liga. Ich glaube, es haben mehr La Liga geschrieben. La Liga. Aber woher wollt ihr das wissen, dass La Liga kommt? Woher wisst ihr das? Chat soll Befehl machen. Anstatt ihr mal hier Ausrufezeichen Level Up reinknallt oder VGO mich unterstützt, dass ich nur Ausrufezeichen Dings da. Kalu, meine Fresse. Obwohl, Freunde, man muss sagen, ich habe mit Level... Darf ich darüber reden? Ich glaube schon. Ich habe mit Level Up... Oder? Scheiß drauf, dann werde ich halt gekündigt. Also, die Zahlen, Freunde, diesen Monat bei Level Up und bei VGO... Die waren sensationell. Real talk. Also ich hätte nicht gedacht, die hätten es alle nicht gedacht, dass meine Community so krass aktiv ist. Also wirklich vielen Dank. Ihr bestellt da immer mit meinem Code, mit meinem Namen. Eli Kappa, Eli Geller. Ich habe ja bei VGO heiße ich Eli Kappa mit meinem Code. Und bei Level Up Eli Geller. Und die meinten, das ist, die haben sowas noch nicht gesehen. Bei einem YouTuber meiner Reichweite. Aber das ist ja bei allem so, bei meinem Instagram auch, ja, bei meinem Insta und so, das ist krass, Digga, ich sag es jedem Streamer, aber nur weil es immer schlimmer wird, ihr seid gestört, Digga, 13.600 Zuschauer, wer hat euch denn schon wieder verarscht? Das ist so krass, Alter. Meinung zu KK Prime, nicht so, also ich hab seine Like-Karte, die fand ich nicht so gut. Hast du schon geöffnet? Ja, ich hatte Dings da, ich hatte Maris drin, ne? Ich hatte Maris drin. Paar Insta-Follower. Eli, stehst du auf Oral, maybe? Rigon. Sören, Rigon. Digga, dieser scheiß Bug. Torge, Elias, 97-Fan. Jonas. Willi Keller, 180. Jo, das waren... Guck mal, wenn Cristiano Ronaldo mir vor 24 Sekunden gefolgt ist, würde ich es nicht sehen. Ehre. Dankeschön dafür. Also es ist echt stark, Freunde. Danke für den krassen Support auf jeder Plattform. Ich kann euch die Zahlen nicht sagen, aber das ist krass. Das ist wirklich, wirklich heftig. Hätte ich nicht gedacht. So, wir sind hier beim nächsten Typen, der mit einem BPL-Pack am Start ist. Mit was? Anus-Pack. Nee, okay, das wäre ein bisschen was. Was habe ich denn hier, Digga? Ach, scheiß drauf. Wir machen einfach so ein Pack auf. Nicht England. Nicht England. FIFA, EA Sports, Vancouver, Canada. Nicht England. Was ist denn das? Adama Traoré. Boah. Aber der ist auch nicht so teuer. Aber ist besser als hier Henderson. Adama Traoré, Digga, super Sub, beschwer dich nicht.
Adama Traoré ist nicht schlecht. Habe ich zum ersten Mal gesehen jetzt. Digga, der Stream morgen wird so... Also, Freunde, der Stream morgen, ich bin da so gespannt. Ich werde da morgen nicht irgendwie... Ich werde da gar nicht hinterherkommen. Morgen 7 Top 100 Packs. Meine Top 100 Rewards. Von euch die Rewards. Ich weiß nicht, wie viele Leute morgen am Start sein werden, ne? Ich kann das nicht einschätzen. Das wird so schlimm morgen. 20.000 Zuschauer. Real Talk, Anis, ich glaube sogar 30. Ich hatte jetzt zur Weekend League schon 27. Also wenn, ich bin gespannt, wer online ist so, aber wenn, ich bin da echt gespannt. Es wird so schlimm morgen. Freunde, morgen alle am Start sein, von 11 bis 15 Uhr wird es morgen Reward Stream geben. 7 Top 100 Rewards werden bei mir geöffnet. Platz 8, warte, ich kann euch mal zeigen von wem. Danke, Grüße an, ja, grüß da. Das wird ganz krass morgen. Wir haben sogar voll die guten Rewards. Ich glaube Platz 8 und so haben wir. Dankeschön für die Packs. Ich kann mal nachgucken. Hab morgen Schule, ja, aber nicht von 11 bis 15 Uhr, mein Freund. Kann nur bis 1. Ja, ich weiß, deswegen habe ich gefragt mit der Schule. Die Schule wird mir wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung machen. Aber einfach, ihr wisst, was zu tun ist. Online-Unterricht, einfach zweites Fenster aufmachen. Warte, was? Achso. Kann man nur Premier League-Tots aus den Player-Picks ziehen? Aus den Player-Picks könnt ihr Saudi-Arabien-Spieler ziehen und Dings da. Aber wenn ihr Elite gekommen seid oder Top 100, perfekt. Ihr ist Sports Vancouver Canada? Was ist hier los? Ach, die sind so lost. Die sind so lost. Guck mal, ich kann nichts machen. Hallo. Ich hasse FIFA 20 so krass. Ich habe nicht ein Spiel verloren am Wochenende und mir hat's keinen Spaß gemacht. Hab 13 Uhr Training. Wer hat denn um 13 Uhr Training, Digga? Was machst denn du? Wer hat denn bitte um 13 Uhr Training? Ich habe bis 16 Uhr. Schmutz. Na egal, Freunde. Wir werden einfach morgen machen. Ich denke, dass es morgen ganz, ganz böse sein wird. Der Support wird morgen eskalieren. Gehe stark davon aus, Digga. Spenden und so lese ich kurz mal vor. Chris mit 1,50 Euro wünscht dir und deinen Zuschauern alles Glück der Welt. Achso. Danke, Chris. Achso. Für die 1,50 Euro. Ehrenbra Basti really mit 1 Euro. Kannst du bitte sagen, really so. Knight Rider ist der größte Nider. Knight Rider, du bist der größte Rider. Der größte Nider. TarRX Drips YouTube mit 1 Euro. Wahrscheinlich mit 1 Euro. Floppe the God mit 1 Sub. Florian mit 1 Follow, die ganzen Follows, die jetzt reinkommen, versuche ich vorzulesen. Jan Woltmann mit einem Sub. Jeffe 97, Ben Lasse, EDK Gaming 07. Alle mit einem Follow. Morgen streame ich übrigens, zwei Streams werden morgen kommen. Einmal von 11 bis 16 Uhr auf YouTube, der FIFA-Stream. Und von so 21 Uhr bis 0 Uhr oder von 22 Uhr bis 1 Uhr nachts auf Twitch. Wenn morgen die neuen Songs released werden. Es kommt ja von Jamul was raus. Auf das freue ich mich übertrieben. Chat, was wird morgen noch released? Morgen wird noch irgendwas released, aber ich habe vergessen, was. Jamul, weiß ich. Anis weiß sowas immer. Kannst du bitte deinen Fuß zeigen? Mosik, Apache, Lul. Apache morgen? Ja. Habt ihr gerade die Tonlage gehört? Das kriegt auch nicht jeder hin. Hallo. Ich möchte mich nicht qualifizieren, ich möchte gerne die Top 100 sehen. Hier, Bestenliste. So, ich sage euch mal, von wem wir die morgen haben. Wir haben die Packs von Lefty, Platz 8 der Welt. Wir haben sie von ihm, Joe, Platz 9 der Welt. Also von 8 und 9. Von Platz 15 haben wir. Sind 3. Ich werde safe einen vergessen. Lol. Platz 4, also der hier, ja wahrscheinlich Platz 4. Gianni ist der 4. Er ist der 5. Angeline. Ich ist 6, aber ich habe einen vergessen. Einen habe ich vergessen hier, aber ich weiß nicht wer.
Mit T. Terrence oder so. Hier, er hier. Terrence OKGF. Diese 7 Top 100 Rewards werden geöffnet. Platz 8, Platz 9, Platz 15 schon mal, Digga. Das ist ja gestört. Die haben auch alle Fat Packs, Alter. Luciano, Apache, Jamul. Was noch? Cool Savage? Ich bin gespannt, Digga. Bro, wie heißt die Musik? Danke für 2 Euro. Die Musik heißt, warte, kann ich dir sagen? Like a River. Von NBHD Nick. CBM Gamer, Basti, Alian, Feni, De Ushita, Ushia von Naruto, achso. Wir haben wieder den Bug mit 2 Euro pro. Achso, hab ich schon. Digga, ich bin sehr lost. Big Mac Spasti. Ah ja. Ich muss wieder in die Community-Gruppe. Immer wenn ich zu viele Einladungen bekomme, muss ich hier kurz rein. Freunde, ladet mich ein, EliasN97, da können wir da ein paar Packs aufmachen. Also diese garantierten Packs da. Ich würde ganz gerne noch ein Alternativ. Team bauen zu dem, was ich jetzt gerade habe. Einfach zur Absicherung. Danke für die ganze Zeit über 10.000 Zuschauer übrigens. Chris, habe ich vorgelesen. Leon, The Axal Pflaume, Alisan, Basti, Emilio, Leandro, alle mit einem Follow. Dankeschön für den Support, Freunde. 15.000 Likes werden wir, denke ich, auch knacken. Perfekt. Morgen wird es anders. Ja, Digga, also morgen bin ich gespannt, was da so passieren wird. Meine Fresse, wo sind die Einladungen? Edi Gala, keine Freunde? Bist du beschnitten? Ja, bin ich. Ich kann keinen Eichekäse bekommen, lul. Ihr schon, oder die halt nicht beschnitten sind. Momentan geht's mir sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. Was machst du noch im Stream? Wir werden Packs öffnen und wir werden Real Talks machen und ich werde nachher noch ein anderes Team bauen. Für meine Weekend League-Geschwitze am Wochenende. Ich bin mir noch unsicher genau was, aber mal gucken. Mann, ihr müsst mich über diese Jürgen-Würger-Gruppe einladen. Hab seit 2 Wochen Schule lost. Oh mein Gott, Digga. Wie kann man denn seit 2... Diese Schule, was ist denn los mit denen? Also ich verstehe manche echt nicht. Totspack verfügbar. Ihr müsst übrigens einstellen, dass nur maximal 2 rein können. Zeig mal den Team, machen wir gleich. Beschnittene können auch echte Käse haben. Öl? Ich glaube nicht, Digga. Ich glaube nicht, hä? Hab seit heute wieder Schule. Oh, aus der Schweiz geht leider nicht. Kannst du Arabisch? In der Arabie? In der Arabie? Hast du noch Schule? Nee, Digga, ich bin schon lange fertig mit Schule. Schule, Alter, oh Gott. Immer dieses um 8 Uhr da sein. Hattet ihr einen Trainingsraum, Chat? Oh, jetzt geht's wieder. Hattet ihr einen Trainingsraum, wenn man Scheiße gebaut hat? Erste Verwarnung. Zweite Verwarnung, musstest du in den Trainingsraum. Das war so ein Raum, da war dann der Vertrauenslehrer und du konntest mich mit denen unterhalten, deine Wut rauslassen. Trainingsraum. Möchten Sie in den Trainingsraum? Nein, möchte ich nicht, du Scheißknecht. Ja, dann hör auf zu reden. Und dann zweite Ermahnung, in den Trainingsraum. Cool, Digga, dann gehst du halt in den Trainingsraum. Warum heißt die Scheiße Trainingsraum? Hä, sind die lost? Ganz miese Nummer. Englisch hatte ich 9 Notpunkte auf Early-Basis. Jonas mit 10 Euro, lul. Jonas mit 10 Euro, haben Wani gezogen, hab Dalge schon... Hab Wadi gezogen, aber schon Deige, schrie Schalzern und die Bräune. Was soll ich tun? Grüße aus Cottbus. Digga, dann kannst du doch spielen, die 4. Deige, schrie Schalzern, die Bräune und Wadi. Wadi würde ich außen spielen mit Rischalzern, glaube ich. Die beiden außen und Deige und die Bräune in der Mitte. Würde ich, glaube ich, so machen. Trainingsraum, so lost, ey. Schlimmste Tag immer im ganzen Jahr, wenn die Elternsprechtag. Elternsprechtag, Hilfe, ey. Boah, wurde man da immer rasiert. Also ich wurde immer rasiert, Elternsprechtag. Ihr Sohn lenkt die anderen Schüler ab. Jedes Mal, Digga. Mein Vater hat mich immer angeguckt und wollte mich zusammentreten. Ich kann nichts dafür. Oh, Adama Traoré schon wieder. Ey, wir haben schon über 10 von diesen Packs aufgemacht und ich war bis jetzt der Beste mit Maris. Ich habe Maris gezogen aus dem Pack.
werde auch immer rasiert, Digga, das ist so schlimm. Ihr Sohn lenkt die anderen Schüler? Dann lasst euch doch nicht ablenken, meine Fresse. Dann wurde ich immer nach hinten gesetzt, aber von da war es noch einfacher, Scheiße zu bauen. Das ist voll das falsche Thema von dem. Die haben einen Denkfehler, die Lehrer. Die Lehrer setzen die schlechten Schüler nach hinten. Es ist auch klar, dass wir da alle zusammen Scheiße bauen, hinten. Ohne Sinn, ihr müsst sie nach vorne zu den Mädchen setzen, die euch nicht abschreiben lassen und so eine Kacke. Da war ich immer lost. Da konnte ich gar nicht mich entfalten. Da konnte ich, Digga, ich konnte mich ja nicht mit ihr unterhalten. Worüber soll ich mich mit ihr reden? Konnte ich ja nichts machen, Digga. Die war völlig am Ende. Wenn ich ein Lehrer wäre, ich würde immer neben so einem richtig losten, neben so eine genau das Gegenteil setzen. Genau das Gegenteil. Frieda hat den Türken gezogen. Ah ja. Bei mir immer, ihr Sohn hat die Hausaufgaben sehr oft nicht. Hausaufgaben sind so lost auch. Kein Mensch macht Hausaufgaben. Alle schreiben ab in den letzten 5 Minuten. Unterricht begann immer in Berlin um 8 Uhr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Kann, glaube ich, 8 Uhr oder 8.15 Uhr sein. Ich schwör's euch, alle haben sich 7.50 Uhr vorher im Klassenraum getroffen oder vor dem Raum haben alle auf den Boden gesetzt und haben bei irgendjemanden abgeschrieben. Alle hatten die gleichen Antworten, niemand wusste irgendwas. So lost Hausaufgaben. Hausaufgaben sind lost in meinen Augen. Man vergisst so oder so alles, Freunde, dieses Schulsystem. Man lernt sehr viel, aber ich muss nicht lernen, wie viel Wasser in den Raum passt. Das juckt mich nicht. Sowas werde ich auch nicht lernen wollen. Was? Ist so. Oder wie viel scheiß Wassermelonen Max Mustermann einkaufen kann, damit er sich dann irgendeine Kacke, Digga, Max Mustermann, ich hab ihn so verflucht, den Typen. Max Mustermann. Mein Gott, ey. Kauft sich 47 Millionen Wassermelonen und versucht sie innerhalb 18 Monate jedes Mal ein Drittel in der Wassermelone zu essen. Wie viel Wassermelonenstücke hat er dann noch übrig? Halt's Maul, Digga, das interessiert mich doch nicht, wie viel Wassermelonen da. Was ist das? Kovacic. Ist das lost, Digga. Kovacic, ohne Witz, die Picks rasieren hier gerade, ne? Man kann so viele gute ziehen. Ich war bis jetzt der Beste. Ich hab Fachabitur. Es gibt nichts Schlimmeres als Textaufgaben. Max Mustermann left the chat. Aber du schaust Schneckenrennen. Ja, Digga, weil da habe ich auch drauf gewettet. Ohne Witz. Jetzt mal, okay, Freunde, abgesehen da, jetzt werden viele mich sagen, viele werden sagen, ja, nee, du hast nicht recht, Eli. Aber ich kann euch so viel sagen, Freunde, an die Älteren jetzt hier. An die Älteren. Habt ihr das oder wirklich 95% von dem, was du so in der Oberstufe lernst, ich schwör's euch, 95% davon wirst du im späteren Leben nicht brauchen. Haben wir hier auch Leute, die nicht noch in der Schule sind, die meine Aussage unterstützen können? Ich schwör's euch, das ist so. Ihr werdet euch wundern. Wisst ihr, was man in der Schule lernen sollte? Wie man eine scheiß Steuererklärung macht oder sowas. Sowas wäre mal wichtig. Ja, das ist so. Nichts davon habe ich bis jetzt gebraucht. Digga, nichts. Null, Freunde, null. Aber wisst ihr, wo ich rasiert werde? In Steuererklärung oder generell Steuern. Wie macht man diese ganzen Sachen, wo dich so der Staat auseinandernehmen kann? Davon lernst du gar nichts, Freunde. Davon lernst du nichts. Dieses Schulsystem ist völlig, ist voll lost in meinen Augen. Persönliche Meinung. Du lernst das, was du vor 30 Jahren gelernt hast, lernst du heute immer noch. Da wurde nichts geändert, Digga. Die Welt hat sich verändert, was soll ich euch erzählen? Die Welt hat sich verändert. Man schreibt alles ab, man vergisst auch alles. Alles, du lernst für eine Arbeit, was dich gar nicht juckt. Du lernst dafür und vergisst es aber wieder. Du vergisst es halt wieder, ohne Sinn, wieso lernt man das dann? Die wollen einfach nur prüfen, wie viel... Schule hat nichts in meinen Augen, hat natürlich was mit Intelligentheit zu tun, so, aber hat sehr viel mit Fleiß zu tun. Jemand sehr Schlaues kann in der Schule schlecht sein, aber er ist halt intelligent, lernt halt einfach nur nicht, weil er faul ist, aber er ist schlau, sowas in der Art halt. Und da gibt es noch die Leute, die nicht so schlau sind, aber lernen und dann haben sie bessere Noten und es sieht so aus, als wenn er was Besseres in seinem Leben, aber ist nicht so, das ist voll lost. Intelligentheit, scheiße, fuck, Intelligenz, der ist intelligent, Herr, fuck, Submodus, was ist das? Rashford, lul. Rashford.
Submodus, soll ich Submodus anmachen? Hört auf, mich zu haten. Intelligenz, ich wusste, dass es falsch ist. Es hat sich sehr komisch angehört, aber ich war gerade in meinem Flow. Ich sehe mich schon in irgendeinem Clip wieder. Hört auf, einen Clip zu machen. Hört auf jetzt, Digga. Es geht um die Message dahinter. Es geht um die Message, dass die Leute, vor allen Dingen, das ist auch voll kacke für mich, weil ich gerade über Schule und so geredet habe, ne? Mit dem. Ihr wisst, was ich meine, Chat. Ihr wisst, was ich meine. Eins in den Chat, wenn ihr wisst. Eins in den Chat, wenn ihr wisst, was ich meine. Schule ist lost in meinen Augen. Was, ich weiß gar nicht mehr, was ich gelernt habe in der 10. und 9. Klasse. Irgendwas, Digga, Chemie auch. Oder Physik. Es gibt so Basics, die sind gut, was man so lernt. Aber da gibt es teilweise Sachen, wo du nicht. Das ist so, als wenn ich jetzt in meine. Oh, gutes Beispiel, Illegaler. Festhalten für das Beispiel. Es kommt wieder ein illegaler Beispiel. Kurz konzentrieren. Gönnt euch jetzt das Beispiel, okay? Ich bin Lehrer. Und ich unterrichte jetzt meinen Schülern, wie man in FIFA gut tradet, um Coins zu machen. Okay? An sich juckt es 90% der Leute gar nicht. Besonders. Sehr, also die Mädchen höchstwahrscheinlich juckt es gar nicht, aber das ist mir scheißegal, weil das halt mein Lehrstoff ist. Aber die können damit nichts anfangen später. Gutes Beispiel, Digga. Die können damit nichts anfangen, weil die das ja so oder so, die werden nie FIFA spielen. Also warum sollen sie das dann lernen, wie man Coins tradet in FIFA? Das juckt doch die gar nicht. Aber ich verlange es einfach, um denen auf den Sack zu gehen. Das ist es. Ich verlange es einfach, um zu sehen, ob die es machen, ob die das auch machen würden. So. Aber letztendlich macht die das dann. Franziska lernt es. Sie lernt, wie man flippt. Sie lernt, wie man überteuert verkauft. Sie lernt, wie man Inform Icon Trading macht. Dann kommt die Arbeit, dann kommt der Tag, wo ich will, dass sie mir übers Wochenende 5 Millionen tradet. Wenn sie es schafft, kriegt sie eine gute Note. Wenn nicht, dann nicht. Sie schafft's. Herzlichen Glückwunsch, Franziska. Du hast mir 500.000 tradet. Jedoch wird dich das in 3 Jahren nicht weiterbringen, weil das dich nicht interessiert. Du wirst damit nichts anstellen danach in deinem Leben. Vorbei. Digga, für das Beispiel muss ich kurz aufstehen, weil das so gut war. Genau für sowas abonniert ihr den Kanal, Chat. Sowas lernt man nicht in der Schule. Für sowas abonniert ihr den Kanal. Das ist Content, den du nirgendwo anders findest. Real Talk. Bestes Beispiel, ohne Spaß. Digga, gutes Beispiel. 9 von 10 in meinen Augen. In meinen Augen war das hier eine 8 von 10. Wer ist Franziska? Digga, ich weiß nicht. Irgendjemand, der mir gerade eingefallen ist. Miguel, wer ist Franziska? Franziska left the chat. Miguel, danke schön für den Sub. Das war so gut, Digga. Das interessiert Franziska gar nicht, aber ich als Lehrer möchte es einfach, obwohl sie damit später in ihrem Leben gar nichts anfangen kann. Sie sagt auch zu mir, Herr Nährlich, ich spiele gar nicht FIFA. Ich möchte das gar nicht lernen. Das ist so, als wenn ich zu meinem Physiklehrer oder so sage, ja, ich möchte nicht herausfinden, wie viel, weiß ich nicht, Licht, keine Ahnung. Ich kann damit nichts anfangen, das ist mir Rille. Ich möchte nur Sachen lernen, die mich auch interessieren. Deswegen ist Studium zum Beispiel besser, in meinen Augen. Da gehst du ja gezielt auf was, also glaube ich. You understand what I mean? In meinen Augen ganz schlüssig. Schlüssig, Digga. Schlüssig. Die schlimmsten Lehrer sind die, die einen dann dran nehmen, obwohl man nicht meldet. Ja, Digga, warum? Die Lehrer verstehe ich auch nicht. Warum zur Hölle? Schon wieder Adama Tore. Warum nehmt ihr mich ran, wenn ich mich nicht melde, du Scheißknecht? Wenn ich mich melde, dann heißt es, ich weiß die Antwort, nimm mich ran. Und wenn ich mich nicht melde, dann heißt es, ich weiß es nicht, nimm mich nicht ran, du Arschloch. Warum nimmt man mich dann ran? Ohne Sinn, die Lehrer verstehe ich auch nicht. Mein Gott, Leute, ich wäre so ein gechillter Lehrer, ohne Witz. Ich wäre so ein gechillter Lehrer, auch wisst ihr, wer die größten Unehre-Männer sind? An alle Sportlehrer im Chat, die dann nicht die Jungs Fußball spielen lassen und die Mädchen da mit ihren Hula Hoop oder Volleyball oder so spielen lassen, worauf die Bock haben, sondern Leichtathletik und so eine Kacke machen. Nichts gegen Leichtathletik, aber ihr wisst, was ich meine. Die dann so voll loste Sachen machen, worauf man gar keinen Bock hat. Das, Digga, die sind so lost, die Sportlehrer. Hilfe.
Ich wäre der gechillteste Lehrer überhaupt. Ich werde, Digga, wenn die mir nicht auf die Klöten gehen, würde ich denen schon 7 Notenpunkte, oder okay, 5 Notenpunkte geben, damit sie schon mal nicht durchfallen. So wäre ich. Diese Sportlehrer, Digga, die sind lost. Die sind so lost, diese Sportlehrer. Gönnt doch einem, wenn ich ein Sportlehrer wäre, ich würde den einen Ball in die Mitte schmeißen. Hier spielt Fußball, würde Brennball spielen, würde Völkerball spielen. Die Mädchen würde ich fragen, worauf habt ihr Bock? Die Hälfte von denen sitzt so oder so auf der Bank. Na, das darf ich jetzt nicht sagen, sonst kann ich mir irgendwo was anhören in der Bild. Ja. Und ich würde die einfach machen lassen, worauf ihr Bock habt, Digga. Würde ich mich hinsetzen und den allen einfach 12, 13 Notenpunkte geben. Fertig. Sport. Wisst ihr, was mir mein Sportlehrer gegeben hat? Der hat mir 6 Notenpunkte gegeben, 10. Klasse. Weil ich den immer gefrontet habe. Ich war in der Sportklasse und habe 6 Notenpunkte bekommen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 6 Notenpunkte ist eine 4+. Ich wollte den anzeigen, den Typen. Ich weiß auch noch, wie der heißt, dieser Knecht, Alter. So ein Pisser. Er gibt mir 6 Notenpunkte. Ich glaube, ich spinne. 6 Notenpunkte. Nur weil ich den immer... Der hat nur sowas gemacht. Ich schwör's euch. Da haben wir dann immer so... Was haben wir denn gemacht? So... Turnen und so. Wie heißt das, Mann? Diese, wo du an so ein Brett bist und so eine Bewegungen machen musst. Und ich hab das immer Zirkeltraining. Digga, komplett lost war der Typ. Der war komplett am Ende. Ich sag euch so, wie es ist. Der macht sich so unsympathisch. Und die Lehrer sind auch unclever heutzutage. Die checken nicht, wenn du dich unbeliebt bei den Schülern machst, dass es voll anstrengend für dich wird. Digga, ich hatte Lehrer in meiner Schule auch, die waren so gechillt drauf, die hatten gar keine Probleme. Wir waren voll nett zu denen, wir haben gar keine Probleme gemacht. Die Lehrer waren psychisch am Ende dann irgendwann von uns, die dann Faxen gemacht haben. Die dann so voll rumgeeiert haben, denen sind wir auf den Sack gegangen, aber so gechillten Lehrern haben wir, die schießen sich selber ins Bein mit so einer Aktion, in meinen Augen, persönliche Meinung, Digga. Und dann gibt es noch die Lehrer, die ganze Zeit den Jürgen würgen. Digga, die gechillten Lehrer sind mir die sympathischsten. Warst du auf Wilmar Rudolf? Ja. War ich. Hast du 3-0 geholt? Ja. Hab ich. Das ist voll Barren. Barren. Das war's, Digga. Oder ein scheiß Seil hochklettern. In meinen Augen, Freunde, soll ich mal was erzählen? In meinen Augen sollte sich der Schüler aussuchen, was er lernen möchte. Und dann gibt es halt so Basics, die du machen musst. Mathe, Deutsch, Englisch. Ja. Aber so, wenn du kein... Digga, Chemie. Das ist meine persönliche Meinung, da kann mich niemand fronten. Ladet mich übrigens ein, das ist gerade hier schon wieder dieser Bug. Meine persönliche Meinung ist, man sollte sich als Schüler selber aussuchen, was man lernen möchte. Und nicht gezwungen werden. Weil wenn du zu was gezwungen wirst, dann hast du da keinen Bock drauf und bekommst auch automatisch schlechte Noten. Bodenton. Ja, das ist in Amerika so. Ja, in Amerika ist es, oder ist so ähnlich. Kannst du ab der Oberstufe. Ja, okay, Digga, aber da ist es auch nicht so. Guck mal, soll ich dir mal ein gutes Beispiel geben? Ich sage euch mal ein Beispiel. Ich bin jetzt fertig mit der 10. Klasse, okay? Oder nicht mal, ich bin 7. Klasse, ich habe die Basics gelernt in der Grundschule. Okay, das ist ein bisschen lost. Oder okay, ich bin 10. Klasse, so. Und ich gehe jetzt zu meinem Lehrer hin und ich möchte zu meinem Lehrer sagen, hören Sie mir zu, ich möchte hier nicht lernen, wie ich für jemanden am Ende arbeite in irgendeiner Firma, damit ich von meinem Chef geknechtet werde, damit ich den Arsch krieche, dann mein Geld verdiene, später von 8 bis 17 Uhr arbeite, dann zu meiner Frau fahre, die mich betrügt, 2 Kinder haben, die mir permanent auf den Sack gehen und die ganze Zeit Fortnite-Skins kaufen wollen und dadurch mein Gehalt dann in den Boden schießen. Ich das aber machen muss, damit mir meine Frau nicht auf die Klöten geht, weil die Kinder die ganze Zeit rumschreien, ja? Sondern ich möchte da hingehen zu ihnen und sagen, hören Sie mir zu, ich habe gar keinen Bock für irgendjemanden zu arbeiten, ich möchte lernen, wie ich Kohle mache. Ich möchte mich selbstständig machen. Ich möchte mein eigenes Unternehmen gründen. Wie mache ich das? Was muss ich machen? Digga, das ist nämlich mein Ziel gewesen. Ich wusste aber nicht, was ich machen soll. Wohin soll ich denn gehen, Digga? Denkst du, der Lehrer sagt dir das? Der hat doch selber keinen Plan, sonst wäre er kein Lehrer. Ich möchte wissen, wie ich ein Geschäft aufmache. Was muss ich machen? Wie viel Kapital? Was für eine Richtung kann ich machen?
oder gehen? In was für eine Richtung kann ich gehen? Was? Sowas halt. Dafür musst du studieren. Nach. Digga, ich weiß, was du meinst. BWL und so studieren kannst du ja machen. Aber es ist sehr oft so, dass dann auch da lernst du dann so Sachen, die du nicht lernen willst. Wirklich, ich meine, wirklich gezielt nur das. Nur das. Und dann bist du fertig und dann kannst du es machen. Aber nicht dieses, ja, ich habe das studiert und jetzt arbeite ich für den und den. Das ist es nicht, Digga. Das ist es nicht. Das möchte ich nicht. Ich wusste bis vor einem Jahr nicht, wie ich eine Steuererklärung mache. Lehrer verdienen gut. Ja, es geht doch, Digga. Ich meine doch gar nicht das. Ich meine doch gar nicht das, mein Freund. Ich rede davon, dass es dieses System leider fake. Also, es gibt es nicht so oft. Leider. Boah, schon wieder der IV. Wie soll ich das erklären? Man wird auf Sachen im Leben vorbereitet, worauf du gar keinen Bock hast. Oder das möchtest du gar nicht lernen, zum Beispiel. Weißt du das jetzt mit der Steuererklärung? Einigermaßen. Hier hat gerade jemand ein gutes Beispiel reingeschrieben. Ich bin etwas dicker und habe nicht die sportlichen Voraussetzungen, um gut... Also, was ist denn jetzt los? Achso. Um jetzt so, ich weiß nicht genau, was sie geschrieben haben, um eine Stange hochzurennen, oder? Guck mal, Leute. Ich finde einfach, dieses ganze Schulsystem ist lost. Ich muss mit Angelo drüber reden. Eli Geller for President in den Chat. Ich muss mit Angelo drüber reden. Das geht so nicht weiter. Ihr habt mir die Augen geöffnet. Stellt euch mal vor, ich werde Präsident irgendwann. Digga, dann habt ihr alle ein Problem. Dann habt ihr alle ein Problem. Dann habt ihr im Schulfach Trading and Feed mit FIFA Coins. Und Franziska left the chat. Ja, perfekt. Eli Geller for President, Digga. Ich mein's ernst. Es muss ein junger Präsident am Werk. Ich meine das krass ernst. Es muss jemand jetzt so in unserem Zeitalter mal ran. Ich sehe schon irgendwann, ich verschwinde irgendwie die nächsten Tage. Irgendjemand entführt mich, weil ich hier gerade meine Meinung sage. Aber ist so, in meinen Augen, Freunde, müsste sich so viel ändern. Es ist alles noch so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Edi ist Donald Trump. Nee, ich sage nur, Freunde, also noch um das Thema jetzt hier so abzurunden, ich bin der Meinung, dass das Schulsystem falsch ist, wie es jetzt ist. Das habe ich bei mir zum Beispiel gemerkt. Ich habe Sachen gelernt in der Schule, die ich bis heute nicht mal annähernd anwende oder anwenden werde. Ich habe zu 95% was gelernt in der Schule, was ich nicht brauche. Und das ist halt falsch. Du bist, wie lange ist man in der Schule, Digga? 10 Jahre oder so? Und dann kannst du halt studieren, aber da lernst du Mathe, Deutsch, Englisch, die Basics, geh ich mit, Digga, geh ich komplett mit, so. Aber da gibt es dann später auch Sachen, da wird Mathe, Freunde, das wird so lost mit Polynomdivision. Ich weiß nicht, wer von euch gerade noch in der 7. Klasse ist, ihr wisst nicht, was da noch für eine Scheiße auf euch zukommt. Heißt es Polynomdivision? Guck mal, ich weiß nicht mal, wie das heißt. Kurvendiskussion hieß die Scheiße. Kurvendiskussion mit Chat, gib mir mal ein paar Dinger. Kurvendiskussion. Ich habe, Real Talk, ich habe 10 Notenpunkte, Mathe-Abschlussprüfung geschrieben, Abitur und ich weiß jetzt nicht mal, worüber wir geschrieben haben, weil ich es vergessen habe. Ich habe nur für diesen Moment gelernt. Wie hieß das denn, Digga? Kurvendiskussion, was hat man da immer gemacht? Erste, zweite, dritte, was? Wie hieß das? Polynomfunktion, ach, keine Ahnung. E-Funktion, Stochastik, ja, Stochastik geht aber noch, Trigonometrie. Was musste man suchen? Damals, als man dachte, mit Taschenrechner wird alles einfacher. Digga, mit Taschenrechner? Du hast Taschenrechner in der Hand, du kommst auf dein Leben nicht klar. Lineare Funktion, Ableitungen, stimmt, erste, zweite, dritte Ableitung. Erste, zweite, dritte Ableitung, Integralrechnung. Digga, an die ganzen Siebtklässler, ihr habt so verkackt, Alter, siebte, achte, neunte Klasse. Ich glaube, das kommt später alles. Ihr wisst nicht, was da noch alles für eine Scheiße auf euch zukommt. Und das brauche ich. Wann zur Hölle habe ich jemals in meinem Leben noch die erste, zweite oder dritte Ableitung gebraucht? Das habe ich nicht. Vielleicht brauchen sie, dann kommen sie ja immer mit dem Argument, ja, hier, Ingenieure brauchen sowas. Digga, sieht es aus, als wenn ich Ingenieur werde? Nein, das interessiert mich nicht. Ich sitze hier gerade vor 14.000 Zuschauern und mache Packs von meinen Zuschauern auf. Ich möchte kein Ingenieur werden. Also hört mir auf mit der scheiß Ableitung, das juckt mich gar nicht.
Integral, Digga. Hier kommt nur England übrigens. Was geht ab, Siran? Ableitung hat mir 5 Punkte gesaved. Mach mir nicht Angst. Ach, Freunde, ohne Witz, geht mit dem Stream zu euren Lehrer und zeigt ihm das. Sagt, kennt ihr das, wenn der Lehrer sagt, ja, ihr könnt euch jetzt beschäftigen, weil die keine Aufgaben mehr haben? Macht den Stream an und der Lehrer soll mir Argumente geben, warum es nicht so ist. Würde mich interessieren vom Lehrer. Der ist dann, weiß ich nicht. Das ist so lost, Chat. Meine Meinung. Ich sehe mich schon in irgendeinem Video, aber es ist so. Mich kann man nicht... Ich denke auch, viele, die in meinem Alter sind, fühlen das. Oder ein bisschen älter oder ein bisschen jünger halt. Die fühlen das, was ich sage. Die Jüngeren, weiß ich noch nicht, ob ihr das so fühlt, weil ihr noch gar nicht so in dieser... Freunde, es ist so krass, wie die euch rasieren später. Ihr seid fertig mit der Schule, zack, 10. Klasse oder 12., 13., ihr macht euren Abitur. Wartet seit 20 Uhr, scheiße. Ich versuche mein Bestes, ihr wisst, es laden so viele ein. Und dann werdet ihr rasiert. Ihr werdet nie wieder was von diesem Thema hören, was ihr in der Schule gelernt habt. Dann heißt es auf einmal, ihr macht irgendeine Ausbildung und dann war's das. Ihr macht gar nichts. Ihr sollt dann Briefe schreiben oder weiß ich nicht, was ihr halt machen wollt. Es ist so krass. Zu 200% fühle ich das. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen asynchron bin. Es liegt daran, dass mein PC so scheiße ist. Ab nächster Woche ist es nicht mehr so, Freunde. Tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen hinwegsehen. Ab nächster Woche ist alles hier, habe ich High-End-Studio geführt. Krieg einen richtig krassen PC und dann kann ich meine Cam und so auch anschließen. Ich liebe Chemie, ich will den Spaß studieren, aber das Problem ist, dass man damit nur mit Doktortitel was rafft, anstatt dass man halt einfach auf das Gebiet... Guck mal, Falix, aber wenn du dich für Chemie interessierst, dann ist es ja gut. Weißt du, was ich meine? Aber ich gebe dir mein Wort drauf, 98% deiner Mitschüler in deiner Klasse juckt Chemie nicht mal annähernd, Digga. Das juckt die nicht mehr so richtig kleiner Furz in der Luft. So sehr juckt es die. Und deswegen... Würde ich es feiern, wenn die das so machen, nur du und auch nur das, was du lernen willst, bringen die dir bei. Du möchtest herausfinden, warum ein scheiß Mentos in der Cola explodiert? Ja, dann zeigen die dir das. So, das. Ich weiß gar nicht, ob das was mit Chemie am Hut hat. Ich hoffe, das war jetzt nicht lost, aber du weißt, was ich meine. Avocado Ali juckt es nicht in der letzten Reihe hinten. Avocado Ali snappt mit irgendeiner Eulen aus der Parallelklasse und der scheiß Lehrer schreit ihn an und nimmt ihn sogar ran, weil er sich nicht gemeldet hat. Und dann sitzt Avocado Ali da und hat ein Problem, Digga. Und der drückt ihm dann eine 6 und dann rasiert ihn sein Vater. So sieht's aus. KRS erklärt dir das. Dritte Ableitung, Digga. 100% gleiche Meinung. Ja, das ist so, Digga. Real talk. Freunde, gerne alle ein Follow da lassen auf den Stream oder ein Like. Supportet Eli Geller. Ich weiß nicht, wie viele. 14.500 Zuschauer, lul. Wir haben noch 500 Likes, dann haben wir die 15.000. Lol. 15.000 Likes auf so einen Eierkopf-Stream hier. Na so. Immer wenn so viele einladen, Mann. Kann ich eine Party erstellen? Das interessiert mich ja mal. Ja, ich kann eine Party erstellen. Okay, Mitteilungen. Wir müssen wieder über die Community-Dinger rein. Macht hier maximal 2 am besten. Einfach hier rüber geht's immer noch. 10 Partys sind am Start. Freunde, noch 70 Abos, dann haben wir 212 Abos. Alle nochmal hier ein Like und ein Follow da lassen. Wenn ihr Bock drauf habt. Ich feiere deine Meinung dazu. Ja, Freunde, das feiern viele, aber es gibt natürlich auch wieder ein paar, die mich haten und sagen, nö, du hast nicht recht, aber das gibt's immer. Freunde, soll ich euch das beste Beispiel sagen, warum es immer Hater geben wird? Das habe ich heute zu meiner Freundin gesagt. Es wird immer Hater geben und zwar ist es mir letztens bei einem Video aufgefallen. Dieses Ronaldinho-Video von diesen einen, was das beste Video auf ganz YouTube ist, mit 30 Millionen Views. Da haben sich wirklich Leute entschlossen, 20.000 Mal ein Dislike drauf zu geben. Wie lost sind die denn? Wisst ihr, da seht ihr, dass das gar keine Zukunft hat. Egal was du sagst oder egal was du machst, es wird immer, immer Hater geben. Wie kann man denn Ronaldinho-Videos disliken? Die Leute, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Real talk.
Wie kann man das machen, Digga? Da siehst du, Freunde, bei so einem Video siehst du, das ist lost. Das ist so lost. Wie kann man denn so ein Video disliken? Ich verstehe das nicht. Unglaublich. Ich mach mal Why Always Me an. Das lüht mir, ja, wahrscheinlich lüht mit Ü. Hab ich lange nicht mehr gehört. Wo ist das? Egal, wir machen Topspeed an. Das ist krass. Ronaldinho left the chat. Das ist schlimm. Real-Fans. Digga, Real-Fans. Ich kenne keinen, ich schwör's euch, ich habe noch keine Person kennengelernt, die Ronaldinho nicht mag. Ja, Real-Fans, Digga. Du likest, du dislikest doch keinen Ronaldinho. Nee, das könnt ihr mir nicht erklären. Also es wird egal, was ich damit sagen will, ist, egal was du machst, egal was du sagst, egal was, es wird immer Hater geben. Immer, immer, immer. Immer. Er 10 hat im Ben, ja, da hat er Applaus bekommen, aber natürlich haten ihn trotzdem welche. Aber ich verstehe halt nicht, wie man Ronaldinho nicht, also wirklich, wie man Ronaldinho, man kann ja sagen, ich bin kein Fan von Ronaldinho. Aber wenn man sagt, ich mag Ronaldinho nicht, die haben, also damals, jetzt kann man ja mit, keine Ahnung, warum der im Knast ist, aber damals habe ich keinen Grund, nichts, warum man Ronaldinho nicht mögt. Nicht mag, lol, nicht mag. Wir ziehen die ganze Zeit die gleichen Spieler übrigens. Es wurde noch hier kein Brett gezogen. Ich hatte einfach den besten Spieler, lol. Ich hatte Mares, Chat. Avocado Ali joining the Chat. Welchen Ronaldinho wie, welchen Ronaldinho? Mögt, mag. Mag, meine ich. Ich streame schon so lange, Freunde. Also bin auch ein bisschen kaputt. Deswegen. Aber wir sind noch online so anderthalb Stunden auf jeden Fall. Minimum. Richarlison? Richarlison, stimmt, Richarlison wurden gezogen, ihr habt recht. Avocado Ali, ey. Avocado Ali. Totzwürger. Top 100 Würger. Watta von Jamaika mit 2 Euro. Habe Vardy gezogen. Ist das gut? Vardy wurde sehr oft heute auch, ich glaube, 3 Mal gezogen. Vardy ist stabil. Also geht auf jeden Fall schlechter. Sagen wir es mal so. Benny mit 5 Euro. Ich habe letztes Jahr Abi gemacht. Matheprüfung mündlich mit Glück 5 Notenpunkte. Digga, Matheprüfung? Mündlich? Was ist das denn? Danke für 5 Euro. Yamik mit 1 Euro. In 2 Wochen Abi schreiben und morgen früh ist die Schule. Einmal doch nicht daran. Kilian mit 1 Euro. Volumenrechnung ist das Wichtigste, damit man das Volumen von seinen Jürgen berechnen kann. Achso, Ronaldinho Legend mit 5 Euro. Hast du Abi, Eli? Ich habe Fachabitur. Simon mit 5 Euro. Eli, du knirsch morgen Englisch-Abi-Prüfung für das Fachabitur. Mein Englisch ist so lost wie deins. Ich habe, Digga, mündlich habe ich 3 Notenpunkte bekommen und schriftlich 9 Notenpunkte. Miguel mit 5 Euro. Danke für deine Aktivität während deiner ganzen Corona-Sache. Hast mir 1000 andere... Was? Und 1000 andere durch deine Streams echt den Tag verbessert. Kuss geht raus, PS, nimm den 5er, um dir einen vernünftigen PC zu kaufen. Du 1,76, kleiner Knecht. Danke, Miguel. Almi mit 2 Euro, bester Streamer, grüß mal Aldi in den Eierkopf. Aldi, ich grüß dich. Hamza mit 1 Euro und die Mädchen kriegen dann immer 11, 12 Notenpunkte im Sport. Luis mit 2 Euro, moin Meister. Moin Luis. Mili Maxi mit 5 Euro, lies mal alle deine Spenden. Abgehoben seit 30.0. Nico Moll mit 2 Euro. Machst du auch Saudi-Arabi-Picks? Nee, die mache ich nicht. Hodenkobold mit 1 Euro. Hab studiert und brauche 0,1% in meinem Job. Ja, Digga, das kann ich. Ich fühle das alles. Flipflop mit 1 Euro. Zu krass dieses Beispiel. Dankeschön. Und schon wieder Adama Traoré zum 40. Mal. Tut mir leid, wenn ich die Spenden gerade nicht vorgelesen habe. Ich war in meinem Modus drin. Ne? Ich lese immer so alle 10 Minuten alle Spenden vor. Laser mit 1 Follow. Alex Afi mit 1 Follow. Danke für die Follows, Freunde. Perfekt, jetzt habe ich gerade ununterbrochen geredet. Was hat er für eine Bilanz? Schade. 15.000 Likes, Ehre. Eli hat Van Dijk Tots aus Premier League Upgrade gezogen, das ist krass. Ich hatte Messi, Ronaldo und Zidane aus meinem Pack. Jo, alle. Schade, wir müssen weitermachen. Sag mal was zum Jürgen von Benji, Digga, der hat einen richtig dicken Fleischjürgen. So ein Fleischjürgen hat der Kollege. Äh,
Und wie viel ziehst du deine Rewards? Ich ziehe meine Rewards um 12 Uhr morgen. Also nach einer Stunde, wenn Stream eine Stunde lang online ist, werde ich meine Rewards ziehen. Ich bin so krass gespannt morgen, Freunde. Wie gesagt, es werden morgen zwei Streams kommen. Einer auf YouTube und einer auf auf Twitch. Auf Twitch heiße ich EliasN97, Freunde. Da haben wir jetzt auch schon 35k, obwohl wir da kaum, also was jetzt kommt, das streamen wir zweimal die Woche seit 3 Wochen oder so. Das hier ist mein Twitch-Account, Freunde. Lasst da auch gerne ein Follow da. Mein Gott. Lasst da auch gerne ein Follow da. EliasN97 heiße ich da. Morgen werde ich da auch auf Twitch streamen. Um 21 Uhr. Perfekt. Ja. Mache ich immer kein FIFA-Content, da reagieren Sydney und ich immer auf so ein paar loste Dinge und machen meistens Gift-Sub-Wetten. Danke für die ganzen Follows, die reinkommen. Tyrox mit 1 Euro, Mac Miller mit 2 Euro. Boah, Digga, was ist hier los? Achso, das ist Twitch. Ich denke schon, was geht hier ab mit den Twitch-Followern? Käuf 91er. Water for Jamaica mit 2 Euro. Dankeschön. Also, Freunde, checkt meinen Twitch auch gerne ab. Bin ich auch eigentlich sehr aktiv. Digga, da auch immer die Zahlen, ne? Wir waren, glaube ich, noch nie unter 3000 Zuschauer oder so bei Twitch. Obwohl ich auf Schneckenrennen und so eine Scheiße reagiere. Ihr hättet mal einen Stream sehen müssen. Wer war dabei, Freunde? Dieser eine Stream, wo wir auf Schneckenrennen und Roboterfights und so reagiert haben. Sydney und ich. Das war so schlimm, ey. Da auf so einer Kacke hatten wir 4000 Zuschauer. So lost. Hoffe, morgen weiter die Familie Ritter angucken. Ja, ja. Morgen wird weiter Familie Ritter geguckt. Sebastian mit einem VIP-Sub. Herzlich willkommen in der Eli Army. Das war so lost. Hauptwache, Freunde. Hauptwache, dass wir darauf gestoßen sind, ist auch. Hauptwache, ich kannte das nicht, ne? Ich kannte das Early nicht. Mir war Hauptwache völlig fremd. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, Digga, ich dachte wirklich, ich bin im falschen Film, ne? Danke für die ganzen Follows auch auf Insta. Digga, da hatten wir, das ist so, ich wiederhole mich immer, aber ich bin einfach dankbar, Digga. Da haben wir, hört, guckt euch das an. Da haben wir am 23. April 100k geknackt. Am 23. April. Heute ist der 5. Vor nicht mal zwei Wochen. Wir haben jetzt schon wieder fast 109.000. Da fehlen jetzt noch 100 Follower. Dann haben wir 109.000. Wie krank das ist. Was das für eine kranke Scheiße ist. Ich weiß gar nicht, was mit euch los ist. Wirklich. Das ist voll das komische Gefühl, so in so Hype zu sein. Man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Kann ich mal jetzt hier einen vernünftigen Spieler ziehen? Wie wär's denn damit eventuell? Stranger Things Meinung nicht so gut. Sechste, was denn? Ihr habt uns Subgips gespielt, ja. Hä? Skippo-Meister mit 1 Euro, achso. Sechs, du Knecht. Was sechs? Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt mit sechs, hä? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Lul? Viele Berliner gucken dich. Ja, geht, Digga. So viele Lost. Ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Sechs. Ach, heute ist der sechste? Lul. Ach, heute ist der sechste? Voll. Achso. Ich habe gerade eine interessante Frage gesehen, Mann. Ach ja. Wer kommt denn alles aus Berlin? Eins in den Chat. Eins in den Chat Berlin, zwei in den Chat nicht Berlin. Es sind gar nicht so viele aus Berlin. Meine Follower kommen nicht alle aus Berlin. Klar, viele, aber, Digga, Deutschland ist groß. Können wir mal jetzt einen guten ziehen? Kein England. Kein England. Nicht kein England wahrscheinlich. Nicht England. Nicht England, EA Sports, Vancouver, Kanada. Holland, Algerien, Gabun. Ja. Wadi, schon wieder. Ich schwör's euch, es kommt nur England. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Gib doch mal Argentinien oder so. Hamburg. Na, ich sag euch, es kommen hier so viele aus Berlin.
Lüneburg. Meine Fresse, ey. Wadi ist nicht Schrott, aber es geht besser. Guck mal hier. Four Horner. Das hole ich mir auch irgendwann. Ey, ich habe so Bock auf GTA 6 übrigens. Freunde, dieses Jahr wird so geil. Also, was heißt dieses? Nächstes Jahr wird so geil. PlayStation 5, GTA, diese ganzen neuen Spiele. Das wird wieder so ein fetter Hype kommen mit der PS5. Hilfe. Da wird so krass gehypt sein alles. PS5, Hilfe. FIFA 21 auf PS5. GTA wird klatschen ohne Ende. Ich sag's euch, ich hol mir safe GTA. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ich glaube, ich hol mir eher GTA, als ich FIFA 21 hole. Achso. Kündigung bei Hertha, achso. Hertha kündigt jetzt. Hallo Elias, wir haben gehört. Skippo-Meister mit einem Euro habe ich vorgelesen. Spenden habe ich vorgelesen, Freunde. Perfekt. Wir haben 15.000 Likes geknackt. Ehre, wir haben 16.000 Likes sogar. Dankeschön für den krassen Support, Freunde. 16.000 Likes auf den Stream. Ehrenmänner. Nächstes Pack hier am Start. Wir machen noch ein bisschen Packs auf, aber so... Ich möchte weiter ein zweites Team nachher machen. Einfach um zu gucken, was so möglich ist. Wisst ihr, was ich meine? Es werden so krasse Karten released und da interessiert es mich einfach, was ich so machen kann mit meinen Coins. Ich habe, glaube ich, wenn ich so, ja. Ist halt schwer, ne? Kräuf und so. Darauf hätte ich schon Bock auf Kräuf. Guck mal hier. Benz 11 aus Berlin. Get Fisted. Digga, jetzt hole ich dir Van Dijk. Pass auf. Van Dijk. Das Lied ist so scheiße. Da kannst du auch gern Van Dijk ziehen. No. Wieder Wadi. Ich glaube, Wadi ist nichts Besonderes. Das ist der dritthäufigste Spieler oder so, den wir heute ziehen. Zum sechsten oder fünften Mal haben wir jetzt Wadi gezogen. Mein Gott, ey. Ja, der hat gute Werte, Chat, aber es gibt viel bessere. Real Talk. Die Lichter an meiner Wand heißen Nano Leaves. Aachen, Salah. Salah wurde noch nicht mal gesichtet, Digga. Salah noch nicht mal annähernd. Es werden die ganze Zeit Engländer, also Wadi, aber es wird auch kein Arnold oder so gezogen. Arnold oder Robertson wurde noch nicht einmal gezogen. Henderson wird oft gezogen. Adama Traoré, Wadi. Das sind Konuichu. Das sind die drei. Rashford wurde auch zweimal gezogen, stimmt. Rashford wurde gezogen. Salah wurde noch nicht einmal gezogen, mein Ehrenbruder. Ehrenbruder Salah wurde noch nicht einmal gezogen. Eddie YouTube mit einem Follow. Wiese 13, Kevin, Fabrice, Khan, Ricardo, der allererste Soshi. Alle mit einem Follow auf den YouTube-Kanal, Freunde. Ich glaube, wir haben sogar schon 212 geknackt. Nur YouTube kommt nicht hinterher, weil die lost sind. Oder nicht YouTube, sondern Social Blade. Na, ja, ja. Maris habe ich auch gezogen. EMD Luis. Kannst du Ägyptisch ein bisschen? In welchem Bezug lebst du in Steglitz-Zehlendorf? Früher in Tempelhof. Adama ist Bombe. Also Adama, natürlich, Freunde, fast jede Karte ist gut, die du da ziehen kannst. Aber es gibt halt so viele gute und da ist so ein Adama Traoré eher schlecht. Aber natürlich ist es gut. 212.000 Abos geknackt, aber ich glaube, wir haben schon. Also Social Blade, das dauert immer so lange bei Social Blade. Wenn halt immer so viele auf einmal dazukommen. Achso. Wir haben 212.058. Na, perfekt. Silberschwitzer 3 mit einem Follow, Ehre. Ich habe Maris gezogen. Ja, Maris ist auch, sag ich zum 40. Mal. Jetzt bitte nicht England. Aha! Mares zum dritten Mal heute. Mares zum dritten. Da bin ich ohne Witz. Ich bin so krass zufrieden mit Mares, dass ich den gezogen habe. 95er Mares, Ehrenkarte. 5 Sterne Skills, 99 Ausdauer. 900k kostet der. GG's in den Chat, Freunde. GG's in den Chat. 99 Beweglichkeit, 99 Ausdauer. Der soll richtig, richtig gut sein. Ich habe den noch nicht gespielt.
Gönn dir. Den kannst du sogar gut einbauen, glaube ich. Ja. Nee. Hol dir Richarlison und Mahrez, mein Freund. Glaub mir. Trust in me. Danke für dein Pack. De Bruyne, Digga, wenn man da De Bruyne zieht. De Bruyne noch nicht mal annähernd gesichtet. I really appreciate it. Wie lange streamst du noch? So eine Stunde, anderthalb Stunden, irgendwie sowas? Ich finde es relativ, ich finde es übertrieben entspannt, hier gerade mit euch zu chillen. Und einfach so mit euch zu reden. Oh, jetzt haben wir schon wieder diesen Bug, ein paar Packs aufzumachen. Der Support ist wieder ganz brutal. Wir sind ganz halt über 10.000 Zuschauer. Wo ist die Scheiße? Hier, Communities. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Chat, fragt mich einfach. Ich antworte auf alles. Also nicht nur FIFA, worauf ihr Bock habt. Wie groß ist denn Jürgen? Wann hast du zuletzt gewirkt? Nee, worauf ihr Lust habt, ich beantworte fast alles. Allgemein mit dir ist es sehr chillig. Dankeschön, mein Freund. Willst du Tattoos? Ich war mal auf einem Tattoo-Trip, Freunde, aber das haben mir dann mehrere Leute ausgeredet. Weil du siehst halt dann, wenn du einen guten Körper hast, oder wenn du auch keinen guten Körper hast, Tattoos, finde ich persönlich, sehen sehr viel besser aus, wenn du Muskeln hast, so am Arm, wenn du so einen richtig krass durchtrainierten Arm hast, ne Homo, und dann halt so ein krasses Tattoo, das sieht schon sehr gut aus, aber irgendwann, das geht halt nicht weg, außer du lässt es wegmachen. Ja. Ich wollte Tattoos machen, aber habe mich dann dagegen entschieden. Meinung zu Rittersport, Joghurt. Rittersport, ob du mir das glaubst oder nicht, ich esse kaum Joghurt, aber wenn ich sowas esse, dann esse ich Monte. Monte finde ich gut. Das Beste von allen Freunden von diesen ganzen Kinder-Pinguin-Milchschnitte ist in meinen Augen mit ganz viel Abstand Maxi King. Maxi King ist in meinen Augen der Shit. Maxi King ballert richtig rein. Ist das Beste von denen, von diesen ganzen Kinder-Pinguin, Milchschnitte, Schoko-Fresh-Dinger da, diese Nilpferde oder was es da ist. Da ist es mit Abstand das Beste. Plus eins, das ist übertrieben geil. Schoko-Fresh, Junge, du bist lost. Nein, Digga, das ist übertrieben gut. Jason mit einem Sub, danke für den Sub. Bueno, nee, das ist ja ein bisschen really was anderes. Aber, Bueno feier ich auch, von diesen, also Kinderriegel oder so. Duplo feiere ich gar nicht. Kinderriegel mäßig ist Bueno schon sehr oben, würde ich auch sagen. Mert mit einem Sub, Ehrenmann, danke für deinen Sub. Kinderpünge, na geht. Maxi King ist Freunde, Maxi King ist Liebe. Maxi King ist richtig Liebe. Ihr werdet Placement irgendwann sehen von denen, von mir. Es heißt Pingui, Kinderpingui. Kinderpingui. Rittersport-Joghurt ist übrigens Schokolade, du Eierkopf. Ach so, stimmt. Ach, wegen meinem Papa, was er mir geschenkt hat. Deswegen. Kinder-Country ist auch gut, ja, finde ich auch. Kinder-Country ist auch lecker. Wie viele Subs kommen hier rein? Green Gang mit einem Sub. Freunde, Ausrufezeichen, Sub, dann könnt ihr mich hier auch unterstützen. Aber es unterstützt mich genauso, wenn ihr nicht finanziell mich unterstützen wollt, was ihr auch nicht müsst. Könnt ihr einfach ein Like auf den Stream da lassen, dann sehen ihn viele Leute, weil YouTube denkt, oh, das ist ein guter Stream, hat viele Likes und zeigt ihn dann Leute an, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben und so kann ich neue Follower dazu bekommen. Also wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, einfach unten auf Abonnieren drücken. Irre. Und jetzt habe ich auch was Neues im Shop. Irgendwann werde ich auch, Freunde, irgendwann wird auch ein On-Merch kommen. Ich weiß, ihr wartet alle drauf mit Nackenkissen-Merch oder so. Es wird was kommen, irgendwann. Momentan habe ich aber leider wirklich so viel zu tun. Aber irgendwann wird sowas kommen. Snickers? Nee, Digga. Snickers, Twix, Bounty, ja. Alter, Digga, mit einem Sub. Danke für den Sub. Vielen lieben Dank. Puller-Merch. Puller-Merch ist gut, ja. Mars, nee. Mars feiere ich gar nicht. Also von denen würde ich sagen, ist sogar... Ich glaube, Twix mag ich da am meisten. Von diesen ganzen Dingern ist, glaube ich, Twix das, was ich am meisten feiere. Bounty ist lost. Bounty finde ich auch lost. So Kokosnuss ist nicht so meins. Gree Gang nochmal mit 3 Euro. Danke für 3 Euro, mein Freund. Milky Way, aber das sehe ich kaum noch. Milky Way sehe ich kaum noch. Nackenkissen wäre nice. Ja, oder einfach ein T-Shirt mit, weiß ich nicht, I appreciate it oder. Achso. Ohne Damen.
sind meine Kinder so. Baut die Nagel. Baut ist Geschmackssache, Freunde. Ist Geschmackssache. Okay, neue Frage. Ich sehe hier meinen Chat, wenn jemand neu reinkommt, die denken, was sind das hier für Eierköpfe? Fragt, was ihr wollt, Freunde. Fragt, was ihr wollt, ich antworte auf fast alles. Und wir haben schon wieder Suyunchu. Suyunchu. Soll aber gut sein, die Karte. T-Shirt mit Eli, Junge. Eli, T-Shirt mit Junge, lass spielen, Junge. Junge, ich spiele gut für dich, Junge. Woher kommt das Asso? Freunde, das Asso kommt von Jordan. Von Jordan und Sydney. Die Geschichte dazu gibt's bei... Warte mal, hier. Check den Kanal. Ich hab einen... Was heißt Zweitkanal? Es wird form... Ach, fuck. Transformiert. Heißt es so? Transformiert? Zu einem Zweitkanal. Check den Kanal mal ab, Freunde. Es war mein alter Stream-Highlight-Kanal. Oder ist es immer noch. Aber, das ist jetzt mein neuer Kanal, also der Zweitkanal, irgendwann wird da auch Real-Life-Videos kommen. Gehe ich mal stark davon aus, mit Jordan und Sydney. Und hier ist auch das Video mit, achso, hier ist es, die Geburtsstunde von Asso. 130.000 Klicks, Digga, dass es euch das so juckt. Also hier, das ist ganz, hier, Daily Content, jeden Tag wird gefühlt hier was hochgeladen. Checkt den Kanal aus, Freunde, Eli Geller heißt er. Stark, Junge. Macht hier mal die 50.000 voll, Freunde, 50.000 full machen, würde mich freuen. Das wird auch irgendwann abseits von FIFA werden da Videos hochgeladen oder halt Stream-Highlight-Ausschnitte, sowas halt kommt dann da. Würde mich freuen, wenn ihr da Support da lasst. Ist eigentlich ganz witzig, der Kanal, da gibt diese ganzen Fragen, die ihr mir immer stellt, die kommen da immer vor. Checkt den Kanal ab, einfach Eli Geller. Spende lese ich gleich vor. Digga, wie viele Spenden, Hilfe, Mann. Geier ohne Eier mit 1 Euro. Sandro mit 4 Euro. Freund hat den Bräune gezogen. Deshalb der Name, meine Frage schon mal... Nee. Danke. Oder viel Spaß, Sandro, mit der Bräune. Serut mit 1 Euro. Ich bin Kohle, darf ich auch Kinder Country essen? Kannst du machen. Leon mit 1 Euro. Deine Meinung zu Gehalt von Fußballern? Digga, da kannst du nur... Was soll ich dazu sagen, Freunde? Kann man nicht so viel dazu sagen. Also... Vielleicht ist es ein bisschen viel, aber jeder von euch würde nicht Nein sagen zu dem Gehalt. Ich meine, Fußballer entertainen... Perfekt. Fußballer entertainen so viel. Das ist ja nicht nur der Fußball. Überlegt mal, Freunde, für manche ist Fußball wirklich eine Religion. Für mich. Ich könnte ein Leben ohne Fußball, das wäre so lost. Es ist ja nicht nur dieses... Oh ja, die spielen 15:30 am Samstag. Das ist wirklich wie ein Leben geworden. Ohne Fußball... Ich weiß nicht, ob mich manche fühlen, ohne Fußball, ob man jetzt privat im Verein einfach zockt oder draußen bolzen geht oder sonst irgendwas. Ohne Fußball, Freunde, wäre das Leben so viel schlechter, meiner Meinung nach. Und das ist halt so, Fußball ist ein riesengroßes Geschäft, Freunde. Und da fließen dann halt auch mal höhere Summen und why not, Digga? Warum sollten die Fußballer, wenn das Geld da ist, nicht... hoch bezahlt werden. Natürlich sollten Ärzte und so, bin ich der Meinung, natürlich auch viel höher bezahlt werden. Ärzte oder Kranken, also die sich um die Leben retten oder sowas. Da gibt's die, ich weiß, was ihr meint. Der eine verdient viel, der andere verdient, dann müssten die anderen auch. Ich bin dafür, dass alles ein bisschen angehoben wird. Dass da nicht so viel rumgegeiert wird. Mein Gott. Meine Fresse, so schwer ist es ja nicht. Ein bisschen, weiß nicht, Digga. Ein bisschen rumgegeiert. Nur rumgegeiert, ey. Fühle ich, ja. Fußball ist wirklich wie eine Religion geworden. Ich könnte gar nicht mehr ohne Fußball. Hat er hier ein Pack oder nicht? Ach so, ich habe die Kontrolle, Lul. Okay, Eli Geller. Was machen wir? Linkes Ei-Pack. Mein linkes Ei ist dran, ne? Muss ich erstmal rauskramen. Also, falls irgendjemand mal bei mir zu Hause ist und mein Controller spielt, der hat ein Problem. So. Linkes Ei. Holland. Perfekt. Vardy zum 40. Mal. Also ich glaube, dass Vardy wirklich der Spieler ist,
wo EA sagt, na gut, das ist der Spieler, der gut ist, dem wir den gönnen. Aber das ist ja kein Zufall, Freunde. Niemand zieht hier irgendwas, das ist krass. Hast du jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Doch, doch. 5 Euro, bitte ein Team mit Poldi und Schweini. Niente, das werde ich nicht machen, mein Freund. Tut mir leid. Wo ist mein scheiß Ladekabel? Hier. Adama, Richarlison, ja. Adama, Richarlison und Vardy sind so die Spieler, die Mahrez eventuell auch noch. Aber Vardy viel öfter als die anderen guten. Wie kann ich dich einladen? Einfach PSN, Elias N97. Da komme ich rein. Ich lese wieder ein paar Follows vor, Freunde, die reinkommen. Ralic mit einem Follow. Leon mit einem Follow. Lacoste mit einem Follow. Philipp mit einem Follow. Rein in die Olga mit einem Euro. Wird dein Zweitkanal dann genauso aktiv geführt wie die RTG von Zedney und dir? Tschö mit Ö. Ne, ein bisschen aktiver noch. Also wir wollten beim RTG-Account nicht so viel Content bringen, damit wir euch nicht auf die Klöten gehen. Daily Upload und so, aber der soll noch aktiver auf jeden Fall werden. Ne, da kommt jeden Tag was online oder alle 2 Tage kommt da was online. Ralevic, Dia, Hotti, Suplex, alle mit einem Suplex. Alle mit einem Follow. Grey Gang mit. Ach, habe ich vorgelesen. Danke für den Fünfer. Kevin mit 5 Euro morgens an aus Elberpack. Ich habe ihn heute gezogen. Ehre. Ich versuch's, Digga. Ich bin gespannt, was sie mir morgen ziehen. Morgen wird, glaube ich, ein richtig krasser Stream. Morgen wird ein richtig krasser Stream. Lars mit einem Euro. Philipp mit einem Follow. Sandros Mutter ist geil. Achso. Und dann. Ein paar Insta-Follower, solange wir hier reingehen. Der Knecht in Edi Stream. Der Knecht in Edi Stream. Ehre. DMTRB. Hugo. MPAs. Flavius. Flavio Zuminetti hier. Maris. Mpack. Digga, die Musikhilfe. Chanas, Kefir, Ami, Benny. Vielen Dank für die Subs. Edigella Regier fragt Domina. Achso. Perfekt. So. Big Mac Bundle. 17 Euro von Siran. Ohne Nachricht aber. Oder hast du aktualisiert hier? Punkt. Lol. Danke Siran für 17 Euro. Akin Fenwar mit 2 Euro. Hä, was? Grey Game mit 2 Euro. Akin Fenwar? Was meinst du? Erstbesitzer Tonali, das freut mich für dich, aber wir müssen die Packs aufmachen. Tonali fand ich übertrieben gut immer, als ich den hatte. Ich hatte den ja 3 WLs oder so. Guck mal, erstmal hier. Wo ist das? Achso. Oh ne. Lol, mir ist nichts eingefallen. Lol. I really appreciate it. Wann kommst du morgen online? Um 11 Uhr. Checkt mein Insta-Story ab. Von 11 bis 16 Uhr komme ich online ungefähr. Oh. Ey, man kann kein Van Dijk oder so ziehen. Das geht gar nicht. Nicht mal ein Aguero oder Aubameyang oder Son. Da wurde ja noch nichts gezogen. Die haben die rausgenommen. Hundertprozentig kann man die nicht ziehen. Das ist ja kein Zufall hier. Die Wahrscheinlichkeit, das muss man sich mal ausrechnen. Das ist doch lost, Digga. Belastend. Übertrieben belastend. Das ist echt so krass belastend. Ein Van Dijk, bitte. Oder einen guten. Einen einzigen. Wurdest du mal beim Jürgen Würgen erwischt? Ja, Digga. Von meiner Schwester leider. Richtig lost war das. Das ist krass, ne? Dass nichts gezogen wird die ganze Zeit. Wir werden gleich mal ein neues Team bauen. Also nochmal umkrempeln. Ich will mir eigentlich was mit Hullet bauen. Aber ihr könnt mir da gleich helfen, Freunde. Ich weiß, dass ihr so Teambuilding-Sachen feiert. Oder wenn ihr einfach sehen wollt, was so E-Sportler für Teams sich bauen wollen. Ich habe jetzt, oh, ich freue mich so krass auf morgen. Morgen, Freunde, habe ich endlich so viele Coins wieder am Start. Das freut mich so krass. Dann kann ich wieder so geile Teams bauen. Ich habe ja so die letzten 2 Wochen, das war ja lost. Das war so lost, was ich in den letzten 2 Wochen gezogen habe. So schlimm war das. Gezogen habe wahrscheinlich. Was ich in den letzten 2 Wochen für Teams hatte teilweise. Ich habe mich gewundert, dass wir überhaupt 30-0 mit diesen jetzt gemacht haben.
Das Team ist ja im Vergleich zu anderen Pro-Teams, das ist voll kacke gewesen. Mukiele war so ein Game-Changer, Freunde, für 400k. Danke für die Follows auf Insta. Mukiele, 400k, Freunde, absolute Kaufempfehlung. Er ist so krass gewesen. Mukiele und Gomez war die halbe Miete, warum ich 3-0 gemacht habe. Die waren so gut, die beiden. Juli 17 mit 5 Euro. Was sind deine Ziele für die nächsten Jahre? Nicht nur auf FIFA bezogen. Meine Social-Media-Kanäle so hoch pushen, wie es geht. Um da auch ein bisschen selbstständig. Vielleicht auch irgendwann mal einen eigenen Laden aufmachen oder ein anderes Standbein. Ich weiß es noch nicht. Da habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht. Ey, Scheik mit einem Euro. Gehörst mit Abstand zu den besten YouTubern, die ich je gesehen habe. Ich bete, dass morgen die niederländische Flagge erscheint. Ich auch, mein Freund. Dankeschön für den Euro. Gregeng nochmal mit einem Euro. Tim Knoll mit einem Follow. Wilke Trippe mit 11 Euro. Edi, du Eierkopf, komm mal nach Münster. Ich war noch nie in Münster, aber Münster soll schön sein, habe ich gehört. Wilke, vielen Dank für die 11 Euro. Gregeng mit, das habe ich vorgelesen. Dankeschön für die ganzen Spenden, Freunde. Wir haben schon wieder so viel gespendet bekommen in dem Stream. Hilfe. Till, Game Sheriff, Twitch, Philipp und Kubilai alle mit einem Sub. Der Shop ist momentan nicht verfügbar. Ehre. Sehr gut, EA Sports Vancouver, Canada. Sehr, sehr gut. Ziegenmaul Paulus mit einem Follow. Thanks. Freunde, Mods immer mal wieder mein Twitch und so. Immer diese ganzen Links immer mal wieder reinkloppen. Rix, Clan Müller, Nico Lichtenberg alle mit einem Follow. Mach Friseurladen auf, ja. Friseur, war ich wirklich. Münster ist Schmutz. Wirklich? Komm mal nach Mannheim. Bin öfter in Mannheim, weil ich immer, wenn ich zu Benji fahre, bin ich da in der Nähe. Auf jeden Fall bei Mannheim. Da gibt es einen sehr guten Dönerladen, City Döner. Das sage ich in jedem Stream immer. Rashford Team of the Season wird bestimmt nice sein. Karlsruhe war ich auch noch nie. Ich war in Hamburg, Freunde. Ich war in Hamburg, in Leipzig, in Düsseldorf, in Köln, in München, in Wolfsburg. Der erste Chat. Der erste richtig gute. Ja, da kannst du mal auf. Hat der Wiesbaden-Trikots an? Lol. Der hat Wiesbaden-Trikots an. Na gut. GG's, Freunde. Zum ersten Mal einen richtig guten. So ein Aubameyang würde mir morgen so krass reichen als besten Spieler. Ich habe Angst, dass da morgen Henderson oder so erscheint. Ich schwör's euch. Ich habe da so krass Angst vor. Gönn dir Aubameyang, mein Freund. Broski sagt ja, dass der richtig krass sein soll. Ich fand Aubameyang noch nie gut in irgendeinem FIFA. Ich kam nie mit denen klar. Aber der muss krass sein. Den kann er auch sehr... Oh, er hat Salah auch. Digga, der hilft dir ja richtig. Salah Erstbesitzer und Aubameyang Erstbesitzer. Ja, nee, du hast wenig Glück auf jeden Fall. Gönn dir, mein Freund. Wow, was denn auch? Digga, wie viele hat der Kollege? Krass. Krass, krass. Und bei Meang ist richtig gut, Freunde. Ach, ich feiere diese Tots-Zeit so krass. Ich feiere Tots viel mehr als Totti. Eins in den Chat, wenn Tots besser ist als Totti. Alleine, weil es so viel wahrscheinlicher ist, dass du jemanden bekommst. Freunde, Totti ist so unwahrscheinlich, irgendjemanden zu ziehen. Das ist krass, du ziehst keinen. Ich guckt euch die Pack-Openings bei den ganzen Influencer-YouTubern an. Digga, die stecken da fünfstellige Beträge rein, die ziehen ein oder zwei Stück. Das ist krass. Beim Tots, da gibt es so viele, die du ziehen kannst, jede Woche neu, so viele neue Karten, Digga, beim Totti ist es, und die haben ja die gleichen Werte, Digga, I really appreciate that, man. Sebastian really mit einem Sub, herzlich willkommen in der Eli Army, ja, auch fast nur eins, ich habe noch, ja, also ich finde Tots tausendmal besser als Totti, tausendmal besser, fahr zur Hauptwache, 500.000 Abo-Special, Hauptwache, mit Sydney und Jordan, achso, 109.000 Follower geknackt auf Insta. Danke für den Support. Edi Geller Zitate. Oh, das ist mal eine gute Insta-Seite. Das ist mal was Neues von den ganzen Memes. Nach jedem Stream, den ich mache, es gibt mindestens 50 Memes von mir. Jedes Mal. AC Paul mit einem Sub. Mit einem Sub wahrscheinlich. Mit einem Follow. Simon mit einem Follow. M Pack mit einem Follow. Semi 57. Jan. Genau. Danke für die ganzen Follows. So, aber ein Van Dijk, Digga. Ein Van Dijk werden wir doch wohl hier ziehen. Early. Uno Van Dijko. Ich hab's in der Pisse. Da ist was drin.
Da ist es. Ich hab's gesagt. Real Talk. Nicht England. Aguero würde mir reichen. Son. Mahrez. Nicht England. Oh. I really appreciate that, man. I really think so. Ich schwör's euch, dieser Vardy. Dieser Jamie Vardy, Alter. Das ist krass. Ashley wartet um die Ecke. Im Hannover war ich auch noch nicht. Im Hannover war ich noch nie. Eli Geller, du bist Top 99 Spieler. Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Freunde, ich bin so gehypt morgen auf das Pack, ey. Ich bin so gespannt, was auch so die Elite-Spieler und so morgen ziehen werden. Stell dich mal vor, EA nimmt alle hoch und die machen saudi-arabische Spieler rein. Einfach so. Ich will euch erklären, warum es so unwahrscheinlich ist, dass es so ist. Letztes Jahr konntest du 11 Tots ziehen, also nur von der Premier League. Und letzte Woche konntest du auch nur die aus der Community ziehen, aus dem Community-Tots. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass es nur Premier League-Spieler sind, die man ziehen kann. Der Stream morgen, Freunde, ich bin da so gespannt, wie der sein wird. Hilfe. Der wird so heftig, glaube ich. Dass ich den auch alleine. Genau wegen so einem Ding, da würde ich zu Sydney fahren und wir würden das Ding zu zweit machen. Es ist so schwer, so einen Stream alleine zu managen, wenn du halt so streamst wie ich, so auf den Chat eingehen und versuchen, so viel wie möglich vorzulesen, dann ist es so krass schwer. Weil wenn du so 5 Minuten nicht in den Chat guckst, musst du erstmal so viele Spenden vorlesen. Ja, aber ich werde versuchen, immer meine Follower, meine Spenden, alles vorzulesen. Weil ich weiß, ihr freut euch dann. Das ist ja auch so das Mindeste, was man eigentlich machen kann. 17.000 Likes haben wir auf dem Stream. Alter Schwede, macht hier mal die 18.000 voll, Freunde. Immer noch 13.000 Zuschauer am Start. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Siran wieder mit 11 Euro, mit Ansage, Durchschnittszuschauer 20.000 morgen. Ich bin gespannt, Digga, mal sehen. Danke trotzdem, Siran, für 11 Euro. Mirko mit einem Sub. Get Portugal mit 2 Euro, komm mal lieber in die Schweiz. Ich war noch nie in der Schweiz. Und schon wieder Türkei. Sebastian Eppler mit einem Sub. Izian und Hans Zimmer. Hans Zimmer mit einem Follow, Freunde. Hans Zimmer hat den YouTube-Kanal abonniert, der allerechte. Bomber mit einem Follow. Miguel mit 3 Euro. Bei 300.000 schwarz und weiß. Featuring Oliver Pocher, maybe? Ach so, jetzt verstehe ich es. Ja, ich schreibe den eventuell irgendwann mal an. Das würde sehr gut ankommen, glaube ich. Like, komm, bei Tor. Hamza wieder mit einem Euro. Von wo hast du dein blaues Balenciaga-T-Shirt? Wollte es mir auch holen, aber finde es nur für Damen. Lul. Das ist von, wie heißt die Seite? Irgendwas mit E, mit F? Fartage? Fartage? Irgendwie sowas. Partage. Aber Freunde, ich empfehle euch, nicht so viel Geld für Klamotten auszugeben, wenn man kann sich mal was gönnen, aber es ist an sich unnötig. Es ist an sich unnötig. Wenn ihr wirklich Geld habt und sagt, ich gönne mir sowas mal oder ich kann mir mal sowas holen, dann könnt ihr es machen. Aber wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, es gibt ja diese Kollegen, die verdienen 500 Euro im Monat, Nebenjob, und holen sich dann für 400 Euro ein T-Shirt, nur damit sie flexen können, und dann haben sie 100 Euro und können nicht mal ihr Essen bezahlen oder so, aber haben dann ein Balenciaga-T-Shirt. Das ist auch lost. Also da empfehle ich jeden von euch, das hat gar keinen Sinn. Null. Null. Aber ich verurteile zum Beispiel auch niemanden, der sich sowas kauft. Weil ich denke immer, wenn die das machen können, Digga, dann machen die es halt. Aber ich finde es halt dumm, wenn die das machen, wenn sie es sich nicht leisten können, sie es nur machen, um zu flexen. Das ist Schmutz. Das hat wenig Sinn. Das tut ja auch dann richtig weh, Alter, so dann 400 Euro für so ein T-Shirt auszugeben. Was sich ja nicht besser macht oder so. Da steht einfach nur Balenciaga drauf oder, weiß ich nicht, Gucci. Hole meistens Basic und Nike und Adidas Schuhe, aber hab zum Marken Please oder Hosen, die ich feier. Ich hab, Freunde, Nike ist ja auch teuer. Ich feier Nike so krass. Adidas darf ich zum Beispiel gar nicht tragen. Weil ich hab einen Deal mit Nike, aber ich feier Nike auch so krass. Nike ist richtig geil. Hier, so eine T-Shirts, Freunde.
Mies cool. Kostet 25 Euro oder so. Cooles T-Shirt. Nike-Athlet. Wahrscheinlich bin ich ein Nike-Athlet. Fitnessstudios machen bald wieder auf. Cooles T-Shirt. Cooles T-Shirt. 25 Buletten kostet es. Holz. Jetzt werde ich hier auch noch Fashion-YouTuber wahrscheinlich. Drops mit Hans Zimmer, Vevo. Danke für die ganzen Follows, Freunde. Es ist unmöglich, alles vorzulesen. Ich schwör's euch, weil es kommen in 2 Minuten kommen 30 Stück rein. Wenn ich alles vorlesen würde, würde ich hier nur vorlesen. Ich lese ja so schon krass viel vor. Fühlt euch wirklich alle geküsst. Die followen, die liken. I love you total, ehrlich. Ehrlich wahrscheinlich. Was ist das jetzt hier? England, Stürmer wenigstens. RV, Arnold zum ersten Mal. Nee, hä? Wan-Bissaka, lul. Wan-Bissaka zum ersten Mal. Wan-Bissaka zum allerersten Mal. Mich würde interessieren, glaubt ihr, der ist besser als Arnold? Chat, glaubt ihr, Wan-Bissaka ist besser als Arnold? 1 in den Chat für Bissaka, 2 in den Chat für Arnold. Er heißt Jürgen Würger, echt? Voll schwer, ich glaube, das ist ein schwerer. Der hat halt... Aber du bist der Erste, der Wan-Bissaka gezogen hat. Das ist schwer, ne? Jürgen Würger. Sein Team heißt Jürgen oder sein Verein heißt Jürgen Würger. Ehrenmann. In Bremen war ich auch noch nicht, fällt mir auf. In Bremen war ich auch noch nie. Ich habe Marius gezogen. Bin ich sogar voll zufrieden mit Marius. Den werde ich auch zocken. Meinung zu Wakes. Ich bin gut mit Wakes. Wir schreiben ab und zu auf Instagram. Burak hier. Ich habe eigentlich mit niemandem Beef. Das ist auch sehr gut. Ich komm mit eigentlich jedem klar. Also jeder war bis jetzt nett zu mir. Jeder war nett zu mir. Ich war eigentlich nett zu auch den anderen. Ich kenne niemanden, mit dem ich Beef habe. Also Real Talk. Mit allen gut, mit allen von der Crew. Mit den einen habe ich mehr Kontakt, mit den anderen weniger. Aber mit niemanden habe ich so, außer mit Mo. Ja, mit Mo hält ich und Mo hätten uns. Nee. Weil du jeden beleidigst. Ja. Nee, keine Ahnung. Ich finde halt, ich bin immer so sehr direkt zu allen. Also ich versuche da immer so dieses Cringe wegzubekommen. Wenn du zum ersten Mal mit jemandem redest oder so, wisst ihr ja, es ist immer kritisch. Da weißt du nicht, was du für Witze machen kannst und so. Ich versuche das immer so früh wie möglich, diese Barriere zu brechen. Ich versuche immer so früh wie möglich, dieses Lockere reinzubekommen und das hat bis jetzt sehr gut geklappt. Ich habe jetzt schon mit sehr vielen aufgenommen, mit Broski, mit den Teasies, mit Benji, Bossio, Pro uns, Tabak. Mit so vielen habe ich schon auch, Erne. Und da war es immer so direkt so dieses, wir haben uns immer alle direkt verstanden. Blaze Lied. Blaze. Jetzt hier einmal Holland, Ägypten. Oder mal Mané. Mahrez. Also ich schwör's euch, hier wird nur Mahrez, Vardy, Henderson, Soyuncu. Nur die Spieler werden gezogen, ne? Ich meine das krass ernst. Und ganz selten mal so ein Wan-Bissaka oder so ein Aubameyang oder so. Das ist krass. Aber Vardy ist okay. Vardy ist okay. Thank you, man. No problem. Edi, was sagst du zum Friseur? Ich sag ihm, also Chat, ihr geht zum Friseur, ihr sagt ihm, ihr möchtet einen Fasson. Auslaufend, Seiten 0, dann 1 mm, 2 mm, 3 mm und vorne halt die Spitzen oder weiß ich nicht, wie viel ihr abhaben wollt. Und ich habe halt Locken. Bei mir ist es Natur, dieses Lockending. Und vorne mache ich gar nichts. Er macht eigentlich immer nur hinten. So läuft es bei mir immer. 1, 2, 3 mm auslaufen. Das ist es, Frieda. 1, 2, 3 mm auslaufen. Where is my fucking... Ja, hier.
18.000 Likes, Digga. 18.000 Likes haben wir. Freunde, vielleicht knacken wir hier noch die 20.000 Likes. 20.000 Likes wäre Ehre. Dann sind wir, glaube ich, sogar Platz 1 in den Trends. Oder 2. 1 oder 2 sind wir dann. Oder 3. Oh, what the? Wie fandet ihr das Video mit Erne heute? Ob ihr es mir glaubt oder nicht? Ich hab's mir noch nicht angeguckt, ne? Mein Video habe ich mir noch nicht angeguckt, weil ich keine Zeit hatte. Ich habe Ernes Video geguckt, aber meins habe ich nicht geguckt. Weil ich bin die ganze Zeit Auto gefahren. Ich hatte gar keine Zeit. Ich habe 16 Uhr hochgeladen, dann habe ich mich mit meiner Freundin getroffen, Auto gefahren und dann nach Hause gekommen und direkt Stream an. Muss mir das noch angucken, Digga. Share Play on making, maybe. 30-0 schreibe ich in meinen Lebenslauf rein, ja. 30-0 werde ich in meinen Lebenslauf reinschreiben. Achso. Aber eigentlich die Videos mit Erne und mir, die sind immer sehr locker. Also es ist immer so richtig entspannt mit Erne. Wo ist denn hier das verkackte, mein Gott? Wir machen noch so 5-6 Packs auf, Freunde, und dann bauen wir mal mein zweites Team, okay? Und dann können wir danach noch ein paar Packs aufmachen. Ist es ein Deal? Brauchst du noch ein Team? Ja, wir bauen es gleich. Da könnt ihr mir gerne helfen. Ich habe ungefähr 16 Millionen oder so zur Verfügung. 16, 17 Millionen. Wir fangen mal bei 0 an. Komplett 0. Mal gucken, was ihr da für mich für einen Plan habt. Virex.de, ja, ich kenne dich, du spendest ab und zu. Hast du Kontakt zu Steini? Steini ist der aus der Crew, wo ich am wenigsten Kontakt habe. Aber wir haben, glaube ich, ein, zwei Mal geschrieben und scheint auch sehr korrekt zu sein. Spiel äußert. Ihr könnt mir gleich helfen, Digga. Was trinkst du immer? Ausrufezeichen Level Up, dann kommt ihr dahin. Ausrufezeichen Level Up oder Ausrufezeichen VGO, dann kommt ihr zu meinen Partnern. Meine Freundin ist 22. Junge, was hat der für ein Team? Hanan Tons würde ich nicht spielen. Der hat höchstwahrscheinlich 3 Sterne Weakfoot, Freunde, das ist Schmutz. 3 Sterne Weakfoot ist Schmutz. Also ich würde niemals einen Spieler spielen, der 3 Sterne Weakfoot hat. Aber ich würde auch nicht Salah spielen oder so. Da bist du so berechenbar, das ist so kacke. Richtig brutales Team. Was für eine Schwester-Story, Freunde. Ich habe Richarlison. Lul. Ich habe keine Schwester-Story. Ach so, mit dem Jürgen-Würgen. Das war nichts Besonderes, Freunde. Da war ich gerade am Ackern auf American Pie. Da war ich noch voll jung. Wie alt war ich denn da? 14 oder so? 13? War ich am Ackern. Illegaler dachte, er wäre alleine zu Hause. Liebe dich. I love you auch. Illegaler dachte, er wäre alleine zu Hause. Also wollte er sich den Jürgen würgen. Und die waren alle weg, meine ganze Familie. Und dann irgendwie ist meine Schwester dann wiedergekommen. Und dann ist sie so reingekommen und ich habe so die Hose schnell hochgezogen und war voll verschwitzt und voll rot. Und dann hat sie mich so angeguckt und sie hat nichts gesagt. Aber sie und ich wussten, gut, das ist jetzt ziemlich unangenehm. Ja, das ist schon scheiße gewesen an sich. Aber was soll ich machen? Wir haben darüber nie geredet. Wir haben darüber nie geredet. Digga, das war so scheiße. Aber ich glaube, noch schlimmer ist, wenn die Mutter oder der Vater, Bruder geht, glaube ich. Vater und Bruder geht. Das würde mich nicht so jucken. Aber ich glaube, Mutter wäre auch schon sehr cringe, Digga. Ich glaube, Mutter wäre auch schon sehr cringe. Wurde einer vom Chat mal von der Mutter erwischt? Von der Stiefschwester werde ich schlimmer. Ja, Digga, ihr guckt so viele Pornos. Oh, sorry, but I cannot do, was ist das? Ich kann es nicht so lassen auf Englisch, was heißt es? What I'm doing here, yes, you can sit maybe next to me and yes,
Oh, what is this? Oh my gosh. My boyfriend don't erfahren, was heißt erfahren? This. What are we doing here? Shut up, man. Shut up. No. Nee, zum Glück nicht. Ja, Digga, ich glaube, das ist richtig lost. Von der Mutter ist, glaube ich, echt scheiße. Bruder würde mich nicht so jucken. Bruder nicht, Vater nicht. Ich glaube, Schwester und Mutter ist schon scheiße. Mein Bruder von meiner Oma. Boah, Oma ist auch hart. Oma ist auch hart. Digga, ganze Chat von mir wurde schon erwischt. Aber es, ich glaube wirklich, das passiert sehr oft. Und ich kann euch eins sagen, Chat. Ich kann euch eins sagen. Wenn ihr da immer duschen geht, für 5, ich weiß noch, man geht ja immer duschen. Für eine halbe Stunde. Und dann rauskommt. Glaubt mir, jeder in der Familie weiß, dass ihr euch da den Jürgen gewirkt habt. Ihr braucht da nicht so dumm tun. Ja, Mama, ich gehe jetzt duschen. 45 Minuten? Wer geht 45 Minuten duschen? Eine halbe Stunde. Die Mutter weiß es, der Bruder weiß es, der Vater weiß es, alle wissen es. Ihr braucht da nicht drum rumreden. Mein Gott. Weißt du, was auch ganz, ganz bitter ist? Ich glaube, wenn man so seine Eltern beim erwischt. Ich glaube, das ist richtig bitter. Das ist mir ein Glück noch nie passiert. Alter. Ich glaube, das ist richtig scheiße. Aber ist ja auch normal so an sich, Digga. Was willst du machen, wenn eure Eltern sich lieben, Digga, und wenn die Bock drauf haben, dann ist es halt so. Was soll ich? Aber das ist schon scheiße, glaube ich. Das wäre schon bitter. Gehört ist auch kacke. Gehört reicht ja auch schon. Ja, ist echt mies, Digga. Das ist echt mies. Aber das ist echt scheiße. Das ist echt bitter, Digga. Mies cringe. Ich habe heute auf meinem Twitter die cringesten Sachen gemacht. Da haben mir auch ein paar richtig geile Sachen geschrieben. So die cringesten Momente in ihrem Leben. Irgendwie, da haben mir noch welche geschrieben, wenn du dich mit einer Gruppe triffst und du bist so mit deinem Crush als erstes da, zum Beispiel. Keine Ahnung, ihr trefft euch zum Bowlen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Wenn du und dein Crush zuerst da seid und dann müsst ihr so reden halt, das ist schon scheiße. Oder habt ihr noch so ein paar Momente, was noch richtig bitter ist? So cringe Momente, da gibt's wirklich ein paar, Alter. Das ist schon bitter. Wenn du so... ist so scheiße. So cringe Momente, Freunde, das ist so unangenehm, wenn so dein Freund von seinen Eltern angeschrien wird und du nicht weißt, was du machen sollst. Das ist auch kacke. Voll geil mit Crush reden, ja, ja. Mit Ex. Ja, mit der Ex, Digga. Hab meine Schwester beim Blowjob erwischt. Oh mein Gott, Digga. Das ist auch bitter. Mutter erwischt beim Jürgen. Wenn man seinen Dad beim Jürgen erwischt. Digga, da gibt's schon ein paar echt cringe Sachen. Ja, Mann, aber ganz ehrlich, wer trifft sich denn... Ja, also wenn ich eine Freundin hab und dann Schluss mache, obwohl, ja man, es gibt ja so ein paar, die sind danach noch befreundet. Der Lehrer, ja, oh mein Gott, Digga, den Lehrer in der Stadt sehen, das ist auch so bitter. Stellt euch das mal vor, Freunde, ihr seht euren Klassenlehrer so bei Rewe oder so, oh mein Gott, das ist auch lost. Lehrer in der Stadt sehen ist auch echt cringe. Ich habe ihn, glaube ich, immer ignoriert, Digga, aber also, so oft kommt es ja nicht vor, muss ich sagen. So oft kommt es ja nicht vor. Direkt Abteilung wechselt. Digga, der Chat geht so ab, es ist voll schwer, was zu lesen. Du meldest dich krank, dann sieht er dich draußen. Das ist mir noch nie passiert. Also ich habe, glaube ich, einmal oder zweimal habe ich meinen Lehrer getroffen. Ständer beim Fußballspielen. Einfach hochklappen, Freunde. Einfach hochklappen, zwischen Bauchnabel einklemmen. Das ist Trick 17.
Das ist Trick 17. Mich hat der Lehrer... Bekannte in der Stadt sehen? Nö, Digga, das geht. Bekannte in der Stadt, das ist doch chill. Also so Familie ist nicht so cringe. Cringe ist so wirklich, wenn du beim Kumpel bist und die Eltern von ihm schreien ihn an. Oder wenn du so im Fahrstuhl mit deinen Nachbarn bist. Oder wenn du so mit jemandem alleine bist, den du nicht kennst, weil deine Freunde dich mit ihnen alleine lassen. Oder wenn du mit deinen Eltern Fernsehen guckst und dann ist im Fernsehen so eine scheiß Bums-Szene. Das ist auch immer alles sehr, sehr cringe. Sowas ist cringe. Lehrer im Fitnessstudio? Nee. Lehrer im Puff. Ja, wahrscheinlich, Digga. Digga, ja. Das ist so richtig schlimm. So, Freunde, nach dem Pack bauen wir mal ein Team, okay? Bauen wir mal mein nächstes Team nach diesem Pack hier. Könnt ihr mal schon mal überlegen. Ich habe so 16 Millionen zur Verfügung, schätze ich persönlich ungefähr. Vater im Puff. Feierst du Anime? Nee, also ich gucke nicht so viel Anime. Ich weiß jetzt nicht, ob so Yu-Gi-Oh! Und so zu Anime zählt. Also das ist das Einzige, was ich so geguckt habe. Yu-Gi-Oh! Und das mit diesen Piraten da. Ich habe so Naruto und so habe ich gar nicht so viel geguckt. Ach ja, Dragon Ball habe ich aber geguckt. Dragon Ball habe ich geguckt. Muss ich sagen. Aber so viel Anime habe ich gar nicht geguckt. One Piece, ja, One Piece meine ich. R9 Prime, nee, das ist zu teuer, glaube ich. Ich muss noch gucken, ihr könnt mir da gleich helfen. Anime. Also so, du Eierkopf. Avatar, ich habe mir Avatar letzte Folge angeguckt, wo der gegen Drachenlord kämpft. War so episch. One Piece, habe ich doch gesagt, ihr Arschgesichter. Ich habe doch One Piece gesagt. Oh, England. Stürmer wieder Vardy, Ehre. Ich schwör's euch, man zieht nur Vardy. Man zieht nur Vardy. Pascha mit einem Euro, hab einmal die Eltern von meinem Kumpel beim Nattern erwischt. Anders cringe. Oh, so, das vom anderen würde mich nicht so krass jucken. Würde ich voll witzig finden. Markus Energy mit einem Euro. Hey, die Gelder feiert den Schaden, hast du Tipps für kleine YouTuber? Immer durchziehen, immer man selbst bleiben. Das sagen immer alle, aber das ist wirklich die Wahrheit. Jomal mit einem Euro. Genex mit einem Sub. Dankeschön für deinen Sub. Danke für die ganzen Follows, Freunde. Lasst alle nochmal ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst uns versuchen, die 20k hier zu knacken. Schlotti ist der Beste. Christoph, Rodinger, Marco und Jakub. Alle mit einem Follow. Dankeschön für die Follows. Wir bauen jetzt mal mein Team für die WL, Freunde. Spanische Liga. Tot soll ja jetzt kommen. Könnten auch ein paar Brecher sein, wobei spanische Liga, glaube ich, finde ich, das uninteressanteste ist. Messi ist da halt, ne? Aber sonst, wer ist denn bitte noch in der spanischen Liga, der so richtig krass sein wird? Messi, Varane? Messi, Varane? Ich wollte gerade Benjeda sagen, lost. Bale? Digga, Bale mit 3 Sterne Weakfoot oder was er hat, ist lost. Semedo? Ramos, Hazard, na, da ist die Premier League safe besser. Da ist die Premier League safe besser. De Jong, ja, De Jong. Also bis jetzt, hol mich ab. Semedo, Varane, Messi. Das sind so die, wo ich sage, okay. Das ist das erste Team, was wir gebaut haben, Freunde. Das wird schwer zu übertrumpfen, auf jeden Fall. Das könnten wir uns auch höchstwahrscheinlich sogar leisten. Philips, ich hätte halt wirklich Bock auf Philips. Ich hätte Bock auf diese Abwehr hier. Und Eusebio halt für Son. Ja. Bin ich gespannt, wie das so ist. Vielleicht verkaufen wir auch Son noch nicht. Ich bin noch gespannt. Ich muss gucken, wie ich es mache. Es ist so krass schwer, weil es so viele Karten gibt einfach. Es gibt so viele krasse Karten. Okay, ich habe 16 Millionen zur Verfügung. Yannick, danke schön für deinen Sub. Hazard nicht so, Freunde. Hazard ist nicht so, glaube ich. So krass. Ronaldinho ist vielleicht ein bisschen overpriced, Freunde. Ronaldinho ist, der ist gut. Versteht mich nicht falsch, aber der wird nicht so krass sein. Bin ich mir relativ sicher. Also ich habe ihn doch schon gespielt, den Ronaldinho. Der ist voll geil und so, aber der ist viel zu teuer. Für das, was er halt kann. Ich würde 4-2-3-1 zocken. Wir fangen mal an in der Abwehr. Da bin ich eigentlich, Digga, da bin ich mir so sicher mit Gomez. Gomez, Freunde, war der beste IV, den ich dieses Jahr gespielt habe, mit Van Dijk, Totti.
Safe. Und hier bietet es halt so krass an mit Arnold, weil dann hat er einen Strong Link und Arnold wird richtig krass sein. Ich hatte Arnold Totti und ich fand den übertrieben gut. Arnold Totti fand ich so krass. Arnold oder Tots, einen von beiden werde ich morgen werde ich mir kaufen. Und dann halt, jetzt ist halt die Frage, wie man es. Also das möchte ich auf jeden Fall. Was man vorne macht, nimmt man R9, nimmt man Kräuf. R9 könnte ich mir auch wiederholen. Nach der Aktion, nach den Packs morgen, gehe ich mal stark davon aus. Ich feiere R9, Mann. Das war voll dumm von mir, dass ich den verkauft habe. Aber das nervt halt mit 79 Ausdauer. Ja, wir haben ganze Zeitpacks aufgemacht. Ich muss jetzt hier erstmal mein Team bauen, Digga. Wir haben gerade 3-Stunden-Packs aufgemacht. Ich mache jetzt keine Packs, auch nicht von Micha. Ich habe gerade 3-Stunden-Packs aufgemacht. Ich muss hier erstmal wieder mein Team bauen. Zidane. Ansu Fati, Tots, wahrscheinlich. Robertson, Neymar. Es ist halt krass schwer. Wo fängt man an, Mann? Wir machen einfach mal hier ein paar hin. Wir machen mal R9 einfach mal rein. Hullet, Vieira. Vieira, Freunde, ohne Witz, das war auch wieder so ein Grund, warum es so gut lief einfach. Weil Vieira hinten so viel wegmacht. Vieira defensiv, Freunde, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass der ist. Also vielleicht haben die ein paar. Aber der macht offensiv scheiße. Sag ich euch early. Offensiv ist es richtig kacke sogar. Ihr könnt mit denen nicht schießen, er kann auch nicht so gut passen, er kann nicht so gut dribbeln. Aber er macht defensiv so viel weg, Chat. Defensiv macht er so krass, ganz brutale Scheiße. Wirklich. Unglaublich. Was wurden denn für Tots released? Ich brauche jetzt halt hier so einen zweiten, bisschen offensiveren Sechser. Aguero, Tots, na. Mbappé, Food Birthday schreiben viele. Den hatte ich schon mal, Freunde, und ich sag euch so, wie es ist. Ich kam nicht so krass mit denen klar. Sein Dribbling, er hat dieses Dribbling, wo er sich den Ball so doll vorlegt. Der ist krass, ja, keine Frage. Aber der legt sich den Ball immer so krass weit vor. 5 Millionen kostet der. 4,7. Aber okay, komm. Wir gucken mal einfach. Ihr könnt St. Maximinin, kann ich jetzt nicht spielen, weil ich Mahrez habe. Mahrez werde ich auch selbst spielen. Wir haben Mahrez gezogen, Freunde, und den wollte ich so oder so mal testen, wie der ist. Den haben wir vorhin in diesen komischen Pack gezogen. Der soll richtig gut sein. Der hat auch ganz gestörte Werte. Auch 99 Ausdauer, Freunde, das feiere ich so krass, wenn die 99 Ausdauer haben. Untauschbar, 99 Beweglichkeit, 94 Ballons, 95 Schusskraft, 4 Sterne Weakfoot hat er, 5 Sterne Skills. Also übertrieben gut. Mitte Arbeitsraten sind nicht so geil, muss ich sagen. Für ein RM ist es, glaube ich, richtig geil. 95 Pace, er hat 98 Antritt. Wird schon geil sein. Also bei Mahrez bin ich mir relativ sicher, dass wir den spielen. Ghost Gabriel mit einem Sub, Ensa mit einem Sub, Phil mit 2 Euro, Bertel mit 2 Euro. Kann ich Richard dann auch als ST zocken? Ja, normal, Digga. Ich spiele den auf 10, aber im Sturm ist er bestimmt auch krass. Bin Referatständer. Dankeschön für 2 Euro. Yannick mit einem Sub. Danke für die ganzen Follows. Usas. Leon mit einem Follow auch nochmal. Dankeschön, Leon. Atal, Freunde, ich kann doch nicht Atal spielen. Ich habe so viele Coins zur Verfügung. Guck mal, bis jetzt habe ich von... Guck mal, wenn ich ihn im Sturm spiele, Mbappé würde ich im Sturm spielen, dann brauche ich jetzt einen Zehner. Und ich persönlich hätte Bock auf Cruyff. Aber Cruyff ist so krass teuer, Mann. Ich finde Cruyff zu teuer. Ich würde mir nur ihn hier holen. Ich kann euch auch genau sagen, warum. Achtet mal jetzt drauf. Er hat 90 Schusskraft. Dieser Kollege hier hat 90 Schusskraft. Und der nächste von ihnen. Und das war auch der Grund, warum ich... Ich hatte Cruyff schon mal. Ich hatte den 91er. Das war der Grund, warum ich 84 Schusskraft... Ohne Witz, Freunde. Das macht so viel aus, Alter.
Kräuf auf der 10, das wär's. Kräuf, bestimmt, Freunde, 5-5, bestimmt wäre das geil. Gebe ich euch recht. Aber 84 Schusskraft ist mir zu wenig als 10er. Ihr werdet das merken, das ist auch der Grund, warum Richarlison bei mir so krass abging. Und da ist dann halt nur dieser Kräuf hier am Start. Und der kostet 8 Millionen oder so. Und das ist mir zu teuer. Das ist mir safe zu teuer. 7,8 Millionen. Wobei 5,5. Guck mal, was man theoretisch, Digga. Sammel mal einen guten Sechser. Einen guten. Ich würde halt einen von den beiden Offcamp spielen. Digga, wenn du Saint-Maximin auf den Außen hast, mit ihn hier, mit Mahrez, auf der 10 Kräuf und im Sturm Mbappé, ich glaube, das knallt auch schon richtig gut rein, Digga. Ich glaube, das knallt auch richtig rein. Ich habe Anderson die ganze Zeit auf 7 Chemie gespielt. Ich schwör's euch, Freunde, null Unterschied. Hier. Ich habe Anderson. Wo ist der? Achso, LM. Ich habe Anderson diese WL die ganze Zeit auf, ich glaube, 5, ja okay, doch, so 23 Spiele oder so auf 7 Chemie gespielt. Null Unterschied. Er war trotzdem so gut, dieser Anderson. Für die Außen hat er so krass seinen Job gemacht. Und ich würde halt Maximan oder Mahrez Offcam spielen. Und wenn du die beiden auf den Außen hast, Kräuf auf der 10, ihn im Sturm, hast du einfach 3 Spieler mit 5-5 vorne. Und der andere, die haben einfach, du hast 4 Spieler, die 5 Sterne Skills haben. Und 3 von denen haben 5 Sterne Weakfoot. Und wo ist aber Richarlison dann? Wo ist mein Richarlison? De Bruyne, Tots. Ja, ist zu teuer alles. Das wird dann zu teuer. De Bruyne, Tots. Wie teuer ist De Bruyne, Tots? Ich guck mal nach. David Luiz, Shapeshifter. Nee, das ist zu defensiv. Also David Luiz werde ich safe nicht spielen, diese Weekend League. Weil ich hatte das Vieira und David Luiz, diese WL. Und es hat mir nicht so gefallen. Die waren zu defensiv. Also ich konnte mit beiden, es war voll schwer immer nach vorne zu kommen mit denen. De Bruyne kostet 4 Millionen. Genau 4 Millionen. Hullet kostet 4,1. Ja, De Bruyne wäre echt krass, aber so für einen Sechser, Alter. Für einen Sechser, Chat. Bin ich lost? Dann würde ich Kräuf nicht spielen. Also das kann ich mir ja hundertprozentig, obwohl. 4 Millionen, 5 Millionen, ich kann es mir sogar leisten, Hilfe, oder? Guck mal, er kostet 5. Nee, er kostet nicht. Kräuf kostet ja 7 Millionen. 13, 17. Nee, kann ich mir nicht leisten. Kräuf ist zu teuer. Kräuf rasiert. Kräuf rasiert richtig krass. Digga, da kann ich mir R9 holen und das ist günstiger. R9 kostet 2 Millionen weniger. Hilfe. Aber das fuckt ab an R9. Du musst ihn immer auswechseln, Mann. R9 auf der 10, Mbappé im Sturm, De Bruyne, Vieira auf der 6, den auf den Außen, den auf den Außen. Hilfe! Digga, das ist ein Team, ey. 6 Millionen. Ich hatte R9 so oft dieses Jahr. Aber es war auch immer gut, Digga. Also ich kann nur sagen, er war richtig gut. Richarlison. Aber dann ist ja das Team ja voll so wie das vorhin. Ich zeige euch ja zwei Varianten. Also wenn ich jetzt hier Richarlison hinstelle, sieht das wieder so ähnlich aus. R9. Ich finde, R9 hat zu wenig Ausdauer. Lacazette, nee. Kräuf, ja, ich hätte auch Bock auf Kräuf, aber das ist zu teuer, Freunde. Kräuf ist viel, viel, viel zu teuer.
Wenn der 5 Millionen kosten würde, würde ich ihn safe machen. Aber 8 Millionen. Niemals ist der 8. Niemals ist der 8 Millionen wert. Auber, nee. Auber auf der 10 ist lost. Auber auf der 10 ist lost. Dalgisch, ja. Dalgisch haben. Dalgisch, Freunde. Ich hätte gerne in ZM jemanden mit 5-5. Da gibt es halt nicht so viele Varianten. Und komm jetzt nicht mit Maximin in der Mitte spielen. Dalgisch 80 passen ist scheiße. Was ist denn? Nee. Ich fand halt Richarlison so gut, Mann. Aber Mbappé zocken alle. 5-5, der kann auch nicht schlecht sein. Vielleicht hatte ich wirklich einfach einen. Oder ich war so. Weiß nicht. Ausdauer 88. Der hat einen ganz bösen Schuss. Ich fand Dalgisch immer gut. Kostet nur 2,8 Millionen, Alter. Okay, Dalgisch. Da könnte ich mir aber theoretisch auch Eusebio hinstellen. Und ich glaube, dass Eusebio besser ist als Dalgisch. Eusebio safe besser als Dalgisch. Aber dann ist mein Richarlison weg. Richarlison. Und IV, Digga, da bin ich mir so sicher, dass ich, also wirklich jetzt, Chat, egal was passiert, ich möchte mir Van Dijk holen. Van Dijk, Tots oder Totti halt, einer von beiden. Der ist so krass gewesen. Und die beiden, guck mal, ohne Witz, Gomez war unglaublich, Van Dijk war unglaublich, immer wenn ich den hatte. Ich hatte ja Van Dijk Totti für 3 W11 oder so. Ich fand den so krass. Ich fand Van Dijk so krass. Van Dijk Totti kostet 2,6 Millionen und sein Tots kostet... Die kosten gleich. 2,5 Millionen. Ich schwör's euch, das lohnt sich. Der ist unglaublich, Mann. Und dann hier Robertson. Mit W. Wir können das alles besser machen, wenn ich genau weiß, wie viele Coins ich habe. Aber das müsste an sich klappen. Aber mit den roten Picks ist es halt immer so schwer, ne? Robertson. Und im Tor würde ich mir ganz abgehoben Alisson hinstellen. Ich sag euch, den werde ich morgen in Rot ziehen. Es ist gut, dass ich Mahrez bekommen habe, weil den kann ich dann schon mal nicht in... Also ich wollte Mahrez so oder so spielen. Das ist sehr gut, dass ich den in Blau bekommen habe. Sein Tots von Alisson kostet 150k, Digga. Den werde ich mir safe holen. So. Also, Freunde. Und in-game... Boah, das Team sieht auch schon echt gut aus, Alter. In-game, aber ich glaube, Van Dijk, De Bruyne ist voll lost auf der 6 im 4-2-3-1. Wobei meine 6er so viel machen. Egal, also ich würde in-game so hier spielen. Ich lese die Spenden und so gleich vor. Ich sehe auch alles, was ihr hier reinschreibt, aber ich lese immer nur das vor, wenn mir was wirklich auch in den Kopf kommt, so was ich mir vorstellen kann. Extens Gaming mit 2 Euro. Spiel Hullet auf 6 und De Bruyne auf 10. Das ist viel zu teuer. Nico Moll mit 2 Euro. Spiel Zidane oder Maradona auf 10. Maradona 3 Sterne Weakfoot. Aber Zidane ist es glaube ich nicht. Feyers mit 2 Euro. Eusebio, Richarlison, De Bruyne safe spielen. Eusebio, Richarlison, De Bruyne. Mbappé nicht. Ian mit 2 Euro. Guck dir bitte das Team an. Boah, das ist immer schwer hier im Stream. Edi, du Eierkopf, habe bei VGO was gekauft mit deinem Code. Wieso wird es nicht angezeigt? Bist du sicher, dass du es richtig gemacht hast? Ertan? Edi ist 1,76. War mal auf einer Party und bin mit einem Mädchen zu ihr gegangen. Als wir ihr nach Hause gingen, hörten wir Sexgeräusche. Wir sind dann einfach in ihr Zimmer gegangen und ich schaute aus dem Fenster. Da stand das Auto meiner Mutter. Lul! Passi mit einem Sub. Dankeschön für die ganzen Follows, Freunde. Es ist unmöglich, alles vorzulesen. Lukas mit einem Euro, Richarlison und ZM und Sturm, De Bruyne und 4-4-2. Ja, es geht ja nur um die Spieler, nicht wie ich das linke, sondern wie ich es dann halt baue.
Und das würde schon... Wie teuer ist das? Mbappé kostet... Das sieht schon gut aus, ne? Das sieht schon krass aus. Danke für den krassen Support im Stream heute die ganze Zeit. Wir sind einfach die ganze Zeit 13.000 Zuschauer, ey. Heftig. Es ist nicht so einfach, Freunde. Richarlison, ja. Tizi ist im Chat. Wo sind die Eierköpfe? Was? Digga, wenn Simon im Chat ist, du knechst Simon. Ich hab dir geschrieben, du hast mir nicht geantwortet, du Wichser. Ich brauchte deine Hilfe. Wegen dem PC. Pisser. Das ist unfair, ja, Mann. Das ist echt krass. Ich weiß halt nur nicht, wie teuer das ist. Was ein Müllteam. Er kostet 1,5 Millionen, Eusebio kostet 2,5 oder so. 3 Millionen. 3 Millionen plus 1 sind 4,5 Millionen. Mbappé. Die kosten jetzt 4,5 Millionen, so. Ach, Digga, wartet. 4,5 Millionen Foodburn. Wie teuer ist Mbappé Foodburst, ey? Den zocken halt alle, ne? Aber ich hatte den, ich war so enttäuscht von denen. Ich dachte, der wäre viel besser. 4,5 kostet der. 4,5 Millionen. Das heißt 9. 9 Millionen, so. De Bruyne kostet 4 Millionen. Sind wir bei 13 Millionen. Er kostet 2,5 Millionen, sind wir bei 15,5 Millionen. Und die beiden hier kosten dann, ja, also das Team kostet, das kostet sogar 16 Millionen. Das Team kostet sogar 16 Millionen. Aber da habe ich keinen Richarlison. Mein Richarlison ist nicht da. Eigentlich bin ich vor der 31er. Kennt ihr den Spruch, never change a winning team? Never change a winning team, Digga. Also entweder das Team ist Punkt 1, merkt euch das, prägt euch das eins und jetzt merkt, sagt mir eure Meinung. Entweder das Team hier oder... Das Team. Es ist sehr ähnlich. Die Abwehr ist genau gleich. Hier ist Phillips. Aber das kann ich mir ja safe leisten. Also da ist sogar so noch was übrig, glaube ich. Hä? Anstatt Mbappé habe ich Eusebio, auf der 10 habe ich anstatt habe ich Richarlison, wie er jetzt schon gezockt hat. Hier hätte ich Philippe Anderson. Das ist 2. Team 1. Cruyff hier. Aber für wen? Ich möchte Richarlison gar nicht verkaufen. Aber allein, ich muss es. Guckt euch mal, Freunde, der hat 10er bei mir gespielt. 1 mit Richarlison, 2 Euse weg, Cruyff Moment. Kann ich mir safe nicht leisten. Digga, wie soll ich mir das leisten? Da fehlen mir 8 Millionen. 10, 11, 12, das geht nicht. Dann muss ich morgen, wenn ich die beiden verkaufe, habe ich 2 Millionen. Dann muss ich morgen, Digga, perfekt, dann muss ich morgen 9 Millionen aus meinem Pack rausholen. Das mache ich safe nicht. 1. 1 anstatt Mbappé, Richie. Aber ich wollte Phillips zocken, Mann. Ich wollte Phillips voll gerne zocken. Guck mal, das kann ich mir ja safe leisten, glaube ich. Guck mal, dafür fehlen mir... Zwei, der kostet 3 Millionen, er kostet 1 Million, er kostet 400k, also sagen wir mal 1 Million, die Außenverteidiger,
Er kostet 3,5 insgesamt. 4,5, 7,5. Boah, ist schon teuer. 7,5 Millionen kosten die restlichen Spieler. Wenn ich Son und Mukiele verkaufe, habe ich 2 Millionen. Das heißt, ich müsste morgen 5 Millionen aus meinem Pack rausholen. Das ist gar nicht so safe, ne? 5 Millionen. Also Freunde, ich denke, dass es das Team hier wird. Ich kann nicht Richarlison verkaufen, Digga. Der hat mich zum 30-0 geschossen. Er war so gut, Chat. Ich schwöre auf alles. Er war so krass. Ich habe irgendeinen gecheateten Richarlison abbekommen. Ich mein's ernst. 97 Abschuss, der hat alles reingeballert. 99 Schusskraft, 91 Ausdauer, den musste ich auch nicht austauschen. Maris, ich brauche einfach nur meine Abwehr ein bisschen besser machen. Was mich halt wirklich gestört hat, war, dass ich hier so wenig 5-Sterne-Skiller hatte. Wenn ich richtig viele Coins habe, werde ich hier vielleicht St. Maximilian stellen. Einfach Off-Cam halt zocken. Das ist wirklich nicht so schlimm, glaub mir. Das wird nicht so schlimm. Einfach Off-Cam, dann hätte ich nämlich 2 5-Sterne-Skiller. Und das ist schon ein Unterschied. Hätte ich auch 3 mit 5-Sterne-Weakfoot vorne. Oder Neymar. Boah, Neymar hat zu wenig Ausdauer. Und Neymar kannst du, glaube ich, kaum. Obwohl doch, Neymar könnte man bestimmt linken. Ach, ich muss abwarten, was ich morgen so ziehe. Und da muss ich mir echt Gedanken machen. Diese Abwehr werde ich aber 100% spielen. Diese Viererkette und der Torwart. 100 pro. Und dann möchte ich halt mal Phillips zocken. Ich möchte unbedingt Phillips spielen. Und ich brauche 2 Icons wegen Phillips. Und da muss ich halt Euse zocken. Und Euse war immer geil. Euse hat immer seinen Job gemacht. Der gute Euse. Im Sturm, Digga. Was soll ich dir erzählen? Eusebio im Sturm. Geht schlechter auf jeden Fall. Sondern halt wieder verkaufen. Mal sehen. Warte mal die Rewards ab. Ja, vielleicht, Digga. Ich habe gehört, im besten Fall kannst du irgendwie 18 Millionen machen oder so. Guck mal, ich will euch mal nur was zeigen, okay? Ich möchte es euch kurz zeigen. Jo, perfekt. Wo ist das Tots? Meine Fresse. Tots. Full Squad, nö. Hier. Also, guckt euch das mal an. Wenn du Aubameyang und Son in Pack hast, hast du 4 Millionen. So, ungefähr. 3,5. 3,5 Millionen. Oder Mané, Aguero. Da, ein von denen, also Real Talk, wenn ich morgen nicht Van Dijk, De Bruyne, Son, Aubameyang, Mané, Aguero oder Salah in mein Elfer Inform Pack ziehe, dann kriege ich einen Anfall. Dann kriege ich einen richtigen Anfall. Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Spieler und insgesamt gibt es 20, das heißt 13 sind noch übrig. Das können die nicht bringen, Digga. Und ich denke nämlich, einen von denen werde ich ziehen. Und dann, die einzigen, die halt nichts wert sind, ist er hier. Und Kovacic und er hier. Also, ihn werde ich ziehen. Safe. Die 4 werde ich safe haben. Dann gibt es noch 7 Positionen, die ich haben kann. Und dann wäre es so schmacko, so ein Richarlison. Dann noch so ein Salah, Mané. Und das würde schon reichen. Weil dann hast du noch so ein Mahrez und so ein Arnold und dann hast du deine 6, 7 Millionen. Safe. Wenn du ein De Bruyne ziehst. Aber De Bruyne werden wir nicht ziehen. Aber so ein Aguero, Mané, Aubameyang. Das kann sein, Digga, dass du sowas ziehst. Ganz, ganz bitter wäre es, wenn wir morgen das Pack aufmachen und dann wird mir vorne irgendwie... Also ich sag euch mit Ansage, 100%ig wird mir Alisson vorne angezeigt, weil er eine 97 hat. 100 pro. Also die höchsten, oder ja, es wird so, Digga, es wird so spannend morgen. Es wird so spannend, ey, Hilfe. Es ist sogar bald soweit, Freunde. Morgen wird der Rewardstream kommen. Ich bin so krass gehypt. Ich bin so gehypt, Freunde, was auch die anderen Top 100 Spieler ziehen.
Was wir, mal gucken, ob EA uns morgen rasiert. Oder man stellt euch mal vor, man kann Saudi-Arabien-Spieler ziehen. Digga, das wäre so schlimm. 99 Luftballons, ey. 99 Luftballons fliegen überm Horizont. 99. ey. Einfach genauso viele Skillpunkte wie der 100. Aber wäre ich mit 2300 Punkten, 2360 Punkten nicht in der Top 100, hätte ich da auch irgendjemanden angezeigt. Da hätte ich safe irgendjemanden angezeigt. Okay, Freunde, das war's vom Stream. Dankeschön für den krassen Support. Wir waren 3,5 Stunden online. Lasst alle nochmal ein Like auf den Stream hier da, Freunde. Er bleibt aber noch im Chat. Wir werden nämlich Benji raiden. Alle nochmal ein Like auf den Stream da lassen. Den YouTube-Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich lese hier nochmal die Spenden vor. Fayas mit 2 Euro, Nico mit 2 Euro, Angelo mit 1 Euro, Felix mit 2 Euro, Lukas mit 1 Euro. Dankeschön für die Follows, Freunde. Alle nochmal hier Support da lassen. Kameltreiber, Mats Novak, FC Barcelona Channel. Alle mit einem Follow. Wir werden Benji raiden, Freunde. Er streamt auf Twitch. Perfekt. Er streamt auf Twitch. Geht da rüber, schreibt Eli Ami in den Chat. Abonniert ihn, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ist ein Wichser. Ja. Ist ein Wichser. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir sind morgen online. Vergesst es nicht. Um 11 Uhr. Die Top 100 Rewards morgen. Von 11 bis 16 Uhr ziehe ich morgen. Das wird ein richtig wilder Stream, glaube ich. Danke für den krassen Support, Freunde, im Chat die ganze Zeit. Wir waren die ganze Zeit über 12.000 Zuschauer eigentlich. Das ist so gestört. Geht darüber, Eli Ami in den Chat, Freunde. Das war's von mir. Herzlich, perfekt. Dankeschön für den krassen Support.